Sammelsurium der Abscheulichkeiten. Nicolas Blome, Spiegel. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf Sie zeigen. Wolfram Henn, Ethikrat. Ausreisestopp für Ungeimpfte. Peter Maffay, wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht mehr unter Leute gehen. Natalia Wörner, Schauspielerin. Ich würde nicht mit Ungeimpften drehen. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident. Ungeimpfte gefährden uns alle. Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Tyrannei der Ungeimpften. Pascal Hollenstein, Schweizer Journalist. Eine Diskriminierung der Impfverweigerer ist gerechtfertigt. Joe Biden, US-Präsident. Die Pandemie der Ungeimpften, sie bringen Menschen um. Team Sommerfest, Berlin Charité. Ungeimpfte herzlich ausladen. Tobias Hans, CDU-Politiker, Ex-Ministerpräsident im Saarland. Es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Sarah Bosetti, Komikerin, nominiert für den Fernsehpreis. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Rainer Stinner, FDP-Politiker. Gegner der Corona-Impfung sind gefährliche Sozialschädlinge. Sie alle und noch viele mehr haben mitgemacht. Sie haben gespalten, diskriminiert und unendlich viel Leid verursacht. Und um es ganz klar zu sagen, es geht mir nicht um einen demütigen Kniefall oder gar um Strafe für die Verantwortlichen. Es geht um Aufarbeitung dessen, was geschehen ist. Eine Entschuldigung bei den Ungeimpften wäre überfällig, wenn man zumindest jetzt seinen Beitrag zur Versöhnung leisten will. Hunderte Hausdurchsuchungen bei Ärzten, Juristen und Publizisten, die unbequeme Fragen stellen. Hunderttausende gelöschte Videos von Menschen, die sich kritisch zu der Situation der letzten 2 Jahre geäußert haben. Ein Bundesministerium, das einen 6-stelligen Betrag an die grüne nahe Denkfabrik Lipmod spendet, die unter dem Projektnamen Gegneranalyse alternative Medien wie die Nachdenkseiten diffamieren und Unwahrheiten über sie verbreiten. Zensur findet statt täglich. Und ich frage noch einmal, wie vor 2 Jahren, Kollegen aus Kunst und Kultur, was ist los? Wann steht ihr auf für eure ungeimpften Freunde? Wann begehrt ihr auf gegen Unrecht und Ausgrenzung, Zensur und Diffamierung Andersdenkender? Was muss denn noch alles passieren? Wir können eine drohende Konzerndiktatur nur stoppen, wenn Geimpfte und Nichtgeimpfte der Spaltung gemeinsam entgegentreten und sagen, wir machen da nicht mehr mit. Ich rufe auf zu zivilem Ungehorsam, immer friedlich, immer zugewandt, achtsam und empathisch. Lassen wir die Demutsmasken fallen, überall in der U-Bahn, im Supermarkt, am Arbeitsplatz und vor allem an den Schulen und Kindergärten. Lachen wir uns wieder an,
Hören wir einander zu, beenden wir den Irrsinn der korrupten Elite und sagen, das war's. Und los geht's. Jawohl, es geht los. Es geht los. Wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Herzlich willkommen zur 133. Therapiestunde in der größten Freiluft-Irrenanstalt dieser Welt in Deutschland. Und ich finde es klasse, dass ihr angeschaltet habt. Ihr seid der Grund, warum wir das Ganze machen. Ihr seid der Grund für den ganzen Stress. Und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Also wenn ich wieder sehe auf Twitch, auf Facebook, auf YouTube, auf D-Live, auf 24 Media und auf Alterna TV. Vielen Dank. Und ich möchte natürlich auch die ganzen Admins grüßen. Die Admins, die bei uns die Chats sauber halten, weil Trolle gibt es immer überall. Und deswegen es ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da seid. Und deswegen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und wenn ich schon beim Danken bin, wie immer, möchte ich mich auch beim Andi bedanken, der bei uns die Regie macht. Schönen guten Abend, lieber Andi. Guten Abend, lieber Thomas. So, und dann kommen wir zu unseren Dauergästen, nämlich den Frankie. Frankie, 133 Therapiestunden, du bist jetzt austherapiert, oder? Nee, Gottes Willen. Ja, du hast ja schon gesagt, die Irrenanstalt da draußen läuft weiter und deswegen sind wir auch Teil des Ganzen. Ich freue mich hier zu sein, Frankie Müller mein Name. Herzlich willkommen bei Rein Mein Gedanken, der Name ist Programm. Wie gesagt, die Gedanken sind frei, ihr wisst es. Und wir versuchen seit 2,5 Jahren hier eine gesunde Portion, ja, gesunden Menschenverstand hochzuhalten, inklusive einer Portion Humor. Und wir haben im wöchentlichen Turnus, ja, unsere Ehrengäste hier, die sich durch gewisse Merkmale in den vergangenen 3 Jahren ausgezeichnet haben. Nicht nur in den vergangenen 3 Jahren, sondern auch davor. Sie haben irgendwo Mut bewiesen, gesellschaftliche Courage gezeigt oder sind mit Thesen quasi am Start, ja, die immer noch nicht falsifiziert wurden. Oder sie sind halt irgendwie in der Öffentlichkeit aufgrund sozusagen der Adressierung von relevanten Themen irgendwie erstmal ein bisschen gebasht worden, aber
All das macht einen stärker und all das ist wichtig, weil gerade in heutigen Zeiten, wenn man die Wahrheit anspricht, dann ist das schon das neue Hate Speech manchmal. Insofern freue ich mich, wie gesagt, dass wir trotzdem mittels einer Portion gesunden Menschenverstand hier weiter surfen bei Rhein-Main-Gedanken und wieder einen Ehrengast haben. Insbesondere wieder mal einen wundervollen Ehrengast, der sich durch die Liebe zu empirischen Daten, die Liebe zur Plausibilität, zur Logik, zu wissenschaftlichen Prinzipien, ohne Profitmotiv, wohlgemerkt, auch verpflichtet fühlt und sich da ganz besonders hervorgetan hat innerhalb der letzten 3 Jahre. Ich freue mich auf den Tom Lausen, ein hochintelligenter Mensch. Ich schätze ihn sehr und ich freue mich auf ein Gespräch heute mit ihm. Und deswegen gebe ich das Mikrofon zurück an den Thomas. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, und bevor wir zu unserem Hauptgast kommen, das finde ich klasse, ihr schreibt auch schon ganz groß in den Chat, die Sandra Kabung schreibt so, uns kann man nicht austherapieren. Also ja, es funktioniert einfach nicht, ja, unsere Community ist stabil und deswegen, ich finde es toll, dass ihr alle da seid. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptgast und da freue ich mich ganz besonders, weil ich bin der Meinung, wir können heute eine ganze Menge über Statistik lernen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tom Lausen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Also ich danke für die Einladung und für die netten einleitenden Worte. Ja, lieber Tom, du hast einen gewissen, Grad an Bekanntheit bekommen, als du eingeladen worden bist, und zwar in den Bundestag als Statistikexperte. Ja, da hast du einen Vortrag gehalten. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, wie dein Leben so ausgesehen hat, bevor du im Bundestag warst. Du bist Informatiker und du kümmerst dich auch um Statistiken. Wie kann man sich das so als Laie vorstellen? Was ist da so die Haupttätigkeit? Was macht man so und was sind da die Ziele, die man da verfolgt? Naja, also im Kern bin ich erstmal Programmierer und habe natürlich immer mit großen Datenmengen zu tun und beschäftige mich auch damit. Vielleicht mal ganz kurz vorab, ich habe die Kamera etwas über dem Bildschirm, sodass also, wenn die Menschen jetzt zugucken und sich wundern, dass ich jetzt so runtergucke, dann sehe ich mich, ich habe die Angewohnheit, immer die Leute anzugucken, mit denen ich spreche. Und die Kamera, da müsste ich vielleicht ein Gesicht von Jens Spahn oder so drauf machen, dann würde ich da vielleicht auch hingucken. Aber das habe ich jetzt leider im Büro liegen lassen, das Gesicht. Ich habe tatsächlich ein ausgeschnittenes Gesicht von Jens Spahn und von Herrn Drosten und so weiter. Aber das nur am Rande. Tatsächlich als Programmierer habe ich mit großen Datenmengen zu tun. Also ich bemühe mich da mal reinzugucken, so ab und zu. Ne? Und dann fällt das mir wahrscheinlich wieder schwer. Ich habe quasi mit großen Datenmengen zu tun, die ich mir dann zu entsprechender Art und Weise auf dem Bildschirm anzeigen lassen muss. Oder ein von dem Programm, der Kunde, der möchte das dann so angezeigt haben, möchte bestimmte riesige Datenmengen so verknüpft wissen, dass er bestimmte Auswertungen daraus machen kann. Das unterscheidet sich nicht groß von dem, was jetzt in der Zeit um Corona passieren musste. Und das ging auch ziemlich schnell los. Mein Bruder ist ja nun Rechtsanwalt. Wer das noch nicht weiß, dem sei das nochmal gesagt. Der hat relativ schnell, wir sind ja irgendwie aus einem Holz geschnitzt, das liegt ja nahe, hat er relativ schnell Mandantschaft bekommen, die im Lockdown gezwungen wurde, Restaurants zu schließen und all diesen ganzen Quatsch mitzumachen, der am Anfang da so als toll hingestellt wurde. Und diese ganzen Maskenauflagen und so weiter. Und da hat er vor den Verwaltungsgerichten geklagt und hat eigentlich durchgängig stringent, und das haben auch andere bekommen, tatsächlich die Antwort bekommen. Ich glaube, es ist bei mir hier mit dem E-Mail-Quatsch. Also ich bin noch nicht so perfekt. Ich mache mal das E-Mail-Programm zu. So, Entschuldigung. So. Und dann hat er mir gesagt, Bruder, tu mir einen Gefallen, bitte besorg dir Daten und kannst mir mal sagen, ob das Gesundheitssystem tatsächlich überlastet ist, insbesondere die Intensivstationen und Krankenhäuser. Und dann habe ich es nicht klassisch gemacht, so wie man das eigentlich macht, dass man sich irgendwie automatisiert irgendwo Datenquellen anguckt und die dann erntet und die Ernte dann quasi verarbeitet in Datenbanken und dann anzeigt, sondern ich wollte eigentlich am Anfang ein Gefühl dafür bekommen, was ich da für Daten kriege. Und habe dann auf irgendeinem Sonntagmorgen Lust bekommen, mir die Daten vom Divi anzuschauen. Das habe ich zusammen mit meiner Frau gemacht, die ist ebenso affin. Und wir haben uns dann die Daten quasi zugeworfen. Der eine hat sie eingegeben, der andere hat sie gesagt. Also gesagt und eingegeben. Und da konnte man schon bei der Eingabe sehen, hier stimmt was nicht. Und damit war eigentlich der Grundstein, zumindest was die Frage der grundsätzlichen Überlastung des Gesundheitssystems anging, war im Grunde schon in dem Moment geklärt. Das war relativ früh, ich würde sagen, das war im Juli
2020. Da habe ich das erste Mal die Daten angefasst. Ja, und da war dann klar, irgendwie, da muss ich weitermachen, da muss ich gucken. Und ich bin ja auch neugierig, so als Mensch. Und dadurch war das gar nicht anders möglich, als das immer weiter anzugucken. Und wenn man einmal hinter einen Vorhang guckt, das ist ja das Schöne, dann sieht man so schöne viele Sachen. Und wenn man den Vorhang noch weiter aufmacht, dann sieht man noch mehr. Und das ist mir passiert in den letzten 3 Jahren. Also Statistiker bin ich nicht, muss ich auch gar nicht sein. Aber natürlich gewisse Aufgaben, die ein Statistiker natürlich beruflich macht, die mache ich natürlich, klar. Und manche Sachen musste ich mir auch aneignen. Aber das war gar nicht so relevant, weil man viele Dinge ja im Grunde genommen sofort sehen kann, wenn man sie visualisiert, also sozusagen Daten sichtbar macht, sichtbar in Diagrammen. Und dafür sind diese Werkzeuge ja da. Und dann kann man sehen, hier macht jemand Sachen, die uns im Grunde was vorgaukeln sollen. Und das haben wir gesehen. Also auch nochmal. Frenki hat eine Frage, bitte, Frenki. Genau, auch nochmal für die Zuschauer zur Erläuterung. Wir sprechen ja hier vom sogenannten Divi-Intensivbettenregister, also ein Register, was quasi aufführen soll auf nationaler Ebene, sozusagen, wie viele Intensivbetten gerade belegt sind. Und auch nochmal zur Erläuterung, es galt ja die sogenannte pandemische Lage. Angeblich soll doch eine Überlastung der Krankenhausbetten gegeben sein. Das war ein Argument, um eben diese unverhältnismäßigen Regierungsmaßnahmen durchzuführen. Nur nochmal für den geneigten Zuschauer. Wie wurden denn oder was hast du denn herausgefunden, was dann in der Hinsicht nicht ganz rund lief und wie generell wurden denn solche Intensivbetten überhaupt erfasst? Gab es eine Erfassung, Probleme oder waren noch weitere Dinge, die dir ja komisch vorkamen? Ja, das ist eine ganze Bandbreite gewesen, die etwas merkwürdig war. Also zunächst einmal wurde ja relativ schnell das Thema Überlastung des Gesundheitssystems angeführt und das erste auffällige Merkmal war ein Gerichtsurteil, das mir jetzt noch sehr gut in Erinnerung ist. Da hat der Richter tatsächlich ins Urteil geschrieben, also alle Maßnahmen sind korrekt und richtig und auch Lockdowns und am liebsten noch Schläge für alle, damit sie zu Hause bleiben. Das ist alles richtig, weil nur noch 19% der Intensivbetten frei sind. Ja, da kann man natürlich sagen, 19% sind nicht 50%. Und wenn es nur noch 19% sind, ja, dann haben wir ja offensichtlich hier ein Problem. So, jetzt muss man sagen, natürlich hat jemand, der sich mit den Daten als Statistiker beschäftigt, auch ein Problem. Der muss ja in irgendeiner Weise eine Interpretation machen. Was heißt denn 19% auf der Intensivstation? Ist das unter Umständen normal oder ist es nicht normal? Und dazu hatte ich natürlich sehr schnell schlagkräftige Hilfe. Ich habe einige Intensivmediziner in einer Gruppe von mir. Ich habe andere Statistiker aus dem Ausland. Ich habe tatsächlich Doktoren und Professoren drin, was ich ja nicht erreichen konnte, aber Leute drin, die eben sich damit sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigen. Aber mich interessierte am Anfang, wie geht es denn eigentlich auf so einer Intensivstation zu und wie ist eigentlich die permanente Auslastung? Und die permanente Auslastung auf einer Intensivstation nach den Studien, die es so gibt, ist zwischen 80% und 85% in normalen Zeiten, sodass also 81%, also nur noch 19% frei, wie der Richter ja nun schrieb, eigentlich eine völlig typische und normale Auslastung ist. Sodass also in dem Fall ich gemerkt habe, wir haben hier ein zweites Problem. Wir haben es nämlich mit einer kompletten Unwissenheit der Richterschaft zu tun. Das heißt also, sobald die irgendwas urteilen, sind sie ja befangen. Das wäre also sozusagen das Erste gewesen, befangen, weil sie alle Angst hatten vor Corona. Wir haben ja gedacht, sie würden gleich, wenn sie infiziert werden, sterben. Das tun sie ja heute noch. Ah, ich weiß nicht, ob sie es heute noch tun, aber bis vor kurzem war das jedenfalls noch so, dass noch Plexiglasscheiben in den Gerichten hingen und Richter dann auch mit FFP2-Maske kamen und es gern angeordnet haben. Ja, und da kann ich natürlich sagen, wenn ich diese Informationen eben absichere, dadurch, dass ich mit Leuten aus Krankenhäusern spreche und dann sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Das heißt also, wir hatten eine normale Belegung. Es gab eigentlich zu gar keinem Zeitpunkt, auch schon während die alle rumgeschrien haben, gab es natürlich überhaupt gar keine Überlastung des Gesundheitssystems, keine Überlastung der Intensivstation. Und Frau Merkel hat ja auch noch eine relativ schwere Aktivität entwickelt, nämlich im März 2020, ich glaube am 27. gab es ja den großen Lockdown. Das bedeutete für Krankenhäuser quasi wie so eine Art Arbeitslosigkeitsverschreibung. Die haben quasi deutsche Krankenhäuser, die gelistet waren, die haben etwa 400.000 Fälle im Monat, in der Woche aufgenommen, pro Woche immer 400.000, so war das früher. Ja, da kamen dann im Jahr 19,5 Millionen zusammen. Und am 27. März hat Frau Merkel gesagt, nö, ihr dürft nur noch Operationen aufnehmen, die eben überlebenswichtig sind, so kann man das mal sagen.
Und die, die sozusagen nicht überlebenswichtig sind, also sogenannte elektive Operationen, wie zum Beispiel Hüfte, Knie, das sind so Sachen, die durften dann nicht mehr, also sollten nicht mehr operiert werden. Und damit und mit der Angst, die geschürt wurde, hat man dann nicht mehr 400.000 pro Woche im Krankenhaus aufgenommen, sondern nur noch 220.000. Das war sozusagen der Startschuss, um die Krankenhäuser in wirtschaftliche Schieflage zu bringen. Das konnte man sehen in den Zahlen. Also alle Zahlen, die jetzt zu den Krankenhausaufnahmen gar nicht aus dem DIVI-Register, sondern zu allen Krankenhausaufnahmen existierten, die haben dann sofort belegt, jetzt haben die Krankenhäuser so ein großes Problem, die kämpfen jetzt. Und das ging dann ja im Mai aus dem Lockdown raus und da durften sie ja wieder. Und diese Zahlen von 400.000 haben sie bis heute nicht mehr erreicht. Also das ist jetzt sozusagen ein Dauerproblem der Krankenhäuser. Ja, frag ruhig. War es nicht für kurze Zeit auch so, korrigiere mich gerne, dass Krankenhäuser für das Freihalten von Betten, also sprich für das reine Reservieren von Betten, ohne dass Patienten drin liegen, auch schon incentiviert wurden? Und sich deswegen von ihrer Bilanz quasi irgendwie aufgefrischt haben, auf der einen Seite das Personal in Kurzarbeit geschickt, auf der anderen Seite Geld dafür bekommen, dass man eigentlich in Intensivbetten irgendwie, war das so gegeben? Ja, genau. Es gab verschiedene Stufen der Subventionierung für die Krankenhäuser. Man hat relativ schnell angefangen zu sagen, Leute, wir brauchen Intensivbetten, weil es hieß ja damals Beatmung, Beatmung, Beatmung. Also man muss echt sagen, es ist also krank. Aber gut, man kann da ja erst hinterher so richtig drauf gucken. Aber es sollte ja alles in Beatmung enden und man sagte, okay, wir schaffen uns jetzt mal neue Intensivbetten an. Und dann gab es Verhandlungen, das sind jetzt Internas, die ich jetzt sage, Verhandlungen, die stattgefunden haben zwischen dem DIVI-Intensivregister, Herrn Spahn und verschiedenen Experten, wie zum Beispiel der unabhängige Experte Herr Busse und Herr Augurski, Professor Busse und Professor Augurski. Die tauchen auch später nochmal wieder auf. Diese Leute haben dann überlegt, was machen wir, um Intensivbettenkapazitäten herzustellen? Und dann haben sie gesagt, okay, wir geben 50.000 Euro. Herr Spahn wollte nur 30.000 ausgeben. Die Intensivmediziner wollten 85.000 haben. Man hat sich dann auf 50 geeinigt. Das war so ein Backschisch, ne? Also so wie auf dem Bazar hat man das dann gemacht. Und dann gab es 50. Und die Kompromisse waren dann, jeder, der einen Sauerstoffanschluss vorweisen konnte und eine Beatmungs- und ein Beatmungsgerät, das dann von der Regierung kostenlos gestellt und bezahlt wurde, der konnte 50.000 Euro bekommen und konnte dann mehr Intensivbetten melden. Und das wurde dann auch so gemacht. Und dann hatten wir in den Intensivstationen, weil die ja diese Betten auch gemeldet haben, dann hatten wir leere Stationen und wir hatten auf einmal 60-70% frei auf der Intensivstation, weil diese Betten natürlich freigehalten werden mussten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Mein Papa ist damals im Krankenhaus gewesen und hat im 16. Stock in Hamburg gelegen, in einem Krankenhaus. Und ich weiß, weil er Privatpatient damals war, hat er auf dieser Station gelegen, wo zwei Bettzimmer waren und wo Sauerstoffanschlüsse waren. Das hatte ich gesehen. Und dann kam ich ihn eines Tages besuchen, da fing das gerade an, dieser Irrsinn, und da war die Station leer. Spooky war das, richtig spooky. Ich kam da an und es war kein Mensch auf Flur, es war alles dunkel und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich tatsächlich irgendwann gesehen, er ist auf den 17. verlegt worden, man hat 50.000 pro Bett in dieser Station kassiert. Ich möchte da kurz zwei Kommentare vorlesen. Es sind keine Fragen, Tom, sondern einfach nur Kommentare zu dem Thema, das wir gerade haben. Und zwar ist das einmal aus dem Bewegtwas-Chat von D-Live. Da schreibt Gimo, in Ingelheim das Krankenhaus, wo alle Corona-Fälle weit und breit behandelt werden sollten, ist Ende 2020 geschlossen worden. Das ist zwei Ortschaften von hier, wo wir hier sitzen in Ingelheim, das weiß ich. Und das Personal war auch todtraurig deswegen, weil da kann ich mich dran erinnern, da gab es noch zwei kleine Spaziergänge. Da wurde auch das Personal auf einmal als Corona-Leugner oder ähnliches diffamiert, weil sich nämlich die Montagsspaziergänge, die haben sich mit den Krankenhausangestellten, die jetzt arbeitslos geworden sind, die haben sich mit denen solidarisiert und haben gesagt, so, ihr macht eine Demo, wir kommen mit, damit ihr ein paar Leute seid. Und dann standen da 400 Leute und auf einmal waren das alles Corona-Leugner. Das ist der eine Punkt. Dann möchte ich aus dem Facebook-Chat möchte ich vorlesen, da schreibt Martin Hoffmann, ist auch keine Frage, sondern einfach nur ein Statement zu dem, was du eben gebracht hast. Schreibt Martin Hoffmann, Frau Merkel sagt ja gegenüber Boris Reitschuster, dass die Maßnahmen eben nicht
evidenzbasiert, sondern rein politischer Natur sind. Mehr muss man zu Merkel nicht wissen. Das einfach nur zur Zusammenfassung. Also wir sehen unsere Zuschauer, die hören und sehen und denken auch mit. Und der Frenkie meldet sich schon, weil der hat wahrscheinlich eine Frage. Bitte, Frenkie. Ja, direkt noch eine Anmerkung, dass nämlich zeitgleich auch das Personal, zeitgleich ging Videos rum vom Krankenhauspersonal weltweit mit der berühmten Jerusalem-Challenge. Also da wurde ein Formationstanz aufgeführt und das empfand ich regelrecht als Hohn in diesen Zeiten, dass dann quasi solche Videos noch rumgingen, obwohl wir ja angeblich so eine derbe Lage hätten. Stattdessen haben die Menschen sich mehr um Klopapier gezofft in diesen Zeiten, anstatt dass sie sich um solche Dinge Sorgen gemacht haben. Aber mir ging noch mal ein Umstand durch den Kopf, den vorhin der Tom erwähnt hat, nämlich, dass der Richter hier mit diesem eigentlich durchschnittlichen Wert sozusagen argumentiert hat und ihn plötzlich so interpretiert hat, als wäre es was Drastisches, was ja eigentlich nicht geht. Ich habe nur diese Entkontextualisierung in mehreren Bereichen festgestellt. Also man hat überall mit absoluten Zahlen agiert. Man hat überhaupt in diesen Zeiten nicht mehr differenziert. Man hat sich mehr woanders hingeschaut. Wie verhalten sich denn da die Todesraten? Wie viel Verkehrsunfälle haben wir denn pro Jahr? Und in welchem Verhältnis stehen jetzt diese sogenannten Corona-Toten? Obgleich es doch ein wissenschaftliches Novum war, dass man überhaupt in der Diagnose dann mit oder an zum ersten Mal gemessen hat. Also wenn man schon von sogenannten Corona-Toten spricht, in welchem Kontext hat man die denn damals schon begonnen zu setzen? Und es war doch schon evident, dass wir einfach nur die Zahlen hochtreiben oder dass einfach nur Zahlen hochgetrieben werden sollten, um eine Angst Szenerie aufrechtzuerhalten. Hast du dort noch mehrere Belege oder Beispiele gefunden, wo eben diese typischen Muster entstanden sind, dass das absolut nicht mehr wissenschaftlich agiert wird, Zahlen eher nur noch absolut addiert werden und sehr viel entkontextualisiert wird? Hast du da noch mehrere Beispiele gefunden, neben dieser Intensivbettenbelegungszahl? Ja, ich möchte das nicht so ganz präzise auf deine Frage beantworten. Ich möchte vielleicht das beantwortet wahrscheinlich deine Frage, aber nicht genau, was du gefragt hast. Das, was hier tatsächlich passiert ist, ist ja mit vielen strengen Maßnahmen passiert. Das heißt also, man hat so getan, als hätte man Angst vor einer wirklich schweren Erkrankung, die alle Menschen treffen kann. Und man weiß nicht, ob man einen schweren Verlauf kriegt. Also man hat mit maximaler Angststrategie gearbeitet und man hat dann Lockdowns gemacht, die man auch hart kontrolliert hat und hart bestraft hat. Man hat Menschen auch schon relativ am Anfang, die einen positiven PCR-Test hatten, in Quarantäne geschickt. Und man hat die Quarantäne sogar sehr akribisch überwacht. Also man ist sozusagen mit ein oder zwei Gesundheitsamtsmitarbeitern hingegangen oder auch mit der Polizei und hat überwacht, sind die Leute zu Hause. Was man aber vergessen hat, das kommt jetzt und das ist sehr besonders und daran zeigt sich eben, wie politisch dieses Ganze ist und dass es mit einer echten Erkrankung gar nichts zu tun hatte. Man hat vergessen auf den Totenschein, es gibt ja immer, wenn jemand stirbt, dann gibt es einen Leichenschauschein und ein Arzt muss den ausfüllen und unterschreiben und dann steht da drin, welche Todesursache das ist, aufgrund von Vorerkrankung oder auch nicht. Und wenn da Covid-19 drin gestanden hat, dann haben sie aber zusätzlich angekreuzt, keine Fremdeinwirkung. Jetzt müssen wir einmal kurz überlegen, ist Covid-19 eine Todesart, die ohne Fremdeinwirkung passiert wäre, wenn sie dann wirklich ernst zu nehmen ist oder nicht? Weil du hast ja gefragt, an und mit. Ja, ich sehe schon beim Thomas, da gehen die Gedanken rein und raus. Ich will das mal weiter ausführen, weil es nämlich sehr interessant ist und ist so auch noch gar nicht in der Öffentlichkeit. Also ich würde mal davon ausgehen, nachdem wir jetzt irgendwie 183.000 Todesfälle gemeldet bekommen haben, dass wir nicht eine einzige Todesfallermittlung haben. Wer ist denn eigentlich der Verursacher dieses Todes gewesen? Jetzt guckt Thomas noch mehr, weil er überlegt, was kommt da jetzt bei raus? Wir müssten eigentlich 183 Todesermittlungsverfahren haben, also Strafverfahren gegen Menschen, die einen anderen angesteckt haben. Denn wir hatten ja genügend Möglichkeiten. Wir hatten die Corona-Trace-App, wir hatten Masken, wir hatten all diese Maßnahmen mit Lockdown, Quarantäne und so weiter. Also jeder, der gestorben ist, angeblich an oder mit dieser Krankheit, also insbesondere an, aber da sie ja irgendwie alle vermischt wurden, müsste ja eigentlich einen Verursacher gehabt haben, der sich möglicherweise nicht an die Regeln gehalten hat. Und das hätte man ja sehr leicht ermitteln können, wollte man aber nicht. Das war nicht gewünscht. Das heißt also, es fehlen uns jetzt tatsächlich für alle Familien 183.000
Totschläger sozusagen, so nennt man das ja, glaube ich, im rechtlichen Sinne, die quasi 183.000 Menschen getötet haben. Ne? Also es gab da ja auch so Verfahren, wo Leute in eine Disco gegangen sind mit positiven Tests und so. Da sind zwar Strafen rausgekommen, aber letztlich hat das niemand übertragen. Und wir haben 183.000 falsche Urkunden von Amtsärzten oder Ärzten, die eine Totenschau und Leichenschau gemacht haben. Denn sie haben einen Leichenschauschein ausgestellt und angekreuzt ohne fremde Einwirkung. Und das ist eben nicht der Fall, weil die fremde Einwirkung bei einem Virus kann ja nur, beziehungsweise der Tod kann ja nur verursacht worden sein, weil die fremde Einwirkung die Übertragung des Virus war, sofern man all diese Geschichten so nachvollzieht. Ja. Da habe ich jetzt eine ernste Frage, weil gerade eben machst du mir ein kleines bisschen Angst. Ich als böser Ungeimpfter bin, so böse wie das klingt, in der Corona-Zeit auch im Supermarkt einkaufen gegangen, weil ich brauche ja was zu essen. Jetzt könnte es ja sein, dass ich als böser Ungeimpfter unwissend, wo ich nie Corona hatte, aber vielleicht wusste ich auch nicht, dass ich es hatte. Das sagt ja dann so ein Test aus, den ich nie gemacht habe. Vielleicht habe ich ja unwissend mit einem Test, der hundertprozentig gut funktioniert, für YouTube jetzt, habe ich ja eventuell jemanden angesteckt, der dann später an Covid-19 verstorben sein mag, ohne Fremdeinwirkung, wie du eben schon ausgeführt hast. Könnte es sein, dass da irgendein Schadensersatz auf mich zukommt? Keine Ahnung, gerade eben machst du mir Angst. Also, du hattest ja nichts. Da stellt sich ja, ja die Frage, wen willst du dann anstecken, wenn du nichts hattest? Ja gut, aber das behaupte ich ja einfach. Ich bin ja ein Schwurbler. Ich kann auch schwurbeln, dass ich mich gesund gefühlt habe. Und weil ich mich nicht habe testen lassen, hätte ich ja... Viel spannender wäre, wenn diese Todesfallermittlung in die Richtung laufen würde, wer hat denn den Virus eigentlich erschaffen? Ja, das ist der nächste Punkt. Aber bleiben wir, ja, aber das ginge ja über Ländergrenzen hinaus. Also das möchte man ja über die Ländergrenzen hinaus nicht ermitteln. Das kann ja, ja die deutschen Behörden nicht. Also so ein Gesundheitsamt ist da ja auch begrenzt. Natürlich, das ist ja eher eine sarkastische Frage, die du dir da jetzt stellst. Und auch meine Aufstellung ist ja sehr theoretisch. Aber man muss sich tatsächlich natürlich, wenn man diese beiden Sachverhalte einmal zusammenbringt, dass man einerseits Leute eingesperrt hat, massiv aufgepasst hat, dass die nicht rausgehen, dann hätte man ja erwarten dürfen, dass die gestorben sind, untersucht werden, wer war es. Vor allen Dingen hätte man die Methoden gehabt. Man musste im Restaurant seine Adresse angeben, tat man das nicht, musste man, ich weiß nicht, 300, 400, 500 Euro bezahlen, wenn man erwischt wurde von irgendeinem Gesundheitsamtskontrolleur oder Polizisten oder sonst was. Das heißt also, sie haben ja im Grunde alle Waffen aufgefahren gegen die Menschen, aber in Wirklichkeit hat sie das gar nicht interessiert. Das heißt also, das Ganze ist natürlich an dieser Stelle sichtbar, dass es nur um die Gehorsam-Grundlage geht und es geht nicht bei allen Fragen und es geht nicht darum, einen Tod zu verhindern, sondern es geht darum, dass die Leute eben das tun, eine gewisse Zustimmung zu bestimmten Entscheidungen geben, bis dann letztendlich eine These erfüllt werden kann, weil du vorhin von Thesen gesprochen hast, die dann im Fernsehen in den Tagesthemen verkündet wurden und auch von unserer Bundeskanzlerin damals verkündet wurden. Die These ist, dass auf dieser Welt am besten alle Menschen geimpft sein müssen, dann ist die Pandemie vorbei. Das heißt also, da haben sie einen Spannungsbogen erzeugt, das ist ja auch allen irgendwie klar. Und sie haben aber irgendwie vergessen, gegen die Leute zu ermitteln, die jetzt dieses Virus an einen anderen übertragen haben. Man hätte ja herausfinden können, hat er sich jetzt nicht an die Regeln gehalten und so weiter und so weiter. Möglicherweise geht das ja technisch auch gar nicht. Und deswegen hätte man auch sich die ganzen Maßnahmen sparen können. Und auch Leute, die quasi keine Symptome haben, auch da habe ich ja die Bundesregierung fragen lassen, auch die Landesregierung, da kommen ja die schwurbeligsten Antworten. Also die Schwurbler sind eigentlich eher woanders zu suchen, muss man ganz klar sagen. Aber die Frage ist ja, wenn du sozusagen im Supermarkt rumgesprungen bist, lieber Thomas, dann hast du ja keine Symptome gehabt. Und wer keine Symptome hatte, der hatte große Schwierigkeiten im Supermarkt, es sei denn vielleicht, er hatte eine Viruslast und er hat dann gesungen und Leute angeschrien und genau ins Gesicht geschrien, dann hättest du vielleicht eine kleine Chance gehabt, jemanden anzustecken, aber auch nicht so sehr, dass der schwer erkrankt wäre. Also das ist sozusagen quasi ausschließbar, weil die Viruslast eigentlich das Entscheidende ist. Und die kannst du ja nicht so gut verbreiten, wenn du einfach nur durch den Supermarkt gehst und einkaufst. Also da kann ich dich beruhigen, ohne dir einen Rechtsrat zu geben, glaube ich, brauchst du jetzt nicht keinen Rechtsanwalt aufzusuchen. Da hast du im Wesentlichen eigentlich auch mit diesem Beispiel jetzt wieder aufgezeigt, dass diese Entscheidung oder nochmal, dass einfach diese These nochmal untermauert, dass die Entscheidung wohl sehr politisch gesteuert war, alles, was wir damals gesehen haben.
und wie obskur auch einige Dinge dort auch gewesen sein mögen. Mir ist noch dieses Beispiel des Hamburger Arztes Dr. Püschel im April 2020 noch sehr bewusst. Ein Hamburger Arzt, der dann eben gesagt hat, oh, wenn hier Leute mit oder an Corona gestorben sind und das alles so gefährlich ist, wir wollen die doch mal aufmachen, wir wollen doch mal schauen, was die wirkliche Todesursache war. Ja. Wir wollen mal obduzieren und er ist zurückgepfiffen worden seitens des RKI. Das waren die, die damals noch, wo der Tierarzt gemeint hat, ihr dürft niemals hinterfragen, was wir sagen. Also das erste Prinzip der Wissenschaft schon mal gebrochen. Die haben davon abgeraten, dass man eben diese Leichen obduziert. Der Hamburger Arzt hat es trotzdem getan, hat herausgefunden, dass 198 von 200 Leuten gewisse Vorerkrankungen hatten und dass das auch auf diese zurückzuführen sei. Also will damit sagen, auch wieder ein klarer Beleg, wo jemand entgegen des aktuellen Zeitgeistes und des politischen Narrativs etwas getan hat. Das klassische Muster danach medial diffamiert wurde, noch seinen Posten mehr oder weniger direkt oder indirekt verloren hatte und das wohl der weitere klare Beleg war. Und wie Tom es ja auch schon gesagt hat, neben all diesen Obskuritäten haben wir noch den Ausbau zeitgleich von anlasslosen Überwachungen gesehen. Wir haben Kontrollmechanismen gesehen, wir haben die Einführung von Faktencheckern gesehen, die aus dem Nichts hervorgesprudelt sind. Wir haben eine Vermehrtheit von eher gekauften Wissenschaftlern, von der Regierung hofierten Wissenschaftlern gesehen, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann, wenn sie denn von der Regierung hofiert werden. Wir haben zeitgleich eine Zensur von freien Wissenschaftlern, sogar auf weltweiter Ebene gesehen. Ich erinnere an die Great Barrington Declaration. Wir haben das Auffahren der Bundeswehr im Inneren gesehen, die uns schon zwecks der Einführung von Impfungen Angst machen sollte, dass das ein Programm werden sollte. Wir haben die fortlaufende Propaganda gesehen, die wir auch in den Leitmedien gesehen haben, die explizit auch Fake News verbreitet haben. Ich erinnere an die berühmten Bilder von Bergamo. Wir haben so viele Dinge und Entwicklungen zeitgleich bezeugen können, die uns eigentlich darauf aufmerksam machen sollten, dass es hier gar nicht wirklich um Gesundheitsschutz ging, sondern um den Durchzug einer ganz anderen sozusagen Agenda. Genau. Also ich glaube, jetzt haben wir das Thema durchgehend behandelt. Hast du noch weitere solche Punkte, wo man einfach sagen kann? Ja, also ein wichtiger Punkt ist natürlich, um das zu ergänzen, was du gesagt hast mit den ganzen verschiedenen Themen, die man quasi unter Propaganda einordnen sollte, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben relativ früh Herrn Dr. Hans-Ulrich Holtherm, das ist ein Generalstabsarzt, nicht kennengelernt. Das heißt also, der gute Mann ist quasi in der dritten Woche im Januar, also am 22. Januar vom Bundesgesundheitsministerium kontaktiert worden, um dann den Covid-19-Stab im Bundesgesundheitsministerium zu übernehmen. Das ist nicht der General Breuer, der jetzt irgendwie sichtbar war. Nein, das ist quasi der unsichtbare General Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Eigentlich ist er sehr sympathisch, aber er hatte sozusagen auch eine gute Vergangenheit und Erfahrung in Bezug auf Impftätigkeiten im Ausland, Massenimpftätigkeiten im Ausland. Und den hat man in Covid-19-Stab gesetzt und der wurde über dem RKI angesiedelt. Das heißt also, die Behörde RKI war ihm unterstellt, einem Militär. Und da muss man natürlich sich fragen, wenn man ein Militär zu einem sehr frühen Zeitpunkt einsetzt, also im Januar 2020, dann muss man sich natürlich fragen, wieso setzt man nicht eine zivile Persönlichkeit? Also als hätten die im Bundesministerium für Gesundheit keine zivile Person, die das in der Lage wäre, hinzubekommen. Sodass man also auch möglicherweise andere grundsätzliche Theorien mal durchsprechen müsste, ob das auch möglich gewesen wäre. Denn man muss sich ja fragen, wie kriegt man quasi ein ganzes Land und vielleicht alle Länder dieser Welt dazu, bestimmte Aktivitäten zu unternehmen, also Aktivitäten von Lockdown und so weiter. Das ist ja eigentlich schon im Januar, Februar war es ja irgendwie so, dass man gesagt hat, nee, und ist alles harmlos. Und Drosten hat das ja auch gesagt, ist ja alles harmlos und so weiter. Lass mich mal kurz erstmal zu Ende sagen. Und diese Harmlosigkeit endete dann ja irgendwann sehr plötzlich. Und dann hat man auf einmal gesagt, nee, ist voll gefährlich. Und hat dann gesagt, wir dürfen das niemals hinterfragen. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Reihenfolge war. Das sind ja eher militärische Aussagen, die dann da zustande gekommen sind. Und jetzt muss man sich mal eine Sache fragen, die sehr früh vielleicht anderen auch durch den Kopf gegangen ist. Wenn man ein Land in diese Form bringen möchte, dann ist ja die Frage, wen versucht man da zu überreden? Und man könnte es versuchen, nur mal eine Theorie, ich spinne jetzt einfach mal, man könnte es an der Stelle versuchen zu sagen, das ist ein Biowaffenangriff, aber ihr dürft es der Bevölkerung nicht sagen,
Denn das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dann würden die in Panik geraten. Also haltet es geheim und verständigt nur die Leute, die wichtig sind. Also 2, 3, 4 Minister und möglicherweise die Juristerei, damit die nicht irgendwie unsere Maßnahmen kippen. Ich würde sagen, die dürft ihr aber nicht genau informieren, sondern nur sagen, ihr müsst dicht halten, ihr müsst den Gummiring dicht halten. Und im Grunde ist das für mich die im Moment interessanteste Variation, weil wir ja auch danach gesehen haben, dass die Impfstoffe, die in Russland hergestellt wurden und in China, hier gar nicht auf den Markt durften und andersrum. Also sagen wir mal, kann man nicht unbedingt ausschließen, dass diese Arbeitshypothese, die da jetzt ist, dass die jetzt möglicherweise greift, insbesondere wenn man das noch ergänzt um die Tatsache, wir müssen quasi die ganze Welt impfen und dann wird es auf einmal natürlich irgendwie passt das dann auch alles ganz gut zusammen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wenn man dann auch noch Militärs einsetzt, ich weiß, dass in Portugal und in Italien eben auch Militärs in diesen Covid-Stäben gesessen haben. Und dann kann man sich natürlich fragen, kann man dieser Theorie nachgehen? Das ist nicht meine Aufgabe als Datenanalyst, aber da ich ein Buch geschrieben habe, wo das eben ein Teil des Aufgedeckten gewesen ist, wollte ich das mal anmerken, dass diese Gedanken natürlich durchaus ein ganz anderes Licht auf die Sache werfen könnten und man auf diese Weise schaffte, bis heute die wichtigen Persönlichkeiten, die Richter und so weiter, die ja alle Betroffene sind irgendwie oder befangen. Genau, Chronik einer angekündigten Krise ist natürlich ein ganz wichtiger Vorläufer von diesem ganzen Thema. Ist also wirklich ein super Buch, kann ich jedem ans Herz legen, weil es auch sich leicht verschlingen lässt. Es ist sehr gut zu lesen von Paul Schreier und ich kann nur sagen, Hut ab. Und das andere Buch von ihm, ich weiß nicht, ob du das auch da hast, okay, muss auch nicht, ist ja auch egal. Es ist jedenfalls ein sehr klarer Gedanke, den man da fällen muss, weil diese ganzen Zufälle und wer hat dann wie, wo reagiert. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Schlägerei. Da ist eine Schlägerei, Leute kommen hinzu, die auch wichtig sind und auch unwichtige und gucken sich das an und dann kommen da welche, die irgendwie immer gerne Geschäfte machen und die sehen dann, oh, der zieht seinen Sakko aus, da ist bestimmt ein Portemonnaie drin, das hole ich da mal raus. Und dann schlagen sich noch mehr und es wird immer mehr und so werden dann auch die Geschäfte angehängt. Und dann hat natürlich keiner mehr Interesse daran, dass diese Schlägerei irgendwann mal aufhört. Nun hat sie aufgehört erstmal vorübergehend. Aber es wird noch nachgetreten gegen Leute, die jetzt verschiedene Dinge gemacht haben. Also es wird jetzt gegen Leute, die keine Masken getragen haben, auf Veranstaltungen wird jetzt immer noch Gerichtsverfahren ohne Ende gegen Soldaten, die jetzt immer noch die Pflicht haben, sich zu impfen. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Es wird gegen Leute, die einen Impfpass benutzt haben, der früher nie eine Urkunde oder ein Dokument gewesen ist oder ein Gesundheitszeugnis, gegen die wurden Straftatbestände extra eingeführt, um sie zu kriminalisieren. Weil ich sag mal so, wenn du früher zu deinem Arzt gegangen bist und hast dann gesagt, hier ist mein Impfpass, ich hatte gerade erst eine Tetanusimpfung, dann wärst du wahrscheinlich nicht ins Gefängnis gekommen dafür. Oder hättest 5.000 Euro Strafe gekriegt. Also man hat diese Straftatbestände ja konstruiert. Also wenn man ein Produkt hat, das gut ist, dann würde man erwarten, dass das Produkt gefälscht wird. Aber nicht der Impfpass, der wird ja dann nicht gefälscht. Das würde man nicht erwarten. Und das ist aber genau passiert. Und darüber reden wir ja nachher auch sicherlich nochmal. Aber ich möchte noch einen Schritt zurück machen, weil das war so wichtig, was du gerade eben erzählt hast. Also, da wurde ein Arzt, ein Militärarzt im Januar 2020 eingesetzt und ich möchte noch mal erwähnen, am 14. März 2020 hat das Bundesministerium für Gesundheit noch gesagt, es gibt Verschwörungstheorien, dass hier das öffentliche Leben eingeschränkt werden soll, das ist alles Unsinn. Keine 14 Tage später hat sich diese Verschwörungstheorie in Wahrheit umgewandelt. Und im Januar hat man einen Militärarzt wegen der Covid-Krise, wegen dieser Gesundheitsproblematik über das RKI gestellt und der Bevölkerung nicht gesagt, da gibt es einen Militärarzt, der steht über dem RKI. Alle haben immer nur auf den Herrn Wieler gehört, alle haben auf das RKI gehört, aber dass da jemand oben drüber von der Regierung eingesetzt wurde, da hat niemals irgendjemand irgendwas gesagt. Wie hieß dieser Arzt nochmal? Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Er ist Generalstabsarzt. Das Interessante in seiner Vita ist, dass er quasi am 1. Januar 2020 das größte Bundeswehrkrankenhaus in Ulm übernommen hatte als Leiter.
Und wenn man quasi so einen Karriereschritt macht, dann wird man nicht 3 Wochen später abberufen. Das ist eigentlich eher der Fall, dass man da irgendwelche Informationen hat, dass eine bestimmte Sache so oder so zu laufen hat und dass man ausgerechnet genau diese Person oder diese Figur dafür braucht und dass es ausgerechnet Militär ist. Und das Besondere ist auch noch, dass Herr Dr. Holtherm auch im Bundesgesundheitsministerium in voller Uniform gearbeitet hat. Also der hat jetzt da nicht irgendwie im normalen Anzug zivil gearbeitet, sondern er war komplett immer voll uniformiert. Man kann das nachlesen. Es gibt von der Bundeswehr die Zeitschrift wehrmed.de. Und wenn man jetzt mal in Google eingibt oder in DuckDuckGo oder mach's mal in Google, da weiß ich es auf jeden Fall, dass es da auch kommt. Eine enorm fordernde Aufgabe und wehrmed.de. Dann, das können wir vielleicht mal einblenden, dann kann man ihn auch mal sehen. Und da steht es auch genau drin. Und dass er eben der Chef von Herrn Wieler geworden ist, steht da auch drin. Also es ist wirklich, das hätte jeder im Grunde genommen auch sehr früh sehen können. Jetzt das Interessante ist, dass auch wenn er da in Uniform rumläuft und so weiter, ich habe dann in den Recherchen für mein Buch versucht herauszufinden, ist denn dieser Mann, weil ich den nicht kannte vorher, und dann durch Zufall, durch meine Recherchen draußen, ist denn der irgendwie in den Medien mal eingeladen worden bei Lanz, Will, wie sie alle heißen? Keine Ahnung, ich gucke das ja nicht. Insofern kriege ich das nur ab und zu am Rande mal mit, dass es sowas gibt. Aber da ist er nicht gewesen. Ich habe dann über eine Google-Recherche, man kann ja Google wunderbar Internetseiten durchsuchen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber als Recherchegrundlage kann man das wie folgt machen. Man gibt einfach ein Site, also S-I-T-E, also Site, Englisch, Seite, Doppelpunkt, ohne Leerschritt und dann zum Beispiel zdf.de und dann Leerschritt und dann gibt man den Suchbegriff ein, Holtherm. Und dann wird man finden, wie viele Treffer dort auf der Seite zdf.de zu finden sind. Und das habe ich gemacht und bin durch quasi alle öffentlich-rechtlichen und privaten Sender und Magazine durchgegangen und ich habe von ihm nichts gefunden. Den hat es quasi nicht gegeben. So, also der Chef von Wieler in den schlimmsten Zeiten, die wir je hatten, in Form einer Corona-Pandemie, die sie uns so deklariert haben, also das ist ja Deklaration, findet man den wichtigsten Mann, der das alles gelenkt hat, im Covid-19-Stab, Abteilung 6 des Bundesgesundheitsministeriums, findet man den Mann nicht in den öffentlichen Medien. Beeindruckend. Es bleibt auch weiterhin beeindruckend. Erstmal danke noch für die Information, auch für den Hinweis, wie man innerhalb von Webseiten gerne durchsucht. Auch nochmal dann zur Information, dass diese ganze These auch mit dem, ja, mit dem Biowaffen-Kontext auch ja, gewisse Indizien sozusagen mitbringt, weil wir eben die sogenannte Gain-of-Function-Forschung da draußen auf globaler Ebene auch sehen. Gain-of-Function, dort wird mit Viren und Bakterien sozusagen Forschung betrieben. Eigentlich ist es ein Biowaffenprogramm und es ist unter dem Militär angesiedelt, deswegen mache ich hier auch die Verbindungen. Ebenfalls wurde dieser Begriff Gain-of-Function zunächst als Verschwörungstheorie deklariert, bis eben die berühmten Fauci-Mails, also Anthony Fauci, seine Korrespondenz hin zu dem Wuhan Laboratory, was wir da eben haben in China. Diese Korrespondenz ist unter anderem aufgeflogen und dort wurde eben dann auch das wieder als das entlarvt, was es eigentlich ist, nämlich Realität und Fakten, nichts Verschwörungstheorie. Ebenso wie das erst als Verschwörungstheorie galt, dass sogenannte Biowaffen oder Biolabore sozusagen auch in der Ukraine existieren, ebenfalls erstmal als Verschwörungstheorie deklariert worden, dann im Nachhinein selbst seitens der WHO zugegeben, habe ich auch noch einen Bericht seitens NTV, wie sie darüber berichtet haben, dass man sich ja da jetzt Sorgen macht, natürlich alles schön gefärbt geschrieben. Magst du noch mal in dem Kontext eingehen, bevor ich die nächste Frage stelle? Ja, dazu muss man ja eigentlich nichts mehr sagen. Das sind ja nicht die typischen Bereiche des Datenanalysten. Das sind ja so Bereiche, in die man sich reinschraubt. Genauso wie ich mich in den Krankenhausbetrieb reinschraube, Krankenhausbetrieb gesehen habe. Also nur war jetzt auch nicht lange auf einer Intensivstation. Aber so geschieht es halt. Man kann nicht einfach nur Zahlen hernehmen und sagen, ja, so ist es, sondern man muss sich wirklich sehr genau mit der Materie beschäftigen. Und das geht ja auch, wenn ich jetzt sozusagen Daten anzeige von irgendwelchen Menschen, die viele Daten haben und das sortiert haben wollen, muss ich mich ja auch in die Frage reinschrauben, was wollen die eigentlich sehen, was ist sinnvoll, wie kann man Dinge vereinfachen durch Visualisierung und so weiter. Und letztlich muss ich mich da auch in der Materie gut auskennen und das ist jetzt hier auch so. Und wenn ich natürlich diese ganzen Hintergrundfragen
mal angeschnitten habe, dann habe ich Diskussionsgrundlagen und kann damit arbeiten. Dass ich diese Sache, die ist natürlich nicht anschlusskompatibel. Ne? Also wenn ich jetzt darüber spreche, dass das hier ein Biowaffenangriff gewesen sein könnte und dass man da nur sehr wenige Leute in einem Land, Deutschland hat ja auch so eine Funktion, dass das dann auf andere Länder sich auswirkt und dann andere Länder kann man genau auf die gleiche Weise informieren und sagen, pst, wir haben da was für euch, das ist voll gefährlich und ihr müsst euch jetzt dagegen schützen und ihr dürft es niemandem verraten. Also man könnte es auf diese Weise machen, dass das so ist oder so, kann man gar nicht behaupten, aber man muss natürlich irgendwie auch ein bisschen gucken, ist da ein kriminalistischer Anteil, insbesondere wenn man jetzt sieht, dass natürlich unheimlich viele Geschäfte auf einmal gemacht wurden, die jetzt auch aufgedeckt wurden. Also wenn ich mir gesagt, am Anfang gingen ja gleich diese ganzen Maskengeschäfte los. Und wenn man das sieht, dann ist natürlich viel Kriminalität, die sich da versammelt hat dort. Und natürlich ist auch Kriminalität meines Erachtens, wenn man entgegen den grundsätzlichen Behandlungsweisen der Bevölkerung auf einmal Belieben nach Belieben die Grundrechte einschränkt, ohne einen Beweis dafür zu liefern und die Gerichte das im Grunde mitmachen, ist das ja in gewisser Hinsicht vielleicht auch mit krimineller Energie versehen. Das kann ich nicht genau sagen, aber das kann man so empfinden. Man könnte es einerseits natürlich kriminelle Energie nennen, aber ich denke mir mal, wenn eine der größten Stiftungen der Welt mit 42,9 Milliarden Stiftungsvolumen, die zu einem Großteil im Privatspendenanteil der WHO dort ihre Finanzierungen leistet, dass das irgendwann auch eine systemische Frage ist, wenn wir einfach merken, hier geht es schlichtweg um Profit, knallhart, wie eben bei den Ferengis in Star Trek, also ohne jegliche Ethik. Und mir ging es nur darum, die Vorbildsfunktion ja auch seitens Deutschland, die du jetzt gerade erwähnt hast, wo dann andere Länder eventuell sagen könnten, okay, wir machen es mal genauso, ja. Könnte man sich auch daher rühren, dass gerade in diesem länderspezifischen Anteil seitens der Zuwendung der WHO auf nationaler Ebene, das ist ja gerade mal 20%. Die WHO ernährt sich ja mittlerweile zu 80% aus Privatspenden. Und bei diesen 20% länderspezifischen Anteilen, da ist gerade mal aus Deutschland quasi mit 5% Finanzierungsanteil zugegen. Wobei China meines Erachtens, wenn man da reinschaut, mit seinen 1,4 Milliarden da irgendwie 0,5 nur beisteuert. Allein diese Unverhältnismäßigkeit macht einem schon klar, welche Rolle hier Deutschland auch im globalen Kontext gespielt hat. Mir ging es mit dieser Gain-of-Function-Angelegenheit oder Thematik und auch die Biowaffen-Thematik ging es mir nur darum, dass ich das gerne aufzeige, dass gewisse Dinge auch für mich selber erstmal unglaubwürdig erschienen bis zu einem gewissen Part und irgendwann der Test der Zeit es gezeigt hat, dass das doch Realität ist und dass da irgendwie was aufgedeckt wurde. Das ist nicht mehr wegleugnenbar. Und dann wurde es seitens der offiziellen Regierungsmitarbeiter auch auf der US-Ebene wurde es dann zugegeben, dass das alles so existiert. Also mir ging es nur darum, einfach die Entwicklung immer wieder mit anschauen zu müssen, dass erst etwas unglaubwürdig erschien und plötzlich ist dann plötzlich Tatsache und ist die Horror schon noch größer. Mir ging es nebenbei nochmal um den Umstand, dass einerseits im Januar 2020 war das, glaube ich, auch, da hatte Spahn noch das sogenannte One Million Genome Project mit unterschrieben. Und zeitgleich kam dann der Wieler im März, als die Tests eingeführt wurden, nochmal mit dieser Aussage um die Ecke, dass das wesentliche Merkmal der Tests eigentlich sei, dass man Menschen identifiziert. Und auch hierbei hat sich für mich eine ganz komische These plötzlich ergeben, warum auf der einen Seite wird ein Projekt unterschrieben, wo man beginnt, Menschen und deren Genome zu sammeln und zu identifizieren und dann auch noch, und dann spricht ein Herr Wieler davon, dass die Tests dafür geeignet sind, Menschen zu identifizieren, ohne jetzt groß zu schwurbeln, aber das sind irgendwie Dinge, da muss ich nur eins und eins zusammenzählen und mich dann fragen, was läuft ja eigentlich im Hintergrund. Nebenbei habe ich noch Dinge wie ID 2020, wo wir dann wissen, dass einer der 4 reichsten Menschen auf dem Planeten, nämlich Bill Gates, in ein Programm investiert ist, was sich ID 2020 nennt, wo es darum geht, dass wir zukünftig digitale Identitäten erhalten, wo auch wo Regierungen, Nationalstaaten sich Verwaltungskosten für ihre Behörden sparen können wahrscheinlich. Also für mich greifen diese 3 Punkte, One Million Genome Project, die Testerei und dann auch die ID 2020-Geschichte, wie so eine hegelische Dialektik irgendwie, greifen die so ein bisschen ineinander. Also These und Antithese wird produziert. Schwurbel ich da etwas zusammen oder sind dir diese Dinge auch bekannt? Nö, du schwurbelst ganz schön hier. Also ganz ehrlich, es ist ja so,
der Wissenschaft, also ich halte mich ja immer an deutsche Daten und auch an das, was ich sozusagen erkennen kann. Ich ziehe dann etwas kleinere Schlüsse als du. Natürlich kann man diese Schlüsse immer alle ziehen, ist ja nichts Verbotenes dran. Man muss das auch nicht erwähnen, dass das jetzt Geschwurbel sein könnte oder nicht. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil noch ist ja erlaubt, dass man diese Dinge besprechen darf. Und deswegen sollte man das natürlich auch tun. Und es dient ja auch in gewissem Maße ein bisschen der Gehirnakrobatik. Der wissenschaftliche Dienst ist ja eher eine deutsche Einrichtung des Bundestages, ne? Also da können sozusagen Aufträge hingegeben werden von der Bundesregierung, von Bundestagsfraktionen und so weiter, bestimmte Dinge zu untersuchen. Die haben lustigerweise 2019 die WHO untersucht und haben sehr kritisch sich geäußert über die über das Beisein von der Bill und Melinda Gates Stiftung und haben das auch dort verfasst. Also das findet man heute im wissenschaftlichen Dienst sehr schwer zu finden, das Papier. Ich habe das. Man kann es aber auch noch finden, wenn man ein paar Textpassagen kennt, dann, aber es ist ansonsten aus dem Index bei Google offensichtlich rausgenommen, sodass man das also nicht gleich findet. Kann ich euch mal zur Verfügung stellen, könnt ihr ja auf euren Seiten dann publizieren. Das ist schon krass, dass 2019 das sehr kritisch gesehen wurde, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung ein so großer Spender ist. Und das hat man dort sehr genau beleuchtet, weil die Interessen von privaten Unternehmungen oder der Stiftung von der Bill und Melinda Gates, dass diese Stiftung durchaus einen sehr großen Einfluss ausübt auf die WHO. Und das, was du jetzt eben gerade rumgeschwurbelt hast, das kommt dann natürlich zum Tragen. Nur hast du ja jetzt nur geschwurbelt, deswegen ist es ja nicht richtig, sondern nur geschwurbelt und da kann man ja nichts mit anfangen. Aber ich wollte es mal sagen, der wissenschaftliche Dienst hat sich damit sehr kritisch auseinandergesetzt und schwupps, 2020 ging es dann auch schon los. Also da hat man dieses Schreiben offensichtlich dann nicht mehr so gern gesehen, dass das vom Wissenschaft, also Schreiben, diese Ausarbeitung hat, glaube ich, 20 Seiten oder so. Ja, solche Sachen sind tatsächlich da und ich möchte aber gleich an dieser Stelle, weil das ja so, das ist ja eigentlich immer das, was ich so schwierig finde. Ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt irgendwie dahin geht und sagt, naja, also das ist ja alles so eine große, schwierige Krake, mit der wir uns da eingelassen haben oder die auf uns da jetzt gerade irgendwie niederdrückt. Ich kann nur sagen, offensichtlich dient ja das Ganze dazu, unsere Zustimmung im Grunde genommen zu erringen. Und die Zustimmung scheint ein sehr wertvolles Gut zu sein. Und dessen sollten wir uns bewusst werden. Denn alles, was gemacht wird, das konnte man ja nun wunderbar sehen bei der in der Corona-Zeit, auch der Ethikrat und alle, sie haben ja alle versucht, quasi eine gewisse Zustimmungsfreiwilligkeit zu erzeugen. Das war ja Zustimmungsporno, den man da gesehen hat. Sie wollten, also Sie, da spreche ich jetzt von Frau Böks oder Herrn Montgomery oder Herrn Lauterbach oder man könnte jetzt, also wenn ich von Sie rede, dann wissen, glaube ich, alle ungefähr, welche Menschen sich dann hingestellt haben und versucht haben, mit Spezialtrickformulierungen die Leute dazu zu bringen, doch freiwillig mitzumachen. Und das war wahlweise mit Angst oder mit kleinen Incentives wie einer Bratwurst oder sonstigen Dingen. Das sind ja im Grunde genommen, gilt das offensichtlich in der Welt derer, die eine Zustimmung brauchen, gilt das offensichtlich immer noch als freiwillig. Also ich glaube, wir unterscheiden uns in unserer Vorstellung über Freiwilligkeit. Wenn ich nicht an den Arbeitsplatz darf, weil ich nicht die Impfung mitgemacht habe, dann ist das für mich im Grunde nicht mehr freiwillig, dass ich das mache, sondern dann ist meine Existenz auf dem Spiel. Offenkundig haben aber diejenigen das tatsächlich in ihrer Welt als freiwillig immer noch ausreichend definiert. Normalerweise dürfte ja gar kein Arzt, der davon erfährt, und das ist tatsächlich ein moralisches Dilemma und ein ethisches Dilemma für Ärzte gewesen, dürfte ja eigentlich keiner sagen, wenn er fragt, ja, willst du das wirklich? Und der sagt, nee, eigentlich nicht, mach's nur für meinen Arbeitgeber, dann müsste er sagen, okay, dann tschüss, dann komm wieder, wenn du es wirklich willst. Das ist ja gar nicht geschehen, das haben wir ja gesehen. Wurde vielleicht auch ein bisschen mit 28 Euro unterstützt, dass es nicht gesehen wird. Aber man muss ja ganz klar sehen, dass diese Zahlen letztlich auch verschiedene menschliche Muster hervorgebracht haben, die wir jetzt alle gesehen haben. Also es ist ja schon sehr geschickt und zielte auf die Freiwilligkeit der Leute und die Zustimmung. Das heißt also, das Geheimrezept ist, wenn man nicht will, dass diese Sachen dauerhaft und weiter passieren, dann muss man mit seiner Zustimmung schon sehr präzise umgehen. Das bedeutet, wenn ich anfange, irgendwo was zu unterschreiben, wenn ich anfange, irgendwie
nur beim Banner auf einer Internetseite zustimmen oder, das steht ja sogar, zustimmen, klicke, dann gehe ich Verträge ein. Ich gehe Verträge ein mit irgendwelchen Unternehmen aus den USA oder sonst wo, die jetzt irgendwelche Daten von mir bekommen, aus denen heraus sie ein Profil über mich erstellen und dann ein Score über mich erstellen und dieser Score geht weltweit und wird verkauft und gehandelt und so weiter. Damit kann sehr viel gemacht werden. Und das liegt nur daran, dass ich einfach dieses Zustimmungsäffchenspiel mitgemacht habe und einfach zugestimmt habe. Und ich kann nur sagen, ab heute, für jeden, der jetzt hier zuschaut, vielleicht kennt es der eine oder andere von mir schon, dass ich das sage, hört auf, Zustimmungsäffchen zu sein, drückt auf Ablehnen, weil es ja eigentlich gar keinen Grund gibt, eine Internetseite aufzurufen und dann noch Verträge mit irgendwelchen nicht bekannten, man könnte sie versuchen herauszufinden, wer es ist, steht ja dann in den Datenschutzerklärungen, macht ja keiner. Man kann es ja einfach ausprobieren, ablehnen zu drücken. In manchen Seiten ist es ein bisschen versteckt, da muss man dann weitere Einstellungen drücken und muss dann sagen, so wie ich es jetzt habe, speichern. Da muss man ein bisschen lesen, es ist ein bisschen mehr Aufwand, als man vorher hatte. Aber es gibt die Zustimmung nicht einfach so. Und das hebt das Bewusstsein für die Zustimmung. Und wenn man jetzt die Zustimmung mal vergleicht, die meisten Menschen, die jetzt sich haben impfen lassen, sind ja hingegangen, weil sie bestimmte gesellschaftliche Dinge nicht mehr mitmachen konnten oder sogar schlimme Sachen. Also, das weiß ich, die konnten nicht mehr zur Arbeit gehen, hätten dort Ärger gehabt und hatten großen Druck oder mussten durch einen anderen Eingang gehen und wurden täglich gesehen und geschmäht. Oder in Altenheim habe ich gesehen, dass da Leute auf Listen, auf Tafeln geschrieben wurden, die sind noch nicht geimpft und so weiter. All das hat ja stattgefunden und da könnten wir wahrscheinlich jetzt 2 Stunden nur über das, was quasi gemacht wurde mit Menschen, die das nicht machen wollten, also freiwillig. Und das hat die Leute dazu gebracht, ihre Zustimmung letztlich doch zu geben. Und genau das ist der Punkt. An diesen Stellen haben sich Leute dann ganz häufig zwischen 12 und 15 Millionen Mal entschieden, einen falschen Impfpass sich zu besorgen. So, das ist die Methode. Letztendlich muss man sich ja fragen, haben Sie der Demokratie damit was Gutes getan oder nicht? Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind Sie dem Konflikt, den der Staat quasi aufgebracht hat, und Sie haben es ja dann wohl offensichtlich als übergriffig angesehen, auf diese Weise aus dem Weg gegangen. Ich glaube, es gab mal eine Richterin, die bei Herrn Habeck was gesagt hat. Herr Habeck ist ein Arzt, der wohl, wo da wird verhandelt, ob er falsche Impfpässe ausgestellt hat oder nicht. Und die hat gesagt, jeder Einzelne, der das nicht konnte, hätte ja vor Gericht ziehen können. Gut, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Das heißt, wir hätten dann normalerweise Millionen Gerichtsverfahren gehabt, wenn die Leute es gemacht hätten. Das können die gar nicht, da sind die gar nicht dran gewöhnt. Normalerweise ist ja der Normalbürger, so wie wir es alle sind, nicht daran gewöhnt, Gerichtsverfahren zu machen. Das sind Anwälte gewöhnt oder Staatsanwälte oder Richter. Oder Firmen vielleicht auch, aber es ist natürlich nicht das übliche Verhalten, dass man sich gegen die Anordnung des Staates auflehnt in Form von Gerichtsverfahren. So, das Geld hat man auch nicht, es kostet ja alles Geld. Und das führt natürlich dazu, dass so eine Aussage einer Richterin, die hätten ja alle vor Gericht ziehen können, das ist überhaupt gar keine Rechtfertigung, dass diese Aussage natürlich eher, ich sag mal, eher theoretisch ist. Ne? Das ist also eher eine theoretische Möglichkeit. Und also ist es eine Art Pseudo-Alibi, kann man das so nennen? Na, die Richterin hat das gesagt, weil sie vielleicht selbst davon überzeugt war, dass die Leute hätten klagen können, wenn sie keinen Ausweg mehr gesehen hätten. Da war die sicher überzeugt von. Aber die Leute haben es halt anders entschieden. Also das bedeutet, ich muss ganz klar sagen, ich billige nicht irgendeine Straftat, denn es ist ja zu einer Straftat nun auch noch gemacht worden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man ja gemerkt, oh, shit, die Leute machen das in signifikantem Ausmaß. Das gab es ja vorher nicht. Also wer vorher eine Tetanusimpfung sich selbst da in seinen Pass reingeschrieben hatte, wenn er einen hatte, der wurde ja nicht verhaftet oder musste ja nicht 5.000 Euro Strafe zahlen oder war vorbestraft oder kriegte eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das gab es ja vorher nicht. Dennoch haben sie diesen Straftatbestand mit dem Booster zusammen, mit der Duldungspflicht zusammen, also es ist nicht ein Gesetz und nicht ein Tag, aber quasi genau da mit der 2G-Einführung, mit der Einführung, dass normale Zertifikate in einigen Bundesländern nicht mehr, also normale Impfpässe nicht mehr galten, sondern 2G-Zertifikate von der Apotheke nur noch akzeptiert wurden, diese digitalen.
ich glaube, in Berlin, in Baden-Württemberg und noch ein drittes Bundesland, da hatte man dann gesagt, nö, wir akzeptieren die gelben Pässe nicht mehr. Das heißt also, man hatte ja quasi eine massive Attacke auf alles geritten, was irgendwie vorher nicht da war. Also man brauchte dann sozusagen auch noch zusätzliche Gesetze. Also wir haben ja jetzt schon drei Gesetze, die unter Strafe stellt, einen falschen Impfpass zu haben. Das ist einmal die Urkundenfälschung, das ist 267, Paragraph 267 Strafgesetzbuch. Das ist die 275, das ist die 277 oder 78 oder 79 ist der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, 278 ist die Anfertigung durch einen Arzt unrichtiger Gesundheitszeugnisse, 277 ist die Anfertigung von falschen Gesundheitszeugnissen ohne Arzt, also jemand, der gar nicht berechtigt ist dazu. Dann gibt es noch 281, das ist, oh Gott, das habe ich vergessen. Also das sind so viele Straftatbestände für das Thema Impfpässe, da muss man sich natürlich fragen, was ist denn das eigentlich? Na, das hat man also auch noch parallel quasi alles sehr stark verschärft und noch die Gesetze auch noch angepasst, die in dem Zusammenhang waren. Ja, wenn wir das dann alles mal zusammenrechnen, dass das zu einem selben gleichen Zeitpunkt war, wo man den Booster durchdrücken wollte und der Bundeswehr dann auch noch die Duldungspflicht aufgedrückt hat zu diesem Zeitpunkt, also komplett ja, ich sage jetzt mal evidenzfrei, denn man konnte gar nicht wissen, dass die Übertragung nicht geschützt, die Übertragung ausgesetzt wird des Virus, wenn man die Boosterimpfung hatte, und trotzdem ist das gemacht worden. Wenn man das dann so alles mal zusammenrechnet, das ist jetzt vielleicht für viele neu, so dass man das alles mal so Zeitachsen betrachtet mal ansieht, dann hat man hier schon doch eine ganz geballte, interessante Mischung, über die man sprechen kann. Ne? Also wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich da irgendetwas von richtig oder falsch finde. Ich kann nur berichten darüber, dass diese Dinge geschehen. Ich habe mir von der Bundesregierung, weil ich mich für die Zahlen interessiere, ich habe heute eine E-Mail gekriegt von der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Ich hatte gesehen, dass der MDR mit zwei Jungjournalisten, MDR Investigativ, kann sich jeder ja mal angucken. In diesem Fall kann ich das tatsächlich empfehlen. Die haben sich selbst einen Impfpass angefordert, einen gefälschten. Und das ist natürlich meines Erachtens in dem Moment die Anstiftung zur Urkundenfälschung. Aber das kann ich nicht wirklich sicher beurteilen. Das müsste eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft oder die Staatsanwaltschaft selber beurteilen. Der Film ist online und öffentlich. Und die haben das dann auch in den Rechtsverkehr gebracht, indem sie einfach in Kneipen mit dem gefälschten Ding gegangen sind und mal getestet haben, ob sie damit reinkommen. So, und das haben sie auch noch der Staatsanwaltschaft mehr oder weniger dann in einem Interviewteil in diesem Film erzählt. Und ich vermute mal, dass das keine so gute Idee gewesen ist. Man muss sich mit diesen ganzen Fragen wirklich gesellschaftlich mal auseinandersetzen. Was bedeutet das, wenn 15 Millionen Menschen vielleicht einen gefälschten Impfpass hatten? Ich habe die Zahl heute von der Generalstaatsanwältin bekommen. Sie hat in ganz Sachsen 1113 Verfahren gegen Menschen eingeleitet, die Impfpässe gefälscht haben, also möglicherweise für andere gefälscht haben. Wenn ich quasi sage, dass Sachsen mit 4 Millionen ein Zwanzigstel der Republik ist, dann haben wir mal 20, dann sind wir bei 22.000 Leuten, die quasi in Deutschland als Fälscher, gegen die ein Strafverfahren gelaufen ist oder läuft. Und wenn wir sagen, jeder hat nur 200 Pässe irgendwie gefälscht, dann sind wir schon bei 4 Millionen, 5 Millionen Pässen, die alleine durch diese kleinere Gruppe, die erwischt worden ist dabei, denn wir dürfen davon ausgehen, dass viele nicht erwischt worden sind dabei, die das gemacht haben. Das ist ja schon sehr signifikant. Und da muss man sich fragen, warum gibt es darüber keine gesellschaftliche Debatte, dass das so ein Desaster gewesen ist und wie das auch abgelaufen ist. Also man hat da ja aus den Impfzentren, hat man ja die Rollen der Aufkleber quasi herausgeholt. Das habe ich jetzt alles so in Erfahrung gebracht, habe mich mit Leuten unterhalten, die dort gearbeitet haben und das gesehen haben, wie das technisch abläuft. Und ja, also das sind sehr kritische Vorgänge und keiner guckt da gesellschaftlich hin, würde ich jetzt mal erwarten. Frankie, bevor du kurz drauf einsteigst, zwei Dinge, die würde ich gerne bringen. Und zwar, Tom, was du eben alles ausgeführt hast, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Das bedeutet, wenn wir uns die gesamtgesellschaftliche Lage ansehen, dann haben sich gar nicht so viele Leute tatsächlich impfen lassen. Das heißt, der Widerstand gegen diese Impfung ist viel höher, als man eigentlich annehmen könnte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, weil du die zwei Redakteure vom MDR eben angesprochen hast,
Sie haben ja, wenn ich dich so richtig verstanden habe, diesen Bericht öffentlich gestellt, den kann jeder einsehen. Und Sie haben auch bei der Staatsanwaltschaft selbst nachgefragt. Das heißt, eigentlich haben die ja öffentlich und für jeden im Fernsehen einsehbar zugegeben, dass sie eine Straftat durchgeführt haben. Ermittelt denn da die Staatsanwaltschaft? Weil eigentlich müsste sie das doch jetzt tun. Ja, ich habe sie gefragt, ob sie den Film, den Beitrag selbst gesehen haben aus 21. Und die wichtige Staatsanwältin von der Generalstaatsanwaltschaft schrieb mir dann zurück, dass sie das damals nicht gesehen haben, beide. Also diejenigen, der Pressesprecher, und sie ist, glaube ich, die Oberpressesprecherin, weiß nicht genau, wie ihre Bezeichnung ist. Die hat mir sehr nett geantwortet und die haben es damals nicht gesehen. Und ich habe dann aber auch noch gefragt, ob Apotheker sich strafbar machen, wenn sie den Verdacht haben, dass da ein falscher Impfpass liegt und so weiter. Und dann sagt sie, nö, machen sie nicht. Und sie hat sehr nett geantwortet. Ich wollte sie eigentlich mal kontaktieren und fragen, ob es jetzt irgendwelche Bestrebungen gibt, jetzt erstens mal den Impfpassfälscher zu finden, der es damals war. Und natürlich zu gucken, ob das korrekt war, was die beiden Journalisten da gemacht haben. Denn das kann ja auch nicht richtig sein, dass der Öffentlich-Rechtliche jetzt Journalistenbeiträge bringt, die Straftaten begehen. Also das, wenn es denn so ist, ne? Vielleicht ist es ja gar keine Straftat, vielleicht dürfen die das ja. Naja, gut, jetzt James Bond, ne? Der hat ja auch die Lizenz zum Töten. Man weiß es ja nicht immer so, ne? Ja, aber Tom, überleg mal, der Dr. Habeck, der hat gesagt, ich habe aus ethischer Sicht versucht, meine Patienten zu schützen und habe ihnen ein Impfzertifikat ausgestellt. Dafür hat er 2 Jahre und 10 Monate bekommen als Strafe. Das heißt, vom Gesetz sind ja alle gleich. Das Nein. bedeutet. Kommst du denn da drauf? Wo steht das denn? Oh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich naiv, ich weiß es nicht, aber wenn wir da davon mal ausgehen, wenn der Herr Dr. Habeck, weil er diese Zertifikate ausgestellt hat, verurteilt wird, dann müsste doch die Staatsanwaltschaft in Dresden, so wie du es ausgeführt hast, eigentlich jetzt auch gegen diese beiden Journalisten zumindest mal aktiv werden. Auch wenn das Strafmaß dann nicht so hoch ist, weil sie haben es ja nur für eine Doku gemacht, um das aufzuzeigen. Aber hey, hallo, wenn das Recht, wir müssen doch uns doch alle an das Recht halten. Und das Recht gilt ja für alle. Ja, also das stimmt ja jetzt nicht, was du sagst. Also wir haben es nur für eine Doku gemacht, ist ja nicht richtig. Wenn man die Doku gesehen hat, und ja, das ist ja irgendwie eine Doku, dann ging es ja darum, die Leute verächtlich zu machen, die diese bösen Sachen machen. Das heißt also, es hatte ja auch eine bestimmte Zielrichtung und Stoßrichtung. Man wollte quasi das Ganze nochmal richtig in den Schmutz ziehen. Und vielleicht war es eine Straftat, das wird sich dann nochmal herausstellen. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft wird sich da jetzt sicherlich mit beschäftigen. Und wenn es keine war, ist es ja auch interessant, dann kann man das ja auch vielleicht mal in dem ein oder anderen Gerichtsverfahren verwenden, dass sozusagen, wenn man das sozusagen öffentlich mitteilt, ich breche da jetzt hinten ins Haus ein und ich dokumentiere das, ich will nur mal gucken, ob es geht, dann ist es ja vielleicht besser, wenn man es zukünftig so macht. Okay, Frankie. Aber war nur ein Scherz, ne? War nur ein Scherz. Soll ich das wissen? Man muss ja heutzutage ein bisschen aufpassen, was man sagt. Definitiv. Deswegen besticht diese Sendung durch Humor und Sarkasmus und unsere Zuschauer wissen das und alle Zensoren sollen darauf vorbereitet sein. Gruß an den Verfassungsschutz. Ich wollte nur nochmal auf Thomas drauf eingehen. Die Zahl, kann man eventuell eine Zahl aufstellen? All jene, die eine Impfung vorgetäuscht haben, im Endeffekt doch nicht, in Anführungsstrichen, gentherapiert sind. Oder in Anführungsstrichen eigentlich geimpft und in Wirklichkeit gentherapiert sind. Also will damit sagen, wenn man das jetzt schon aufgedeckt hat, dass so viele falsche Impfzertifikate im Umlauf sind, wenn wir davon ausgehen, dass auch die öffentliche Zahl, die die Regierung irgendwie postuliert hat, der sogenannten Geimpften, ebenfalls auch nicht wirklich empirisch ist, gar nicht genau erfasst werden konnte, kann man eine ungefährige Zahl postulieren, wie hoch die Impfquote jetzt in Wirklichkeit ist? Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich habe gute Hinweise, die jeden zum Denken anregen können. Es gab ja sozusagen 63 Millionen, die die zweite Impfung und 64 Millionen, die erste gemacht haben. Also so rum erst die erste, 63 Millionen die zweite und es gab nur 52 Millionen, die dritte gemacht haben. Also da kann man ja schon mal mit anfangen und sich fragen, warum haben die denn die dritte nicht gemacht? Ne? Also da könnte man ja mal anfangen, das ist ja ein guter Hinweis, was da so ist.
Das heißt also, da haben wir eigentlich wohl möglich schon mal eine kleine Diskrepanz zwischen 64 Millionen und 53 Millionen, die möglicherweise andere Ursachen hat, als dass sie keine Lust hatten, die dritte nun auch noch zu machen, weil sie sich sicher gefühlt haben. Das will ich auch gar nicht beleuchten. Es ist ein Hinweis. Und das Zweite ist die ganzen Verfahren in Deutschland. Ich habe quasi die Informationen über die Bundesregierung jetzt bekommen. Die haben viel dazu geschrieben, wie viele Ärzte Impfpässe gefälscht haben oder Verfahren jetzt haben. Die Dunkelziffer wird hoch sein und man kann also ziemlich viel sehen. Aber wie hoch die Dunkelziffer ist derer, die das gemacht haben und nicht dabei aufgeflogen sind, da gibt es ja eine Spannbreite. Es gibt ja einmal die Leute, die jetzt beispielsweise, oder Ärzte, die jetzt beispielsweise das einfach nur, keine Ahnung, Kochsalz verspritzt haben und dann die Ampullen vielleicht, ich war nicht dabei, aber vielleicht haben sie die Ampullen weggeschmissen, vielleicht haben sie gar nichts verspritzt, keine Ahnung. Aber die Frage ist ja immer, sind die Ampullen quasi in das Impfdashboard gemeldet worden oder nicht? Das kann ich nicht genau sagen, aber ich würde sagen, diese Zahl gibt Hinweise, die Zahl der Verfahren gibt Hinweise gegen Ärzte, die die Bundesregierung rausgegeben hat, die Zahl der Impfpassfälscher, die sonst so da sind, die zumindest in Verfahren da sind, die haben ja extra eigene Polizeistatistiken geschaffen dafür, extra ab 1.1.22. Also alles in diesem Zeitraum 2G, Booster und so weiter, da wollten sie wirklich mit der Brechstange, dass die Leute sich impfen und damit da keiner durchflutscht, haben sie alles nochmal gesetzlich versucht anzupassen und so weiter. Also es ist hochinteressant, wenn man sich da die Schriftstücke anguckt und man sieht, dass ich quasi mehr im Kontext mittlerweile arbeite und dann am Ende mich frage, welche Zahlen liegen denn eigentlich dafür vor? Und dann wird es eigentlich erst interessant, weil der Kontext, den ich so kenne, der wäre ja Schwurbelei, wenn ich nicht am Ende dann die Zahlen mir erfragen würde. Und genau das tue ich. Also genau so arbeite ich. Das heißt, also ich versuche, den Kontext zu verstehen. Es wird immer länger. Und dann hole ich mir die Zahlen und dann habe ich eine relativ gute Einordnung für bestimmte Sachverhalte. Und die habe ich ja jetzt ungefähr dargelegt. So kann ich die Dinge dann auch erkennen und sehen. Ich möchte noch etwas einwenden. Was heißt einwenden? Einfach nur erwähnen. Und zwar heißt der User Thai Travel Friends, der hat gesagt so, in D-Live, ey Leute, wäre das cool, wenn die Sendung vielleicht länger in D-Live online stehen würde. Da bitte ich alle D-Live-Zuschauer, falls ihr die Sendung noch einmal sehen möchtet, bei D-Live ist die nur 2 Tage nochmal abrufbar. Danach wird sie bei D-Live automatisch gelöscht. Aber in der Videobeschreibung bei D-Live habt ihr den Link zu unserem Rumble-Kanal. Und da werden wir diese Sendung, die wir hier jetzt auch direkt vor Ort mit aufzeichnen, die werden wir direkt nach der Sendung dort hochladen. Geht auf unseren Rumble-Kanal, wenn ihr euch diese Sendung in 3, 4, 5, 10 Tagen nochmal anschauen möchte. Dort wird sie auf jeden Fall dauerhaft zur Wiederansicht gespeichert werden. Das als Info von mir nochmal. Und dann, lieber Tom, es gab ja irgendwann einen Vorfall und dieser Vorfall hat auch dazu geführt, dass du quasi auch ein wenig in die Öffentlichkeit als Datenanalyst getreten bist. Und zwar, du hast eine Einladung als Experte vom Bundestag bekommen. Ja, du solltest dich äußern. Was war das für eine Einladung und um was ging es da und wann war das? Also die Einladung habe ich bekommen vom Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Bundes. Der Gesundheitsausschuss, das sind sozusagen das ist aus allen Fraktionen im Parlament ein bestehender Ausschuss, der quasi für die grundsätzlichen Fragen des Bundesministeriums für Gesundheit die Ausarbeitungen macht und die Vorbereitung macht, dass zum Beispiel Gesetze entstehen können und so weiter. Also die sind sozusagen die Arbeitsbienchen in diesem Ausschuss und die sorgen dafür, dass das dann letztlich dem Bundesminister der Gesundheit vorgelegt wird und dass dann entsprechende Reden und Anhörungen und so weiter, das ist dann alles da. Und diese Gesetzesentwürfe, die dann immer kommen, das sind Gesetzesentwürfe, die dann auch noch, da werden Sachverständigenanhörungen gemacht. In der Regel werden Fachverbände gehört. Also so, es gibt auch gelegentlich Einzelsachverständige, so wie es bei mir dann gewesen ist oder keine Ahnung, zum Beispiel hier Professor Streeck, ich glaube, ist er Professor, weiß ich nicht, Dr. Streeck auf jeden Fall, der wird dann gehört oder so Leute, die dann eben Einzelsachverständige sind, auf die man dann irgendwie auch, auf deren Meinung man Wert legt.
Und eines Tages bin ich dann irgendwie an einem schönen Tag im Juli, bin ich dann mit einer E-Mail versehen worden, stehe morgens auf und sitze am Kaffeetisch und habe so meine E-Mails angeguckt, habe das gelöscht, was über Nacht eben spammäßig war, und habe dann irgendwann gedacht, so huch, Bundestag, was hast du da gerade gelöscht? Und habe das dann wieder rückgängig gemacht und habe gesehen, ich bin vom Gesundheitsausschuss des Bundestages eingeladen und fand das ganz interessant. Ich wusste auch nicht von wem. Und das ist sozusagen der Vorsitzende, der hat mich eingeladen, oder ich war es damals eine Vorsitzende, ich weiß nicht, zum 8.7.2021. Und das ging, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals um, das müsste ich jetzt nachgucken, was das erste Thema war. Ich müsste es tatsächlich nachgucken. Also da bin ich jedenfalls dann als Sachverständiger das erste Mal gehört worden und hatte dann eine gewisse Redezeit. Und ja, dann habe ich mal die Sachen gesagt, die ich sagen mochte oder wollte, bin dann gefragt worden und habe dann auch die Redezeit nicht voll ausgeschöpft, aber habe dann meine Sachen dazu beigetragen und habe dann auch vorher eine Stellungnahme abgegeben, schriftlich über 25 Seiten. Weil bestimmte Fragestellungen zur Überlastung des Gesundheitssystems, wenn ich mich recht erinnere, waren mir wichtig, dass die für immer im Bundestag.de stehen. Das habe ich gemacht. Kurze Anmerkung. War es eine Anhörung mit dem Titel Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften? Tom Lausen hat zu zwei Fragestellungen umfangreiche Daten gesichtet. Systematische Überlastung des Gesundheitssystems unter Erfassung von Impfnebenwirkungen abzurufen auf bundestag.de. Schräger Buxtehude. Genau. Ja, das könnte sein. 8.7.21 muss das gewesen sein, wenn ich zu diesem Datum ungefähr die Stellungnahme abgegeben habe. 14. März 21, 11 Uhr. Mhm. 14. März 21? Habe ich hier noch ein Dokument gefunden auf dem Server von bundestag.de, genau. Ja, vielleicht war es auch da, das kann sein. Also ich kriege das schon nicht mehr zusammen. Ich war viermal dort. Vorherige Stellungnahme ist vom 8.7.21, ja. Das, auch. Die meine ich, genau. Die meine ich. Das war, glaube ich, meine erste. Und dann 22 wieder. Und da hatte ich das erste Mal tatsächlich aus den Krankenhausdaten gesehen, oh Gott, wir haben hier in den Krankenhäusern enorm viele kodierte Impfnebenwirkungen. Und der Witz an der Sache ist, dass diejenigen, die mit einer Impfnebenwirkung im Krankenhaus landen, sind per Definitionem automatisch schwerwiegende Nebenwirkungen. Das ist so definiert worden. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Auch wenn sie nur dort so kodiert werden, so ist einem Arzt aber aufgefallen, hier hängt das irgendwie mit der Impfung zusammen und dann ist das kodiert und dann fand man die und das waren Zehntausende. Und das ist schon ein bisschen viel im Krankenhaus, ne? Und darüber habe ich dann gesprochen, meine Stellungnahme abgegeben, die Daten kann man unter bundestag.de und Tom Lausen, da findet man dann, also genau auf die gleiche Weise suchen bitte, da findet man dann diese ganzen Stellungnahmen. Also Tom, also Zeit, Doppelpunkt, bundestag.de ohne Leerschritt und dann Tom Lausen oder nur Lausen, dann müsste das eigentlich zu finden sein. Vielleicht der Grund, Frankie, lass mich gerade, weil ich möchte genau darauf eingehen, der Grund, warum ich jetzt explizit da nochmal nachgefragt habe, lieber Tom, ich habe vor allem auch in linken Bloggerkreisen habe ich halt gesehen, der Datenanalyst für die Rechten, der Datenanalyst für die AfD. Und ich wollte das in dieser Sendung einfach mal richtig stellen. Du hast ja bei einem Ausschuss auch mit dem Herrn Sichert von der AfD zusammengesessen, hast deine Expertise quasi freigegeben. Aber bei der Anfrage wusstest du gar nicht, dass du mit dem Herrn Sichert dann später da sitzen wirst, sondern das war vom Bundestag selbst, wo du die Anfrage bekommen hast. Du wusstest gar nicht, von wem das kommt. Ist das richtig? Nee, das ist nicht ganz richtig. Also die allererste Anfrage, die zum 8.7., was wir gerade eben besprochen haben, da hatte ich gar keine Ahnung, wer mich da eingeladen hat. Das habe ich auch nicht rausgefunden. Natürlich ist es so, wenn auf einmal gar keine Fraktion einen fragt, dann kann man sich natürlich irgendwann seine Gedanken machen. Denn der Einzige, der mich gefragt hat, war, glaube ich, damals Herr Sichert von der AfD oder Herr Schneider, weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben mich die Leute von der AfD befragt. Das heißt also, alle anderen haben mich nicht befragt. Und da hatte ich eine Vorstellung, okay, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass die AfD mich eingeladen hat. Aber so ging das dann auch weiter in den drei weiteren Anhörungen. Da war ich allerdings schon nicht nur bekannt, sondern da war ich ja auch derjenige, der die BKK-Daten analysiert hatte. Und da hätte es sein können, dass mich tatsächlich jemand anders geladen hat. Aber vermutlich war es halt durchgehend in meinen Einladungen so, dass es die AfD war.
Und für diese Pressekonferenz am 12.12. war mir sehr wohl bewusst, dass Herr Sichert derjenige sein würde, der neben mir sitzt. Was mir nicht bewusst war, ist, dass ich vor einer AfD-Fahne sitze, weil ich dachte, es wäre eine neutrale Pressekonferenz, die sozusagen, also Herr Sichert hatte ja diese Daten angefordert. Also durch ihn sind diese Daten überhaupt erst ins Leben gekommen, die ich da untersuchen durfte. Und da habe ich dann neben ihm gesessen, weil er mich gefragt hat, ob ich dazu was sagen kann, denn ich habe diese Daten ja auseinandergenommen. Und das habe ich gemacht und das würde ich auch wieder machen. Das würde ich auch machen, wenn mich Frau Baerbock fragen würde oder jemand anders. Dann würde ich diese Daten natürlich genauso präsentieren. Das gehört sich für mich auch so. Wenn man sich Daten anguckt, dann muss man das auch sagen, was man da sieht. Und dann können Leute ja dazu Fragen stellen, wenn das nicht plausibel ist. Das ist ja der Diskurs, den man führen muss über Daten, die quasi über die Gesundheit von vielen Menschen entscheiden, dann sollte man das nicht irgendwie auf eine Parteilinie ziehen, sondern dann sollte man einfach sagen, okay, wir gucken uns das an und lassen mal kurz den Streit beiseite, ist ja die wichtigste Sache der Welt, die wir hier gerade bearbeiten, dass man eine neu entwickelte Chemikalie den Menschen in die Körper hineinbringt und sie zur Apotheke macht, weil sie ja selbst quasi dann ihren Impfstoff im Körper herstellen oder ihre Spike-Proteine, so ist das ja technisch gesehen gemacht. Naja, und da kann man ja doch durchaus mal ohne irgendwelchen Parteizorn drüber reden. Und dass die Gelegenheit so gekommen ist, ich habe da jetzt gar kein Problem mit, dass das jetzt da ist, weil ich habe das gesagt, was ich jedem gesagt, mit jedem neben mir gesagt hätte, auch mit Herrn Scholz neben mir oder mit, keine Ahnung, Herrn Ullmann von der FDP, das wäre mir eigentlich egal. Mir war es halt einfach nur wichtig, dass wir genau dieses Thema nochmal zur Sprache bringen, weil vielleicht schaut der ein oder andere AfD-Anhänger hier in der Sendung zu und denkt sich, ey, was basht der Thomas da jetzt gerade gegen die AfD? Nee, darum geht's gar nicht, sondern weshalb ich da so explizit nachgefragt habe, ist deswegen, ich wollte unbedingt herausstellen, wenn die Linkspartei oder die SPD bei dir angefragt hätten, hättest du auch zugesagt und hättest einfach nur ganz rein sachlich deine Expertise zur Causa wiedergegeben. Und darum geht's. Ich fand halt die Diffamierung, die dir gegenüber, was ich so gelesen habe, die fand ich halt unfair. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir das jetzt noch mal ganz kurz zur Sprache bringen. Und der Frankie, sorry, du hast schon dreimal hast dich gemeldet. Bitte, Frankie. Überhaupt kein Thema. Mir war es nur wichtig zum vorherigen Kommentar noch, weil Tom eben auch die Links erwähnt hat, auch dem geneigten Zuschauer noch dem Kommentar entgegenzuwerfen, dass sämtliche Links, die der Tom jetzt hier auch erwähnt hat, wir oder du als Zuschauer, Zuhörer in der Videobeschreibung nochmal vorfinden wirst. Dort werden wir sie auflisten. Also alles, was du jetzt hier in der Sendung schon gehört hast. Das war nur nochmal mein Kommentar, den ich vorhin loswerden wollte, weil das gut gepasst hat. Jetzt aber trotzdem nochmal zur Auswertung der Krankenkassendaten. Einfach auch nochmal für den geneigten Zuschauer, wovon wir hier eigentlich reden. Wir reden darüber, dass es ein politisches Narrativ gab für eine gewisse Zeit, was dann eben hieß, dass wir hier eine pandemische Lage haben, woraufhin die sogenannten Impfungen dann eben propagiert wurden, was auch inklusive eines Gesetzes daherkam, was man vorab eben gemacht hat, welches da hieß im saloppen Wortlaut, wenn wir schon eine pandemische Lage haben, hier ein Mittel zur Verbesserung des Gesundheitszustandes sozusagen wieder der Bevölkerung aufdrücken, dieses Mittel sich aber in einer experimentellen Phase befindet, dann müssen wir alle Daten heranziehen, die wir heranziehen können, um zu beurteilen, ob die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, effektiv sind oder nicht. Ich will damit sagen, die Bundesregierung hat selber ein Gesetz verabschiedet, wo sie das Paul-Ehrlich-Institut in der Verpflichtung sah, eben diese Krankenkassendaten sich mit zusätzlich als erstes zu ziehen. Und wie gesagt, für den geneigten Zuhörer ist es logisch, wenn man einen experimentellen Impfstoff sozusagen einführt, dass man dann mit allem rechnen muss und dann natürlich sehr hellhörig sein muss und die Krankenkassen diejenigen sind, die als allererstes sehr individuelle Daten sozusagen erhalten seitens der Patienten, die direkten Reaktionen. Und das war gesetzlich vorgeschrieben. Und meines Erachtens, Tom, korrigier mich gerne, war derjenige, der dann im Endeffekt als gesetzliche Verpflichtung auch diese Daten herausgerückt hat seitens des Krankenkassenverbandes,
der quasi seine Verpflichtungen nachkam, wie es gesetzlich vorgeschrieben wurde, der hat danach seinen Posten verloren oder ist gescholten worden in gewisser Weise. Und genau diese Daten wurden dann eben seitens Tom bei dieser PK sozusagen veröffentlicht. War es salopp gesagt so oder gab es da noch was hinzuzufügen? Ja, also du hast da jetzt quasi so einen ganzen Strang dargestellt, der vielleicht von der zeitlichen Reihenfolge nicht ganz korrekt ist. Also im Februar 2022 bekam ich einen Kontakt, beziehungsweise eine Kontaktaufnahme vom Verband der BKK Provita in München. Und er hatte so insgesamt den Wunsch, dass ich, weil ich Datenanalyst bin und er hatte von mir einiges gesehen, dass ich möglicherweise ihn unterstütze, einige Dinge mal zu analysieren. Da war zunächst gar nicht klar, was ich analysieren soll und das war ihm auch nicht klar. Aber er hat sozusagen mich gefragt, ob ich das machen könne und dann mussten wir einen Vertrag miteinander schließen, weil ich nur über diesen Vertrag letztlich auch die Daten, die zwar komplett anonymisiert und pseudonymisiert sind, überhaupt sehen durfte. Es ist eigentlich nur Zahlen gewesen und man konnte keine Rückschlüsse auf irgendeinen Patienten oder Versicherten schließen. Das ist auch üblich so und geht auch gar nicht. Und die BKK Provita, also die BKK selber sind die Betriebskrankenkassen, die bestehen aus, ich glaube, 80, 90, 100 verschiedenen kleinen Krankenkassen, die so alle zwischen 50.000 und 200.000 Mitgliedern haben. Und die haben aber eine gemeinsame interne Datenbank, damit sie quasi Risiken besser einschätzen können. Und die werden zusammengeführt und dann sind das 10,9 Millionen Versicherte, die da quasi ihre Daten abliefern. Also etwa ein Siebtel der Versicherten oder ein Sechstel der Versicherten in Deutschland, der gesetzlich Versicherten in Deutschland. Und damit haben die einen ganz guten Blick und können natürlich filtern. Sie können, genau, wie werde ich Nichtraucher? Ich bin es übrigens seit über 10 Jahren. Hab dann als Nichtraucher dann natürlich auch zugenommen im Laufe der Zeit. Also ob das jetzt immer unbedingt ein guter Ersatz ist. Ja, diese Daten, die aus dieser Datei, also aus dieser Datenbank Benchmark heißt die, kommen, die habe ich dann angefragt und habe dann quasi auf meine Anfragen immer die Auswertung, die Zahlenauswertung gekriegt. Da ist dann natürlich überhaupt gar nichts mehr, auch nicht mehr mit Patienten drin, sondern einfach nur Zahlen zu bestimmten Diagnosecodes. Und da hat man relativ schnell gesehen, dass die Anzahl der Impfnebenwirkungen tatsächlich, die Fälle, die Fallzahlen höher war tatsächlich, als man erwartet hatte. Und zwar in einem solch großen Ausmaß, dass wir das zunächst einmal so angenommen haben, das sind alles nur leichte. Und es ist auch nicht so, dass es ja Impfnebenwirkungen automatisch sind, sondern es sind Menschen, also es gab ja Nebenwirkungen, die ja alle irgendwie so hingenommen haben. Jeder hat irgendwie gesagt, ja, scheiße, dann habe ich halt 3 Tage Kopfschmerzen oder so. Das haben die Leute einfach so hingenommen. Also kann ich zwar auch nicht erklären, wie man das einfach so kann, aber haben sie gemacht. Und es gab aber dann eben auch Leute, die sind zum Arzt gegangen. Das ist für mich nicht mehr geringfügig, wenn man deswegen zum Arzt geht, weil es einfach natürlich auch schon die Sozialkassen und die Krankenkassen belastet. Geht ein Patient zum Arzt, kostet das Geld und den Arzt kostet es Zeit. Das heißt also, wir können nicht mehr von einer geringen Nebenwirkung sprechen, sondern wir müssen schon von einer, ich sage jetzt mal, normalen Nebenwirkung rechnen. Und diese normale Nebenwirkung ist keine schwerwiegende. Diese normale Nebenwirkung ist beim Paul-Ehrlich-Institut ja auch möglich zu melden. Also da wären sogar die, die nicht zum Arzt gegangen wären, mit Kopfschmerzen hätten das melden können. Das heißt also, eigentlich sind die niedrigschwelliger, die beim Paul-Ehrlich-Institut, die hatten zu dem Zeitpunkt 244.000. geringfügig, also Nebenwirkungen, ne, die jetzt nicht schwer waren. Und das deckte sich leider nicht mit den Daten der 10,9 Millionen Versicherten der BKK, denn die hatten schon per se 250.000, nur unter den 10,9 Millionen und nur unter 2 Quartalen und einem halben dazu. Das heißt also, bei einer Hochrechnung waren es nicht mehr die 244.000, sondern es waren am Ende bei einer Hochrechnung 2,5 bis 3 Millionen, die zu erwarten waren, aufgrund dieser repräsentativen Daten, die beim Arzt waren, also höher als die, die nur Kopfschmerzen hatten und nicht beim Arzt waren. Und wir konnten nicht erkennen, ob es jetzt auch schwerwiegende dabei waren. Aber ein gewisser Prozentanteil ist immer schwerwiegend. Und mit diesen Erkenntnissen ist der so erschrocken gewesen, das sind ja seine eigenen Daten gewesen,
auch mit den Arbeitsunfähigkeitstagen, die waren also quasi nach Nebenwirkungen höher bei den BKK-Mitgliedern als von Corona selber. Das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Und daraufhin hat er sofort beim Paul-Ehrlich-Institut, dem Paul-Ehrlich-Institut einen Brief geschrieben und gesagt, bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, und hat parallel die Bundesärztekammer, seinen eigenen Vorstand, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, ich glaube, der hat da so ein paar noch zusätzlich in Kenntnis gesetzt, und das Paul-Ehrlich-Institut hat sich nicht gemeldet. Und daraufhin hat er dann gesagt, okay, wenn die sich nicht melden, dann muss ich das wohl irgendwie an die Presse geben, und hat das an die Welt gegeben. Nach der Frist, die er gesetzt hatte, dass das Paul-Ehrlich-Institut da etwas zu untersuchen hätte. Die Welt hat einen Artikel gebracht, der kam dann am Donnerstag raus, also am Montag hatte er irgendwie wohl den Brief dem Paul-Ehrlich-Institut zugestellt, hatte noch Kontakt aufgenommen, hat die, glaube ich, sogar noch angerufen, wenn ich das richtig weiß. Die haben sich nicht gerührt. Und am Mittwoch war dann, oder am, ja, Mittwoch war, Donnerstag war der Artikel, glaube ich, draußen. Ja, und dann rührte sich das Paul-Ehrlich-Institut sofort. Und auch der Verwaltungsrat, der BKK Provita, die sind voll ausgerastet und haben ihn angeschrien, so wie ich das mitbekommen habe, so am Rande. Und dann hatte man für den Dienstag drauf, hatte man einen Termin mit dem Paul-Ehrlich-Institut um 16 Uhr in einem WebEx-Call, das ist so wie Zoom, nur eben eine andere Firma, angesetzt, zu dem ich auch eingeladen war. Das heißt also, ich durfte dann die Heiligkeit Klaus Psychotech persönlich kennenlernen und treffen in diesem WebEx-Call. Ja, und um 11 Uhr am Dienstag hat ihn der Verwaltungsrat fristlos entlassen und er durfte dann an diesem Call nicht mehr teilnehmen. Die Gründe sind heute hundertprozentig klar. Die haben ihn entlassen, weil sie Angst hatten, die Impfkampagne zu gefährden. Das ist ganz klar. Das geht auch aus verschiedenen Protokollen und Statements, die später kamen, hervor. Und ich bin dann aber trotzdem, weil ich ja nach wie vor zu um 16 Uhr eingeladen war, in diesen WebEx-Call gegangen. Der lief dann auch tatsächlich und habe dann das große Gesicht, also ungefähr so, von Herrn Psychotech gesehen. Das war ein bisschen aufdringlich, übergriffig. Und ich konnte aber nichts hören und ich konnte auch nicht gehört werden. Und habe dann in den Chat geschrieben, bitte sorgen Sie dafür, dass ich Ton habe. Und dann haben sie noch kurz hektisch miteinander da irgendwie geredet. Und dann wurde ich ausgeschaltet und war weg. Also ich war dann raus. Und dann gab es ja diese Bundestagsanhörung und dort hat Herr Sichert die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die ja quasi die Daten aller gesetzlich Versicherten zusammenlaufend haben, also vor den Krankenkassen noch. Denn das geht ja immer erst, man geht zum Arzt als gesetzlich Versicherter, der rechnet am Quartalsende ab. Und wenn er abgerechnet hat, schickt er das der Kassenärztlichen Vereinigung seines Bundeslandes. In Nordrhein-Westfalen gibt es 2, also 17 kassenärztliche Vereinigungen. Und diese Daten hat dann der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der die Daten von allen hat, hat die dann 3 Monate später im Juni herausgegeben. Und siehe da, die Aussage von Herrn Schöfbeck nach Hochrechnung 2,5 bis 3 Millionen Impfnebenwirkungen traf auf die Zahl genau zu. Es waren 2,5 Millionen gesetzlich Versicherte, die mit einer Impfnebenwirkung beim Arzt, Hausarzt waren und kodiert wurden. Ja, sag wohl. Als Frage noch, in der Sendung mit dem Dr. Wolfgang Wodak durften wir noch lernen, dass Ärzte einen bis zu 45-minütigen Aufwand haben bei der Erfassung von Impfnebenwirkungen oder von irgendwelchen Folgeschäden, obgleich noch nicht nachgewiesen wurde, ob hundertprozentiger kausaler Zusammenhang erstens besteht, zweitens das Ganze mit einer riesengroßen Dokumentationsflut einhergeht und drittens, dass in keinster Weise in irgendeiner Form incentiviert wurde und man vielleicht sogar deswegen auch davon ausgehen kann, dass auch die Erfassung von Impfnebenwirkungen auch nochmal vielleicht deswegen geschmälert war. Und wahrscheinlich in Wirklichkeit auch die Impfnebenwirkungen in der Bevölkerung höher waren. Kann man das so sagen? Also tatsächlich war das auch ein Punkt, den damals Herr Schöfbeck von der BKK Provita dem Paul-Ehrlich-Institut geschrieben hat, dass er das als tatsächliches Problem ansieht. Das hat man gleich abgeschmettert und hat gesagt, nee, die sind ja laut Berufsordnung verpflichtet zu melden und deswegen tun die das natürlich auch. Und insbesondere hat man ihnen ja auch gesagt, ihr müsst melden und das haben die dann bestimmt auch sofort gemacht. Viele Ärzte haben ja dann gesagt, das kommt nicht von der Impfung. Das ist ja sozusagen das geflügelte Wort geworden. Also egal, was man hatte, nee, das kommt nicht von der Impfung. Man hätte mal nachfragen müssen, ja, woher wissen Sie das denn so genau? Das ist ja eben der Punkt. Aber was in dem Kontext eben
gesagt werden muss, ist, dass die Vergütung, und das ist dann erklärt worden, die gefordert wurde, um Impfnebenwirkungen auch einzutragen, damit es überhaupt gemacht wird, die ist schon mit der Verimpfung quasi vergütet. Ja, ja, das hat natürlich keiner, sagen sie auch, ja, fertig, Geld in der Tasche, ist mir doch egal. Also so muss man davon ausgehen. Wir haben auch tatsächlich ja im Fernsehen Berichte von Ärzten gesehen, die das also tatsächlich irgendwie so taten, als hätten sie es ernst gemeint. Und diese Ärzte haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesagt, ja, wir haben hier noch 300 Impfnebenwirkungen, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Das haben die einfach so zugegeben. Auch da bin ich der Meinung, das verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz. Die müssen nämlich unverzüglich melden innerhalb von 24 Stunden. Und wenn sie das nicht gemacht haben, ist das eigentlich ein schwerer Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Und naja, also wir müssen uns darüber ja gar nicht unterhalten. Also die, die es gerne gemacht hätten, haben es nicht gemacht oder haben es nicht geschafft. Ja, und die anderen, die gesagt haben, das kommt nicht von der Impfung, die haben es natürlich nicht gemacht, also das ist ja klar. Also damit haben wir es zu tun. Wir hatten dann 2,5 Millionen Menschen, die bis Ende 21 kodiert waren. Und damit hatten wir dann die erste sogenannte Disproportion. Also es ist nicht gleichmäßig gestiegen. Also die Anzahl der Impfungen war nur 4,5 bis 5 Mal höher. Aber wir haben insgesamt 30 Mal höhere Impfnebenwirkungszahlen gehabt. Das entspricht natürlich einer 6-fachen Überzeichnung der Impfnebenwirkungskodierung. Und mit solchen Disproportionalitätsanalysen arbeitet der Statistiker und sagt, okay, hier stimmt was nicht, wir müssen das genauer untersuchen. Und genau das hat das Paul-Ehrlich-Institut quasi bis heute abgelehnt, diese Zahlen zu machen. Und man muss sich das ein bisschen besser vorstellen. Man kann von Dr. Klaus Hartmann, der hat 10 Jahre im Paul-Ehrlich-Institut als genau in der Pharmakovigilanz, also da, wo die Nebenwirkungen auflaufen, hat der gearbeitet und der hat verschiedene Videobeiträge gemacht, in denen er im Grunde genommen auch verständlich macht, warum das so ein Problem ist mit einer Impfnebenwirkung. Die Zulassung ist dann mal so durch und in dem Moment, wo jemand die Zustimmung gegeben hat, das in seinen Körper hineininjiziert zu bekommen, wird er quasi mit dem Zustand da drin alleine gelassen. Denn es kann im Grunde genommen niemand mehr genau herausfinden, ist das jetzt kausal von dieser Sache jetzt entstanden. Denn das Paul-Ehrlich-Institut untersucht das ja nicht, sondern sie gehen ja nur mit statistischen Zahlen vor und sagen, okay, wenn wir eine Häufung einer Erkrankung haben, dann ist es anzunehmen. Es ist vielleicht sogar wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Aber wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Und damit hat derjenige den Start einer Leidensgeschichte, denn er muss den Nachweis bringen, dass das, was er durch freiwillige Zustimmung quasi in seinen Körper hat injizieren lassen, dass das einen Schaden bei ihm ausgelöst hat. Und das ist ein sehr langer Prozess für leider sehr teures Geld, das man da führen muss. Bei den staatlichen Stellen kriegt man sowieso maximal, glaube ich, bis 800 Euro monatliche Rente. Aber die meisten werden quasi komplett gleich abgedehnt. Deswegen machen die Leute das auch nicht oder wissen es auch gar nicht. Und wenn man jetzt sieht, dass da Verfahren geführt werden gegen BioNTech, dann ist es so, dass die müssen ja erstmal eine Rechtsschutzversicherung haben. Und wenn sie keine haben, dann sind das ja Streitwerte um 150.000 Euro. Und das bedeutet ein Arzthonorar wahrscheinlich so um die 5.000 bis 10.000 Euro. Wenn man verliert, ist das natürlich scheiße, weil man zahlt den Gegenanwalt auch noch. Und dann hat man natürlich nochmal ein zusätzliches Problem. Und ehrlich gesagt, die Leute, die schon keinen Beruf mehr ausüben können, weil sie das Problem haben und dann noch nicht mal vor Gericht Recht bekommen, weil das kommt nicht von der Impfung. Und ja, das ist jetzt unglücklich. Da sind jetzt zwei unglückliche Ereignisse zusammengetroffen. Das hat Dr. Hartmann genau beschrieben. Und deswegen ist halt die Frage, ob man eine Zustimmung zu so etwas gibt, vielleicht sehr genau zu überprüfen für alle Zeiten, für immer. Und ich möchte noch was ergänzen, was du eben angesprochen hast, was die Rechtsschutzversicherung betrifft, welchen kapitalen Background man da mitbringen muss. Was noch dazu kommt, ist, die Anwälte der Hersteller werden von uns Steuerzahlern bezahlt. Ja, die Leute, die alternativ unterwegs sind, die wissen das höchstwahrscheinlich, aber die Leute, die nur Fernsehen schauen, die wissen das nicht. Das heißt, so ein Hersteller, wenn man jetzt von BioNTech zum Beispiel geimpft wurde und dann gegen BioNTech klagt, BioNTech muss den Anwalt nicht bezahlen, sondern der Anwalt, der wird gestellt und der wird von uns Steuerzahlern bezahlt. Ja, bitte, Frankie. Und damit einhergehend, weil wir das Buch nochmal vor in die Kamera gehalten haben, was der Tom auch nochmal so empfohlen hat, ist auch nochmal die sogenannte Spanische Verordnung zu erwähnen, die genau zu dem Umstand führt oder das genau festgeschrieben hat,
dass eben die Impfhersteller hier seitens Steuergeldern auch oder beziehungsweise deren Anwälte zwecks deren Verteidigung mit unseren Steuergeldern wiederum bezahlt werden. Alles haben wir diesem Herrn Spahn zu verdanken mit seiner wundervollen Verordnung. Wie gesagt, sind mehrere Berichte auch darüber schon, auch in den etablierten Leitmedien schon gelaufen, wie fast schon kriminell eben diese sogenannte spanische Verordnung ist, dass sie ja die Bevölkerung eigentlich hier absolut im Stich lässt und die Profiteure der Krise ohnehin weiterhin stärkt. Aber damit einhergehend, und das war auch sehr obskur nochmal mit zu sehen, wie viele Ärzte wir gesehen haben im Nachhinein, die dann eben auch gesagt haben, ist sehr schade, dass diese Impfprogramme jetzt mehr und mehr eingestellt werden. Wir haben uns so sehr an die Profite gewöhnt, jetzt haben wir gar keine Finanzierungsgrundlage fast schon mehr. Also sie haben es regelrecht bedauert, auch sehr viele Ärzte, dass sich immer weniger Menschen impfen lassen. Sehr verwunderlich, obgleich wir doch erwarten sollten, dass Ärzte einen gewissen hippokratischen Eid abgelegt haben, sich auch dem Nürnberger Kodex bewusst sind, konnten wir feststellen, dass gerade im Bereich der Aufklärung der Patienten da sehr wenig wirklich inhaltlich stattfand. Wie Thomas schon gesagt hat, es ging darum, den Manufacturing, also den Consent herzustellen, die Zustimmung herzustellen im Wesentlichen, wie das eben im vertraglichen oder im kaufmännischen Kontext immer so ist. Man braucht immer zwei Willenserklärungen, das ist sehr wichtig, ansonsten kommt da kein Vertrag zustande. Deswegen war es ja gerade so wichtig, in gewisser Form diesen passiven Widerstand zu leisten, diesen zivilen Ungehorsam, der uns im Endeffekt unser eigenes Immunsystem auch geschützt hat. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es fast schon Usus war, dass hier sogenannte Impfungen verimpft wurden, also injiziert wurden und da die Beipackzettel dieser Gentherapie überhaupt nicht mitgeliefert wurden. Also ich sah ja dann auch noch einen klaren Verstoß gegen das sogenannte Heilmittelwerbegesetz, dass wir quasi hier so eine Art experimentelle Substanz haben, was die komplett weitläufig auf die Bevölkerung losgelassen wurde, ohne dass sowohl Ärzte dort Einhalt geboten haben, als auch, dass die Methoden, wie das Ganze vonstatten ging, in der Form auch irgendwo kriminell waren. Kannst du das alles so bestätigen, Tom? Naja, die Leute haben das freiwillig gemacht, ne? Also zumindest aus der Definition derer heraus, die jetzt irgendwie an den entsprechenden Gesetzeshebeln und Rechtshebeln sitzen, ist das eine freiwillige Aktivität. Und da muss man sich genau überlegen, ob man das macht. Also man geht da irgendwie aus davon, dass das so alles in Ordnung und legitim und legal war. Hat sich auch die Gesetze nochmal so zurechtgeschraubt oder auch Verordnungen. Verordnungen, die verunmöglichen, dass man in den Beipackzettel hätte gucken können, der bei BioNTech irgendwie 100 Seiten hat. Das hätte sowieso keiner gelesen. Ich habe das gelesen. Und ich war sehr erstaunt, auch über die Komplexität des Auftauprozesses und des Vorbereitungsprozesses für die Verimpfung selber. Also ich habe auch das Buch Projekt Lightspeed gelesen, das quasi die Biografie von, nee, Biografie ist es nicht, es ist der Prozess der Herstellung dieses Impfstoffes. Und wenn man das sieht, wie dilettantisch da tatsächlich über die eigene Herstellung berichtet wird, dann kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen. Weil das, was wir da dann zu sehen bekamen, ist das, was die Leute sich freiwillig haben injizieren lassen. Und man sollte für seine eigene Gesundheit zunächst einmal überlegen, ob man das macht. Weil möglicherweise, wenn man erstmal das Problem hat, dann kommt man da nie wieder raus und ist dann halt für immer mit diesem Problem unterwegs. Wichtiger Punkt, Frankie, ich will kurz direkt drauf eingehen. Darf ich kurz? Und dann du. Okay. Das ist offenbar auch nur in der Gesellschaft, wo wir quasi auch vermehrt Leute vorfinden, die sich eigentlich nur ihrer Pflichten bewusst sind und weniger ihre Rechte. Und ergo haben sich auch so viele Leute, waren sich dem Recht auf körperliche Unversehrtheit offenbar nicht bewusst und deswegen auch diese sehr schnelle Zustimmung. Das hat eben dazu geführt, wie gesagt, aufgrund der Maßnahmen auch, dass wir hier sehr viele Menschen hatten, so ging es mir zumindest, die mich dann noch persönlich gefragt haben, welche Freiheiten mir noch genommen wurden eigentlich, worüber ich mich eigentlich beschwere. Und gleichzeitig haben sich aber einige Monate später eben dieser Gentherapie unterzogen, um ihre persönlichen Freiheiten wiederzubekommen. Und das war für mich ein sehr obskures Event, das zu beobachten. Und das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Thomas, gerne. Ja, und was ich noch erwähnt haben möchte, ist, wie du es schon selbst, Tom, vorhin ausgeführt hast, das Problem ist, dass man die Menschen, ich sag mal so, ins Handelsrecht überführt hat, weil man sagt, Leute, ihr habt es ja freiwillig gemacht und jetzt seht zu, wie ihr damit klarkommt. Ja, sie haben freiwillig
ihre Daten abgegeben über den PCR-Test. Die Daten hat jetzt irgendjemand. Sie haben freiwillig einen QR-Code auf ihr Smartphone, wobei diese App, die gibt es glaube ich schon gar nicht mehr, ja, ihre Daten abgegeben und sie haben freiwillig einen Stoff in ihren Körper injizieren lassen, wo du eben ja selbst noch gesagt hast, naja, okay, sie haben das freiwillig zugelassen und jetzt hat man halt das Problem, man kann halt aus welchem Grund auch immer nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen, hat dieser injizierte Stoff jetzt irgendwie geschädigt oder liegt das an anderen Gründen, warum der Mensch auf einmal krank ist? Ja, und in allen Punkten ist derjenige, der seine Zustimmung gegeben hat, jetzt derjenige, der zusehen muss, wie er mit der ganzen Sache klarkommt. Das ist irgendwie ein Punkt, wo ich sage, ich hoffe, diese Sendung trägt irgendwie ein bisschen damit dazu bei, dass die Menschen sich ein bisschen bewusster werden, wo sie ihre Zustimmung geben und wo nicht. Und dass sie vielleicht sagen so, ich überlege mir das nochmal genauer, recherchiere selbst nochmal genauer, bevor ich meine Zustimmung gebe. Weil die Konsequenzen sind immer die Schäden und damit muss derjenige dann selbst vorkommen. Und dann hätte ich noch eine Frage aus dem Facebook-Chat. Da schreibt Martin Hoffmann, Frage an Tom Lausen. Gibt es bereits Bestrebungen, die Corona-Impfkampagne mit den Kardinaldaten der Vorgängerpandemie von 2009 abzugleichen? 2009, das war ja die Schweinegrippe. Zum Beispiel über die Daten des Bundesverbandes für Impfschäden e.V. Tobias Schmidt oder andere. Dankeschön. Gibt es da Bestrebungen? Weißt du was darüber? Naja, also Bestrebungen freiwilliger Art von irgendwelchen politischen Instanzen wird man da nicht finden. Das ist ja klar, weil das letztendlich gar nicht gesehen wird, dass das hier irgendein Problem gibt. Man hat ja auch quasi bis vor kurzem gesagt, es sei nebenwirkungsfrei. Und jetzt hat man ja gesagt, das ist alles Long-Covid. Und wenn man sagt, es sei Post-Vac, dann gibt es halt einfach keine Behandlung oder es gibt schon eine Behandlung, aber es wird dann einfach nicht erstattet oder keine Ahnung, wie das da Herr Mertens von der STIKO gesagt hat. Das hat er ja direkt in einem Interview gesagt. Aber grundsätzlich ist ja, was 2009 geschehen ist, klar. 2009 sind 30 Millionen Impfdosen in Europa verimpft worden. Das ist ja eine ganz andere Zahl als jetzt. Und es gab in Deutschland eine Beteiligung von 13% als Impfquote. So, das ist meines Erachtens auch die Menge an Menschen, die wir üblicherweise immer vorfinden, die das mitmachen. Das heißt also, alles, was über den 13% ist, ist quasi eine Art Fang, der durch zusätzliche finanzielle Aufwendungen und Marketing- und Propagandamaßnahmen erreicht werden konnte, damit quasi jeder, der am Straßenrand irgendwo auch noch ein Schild sieht, lass dich impfen, auch mitmacht und das eben mit allen Künsten inklusive 2G und inklusive 1G und Angstmacherei und auch kein Ende erklären und so weiter. Also das ganze Programm hätte sonst vielleicht 15% der Menschen, vielleicht 20, dazu gebracht, sich impfen zu lassen. Jetzt haben wir eine höhere Quote, von der wir nicht wissen, ob die authentisch ist. Naja, damit müssen wir jetzt leben. Also das gibt da keine Vergleiche oder Aufarbeitung, außer denen, die ich jetzt hier gezogen habe. Man hat es aber ähnlich aufgezogen und nur nicht so viel medialen Input gehabt und nicht so viel Geld und Mittel gehabt, die da gelaufen sind. Zum Heilmittelwerbegesetz hast du ja nochmal, Frankie, gesagt, dass das nicht reell ist. Ich habe die Bundesregierung gesehen, wurde gefragt, ob diese Empfehlung der Impfstoffe, ob das nicht gegen Heilmittelwerbegesetz § 3 verstößt. Denn normalerweise heißt es ja immer, über Risiken und Nebenwirkungen berät sich dein Arzt oder Apotheker. Das muss auch hinzugefügt werden. Und in dem Fall hat die Bundesregierung geantwortet, das Bundesministerium für Gesundheit, ja, das ist richtig, es muss eigentlich zugefügt werden. Da wir hier aber 4 zugelassene Impfstoffe haben und sie nicht für einen konkreten geworben haben, konnte man das weglassen. Das war also legal, das wegzulassen. Das heißt also, man hat massiv absichtlich gesagt, wir brauchen die Leute nicht über Risiken und Nebenwirkungen, dass es die überhaupt geben könnte, zu informieren, weil das Gesetz ja nur vorschreibt, wenn man es für ein Produkt macht. Herzlichen Glückwunsch, das ist unsere Regierung.
Die hat das so. Da möchte ich erwähnen, dass das ist ein tolles Beispiel für den Spitzbubenerlass. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist noch geiler. Ja. Ich meine, es wurde ja auch Kreuzimpfungen propagiert. Richtig. Ja? Also ja. Einmal BioNTech, einmal Dings, also was ist da so alles ganz AstraZeneca, Johnson & Johnson. Dass wenn irgendwann Nebenwirkungen auftreten, kann man nicht mehr sagen, das ist von dem Medikament, von dem Hersteller oder von dem Hersteller, weil es wurde ja alles gespritzt. Richtig. Ja? Und deswegen, weil ich diesen Kommentar vom Spitzbubenerlass gerade eben gebracht habe, Leute, ich will es nicht weiter ausführen, googelt selbst, was der Spitzbubenerlass ist, dann könnt ihr mal herzhaft drüber lachen. Ich habe noch eine Frage, auch aus dem Facebook-Chat, und zwar schreibt da jemand, der bayerische Zahnarzt Dr. Kustermann belastet die Daten der zahnärztlichen Berufsgenossenschaften bezüglich der Maßnahmen nachhaltig, um nicht zu sagen, Gerd Antes hat in der Öffentlichkeit, in Klammer ZDF, gelogen. Inwieweit können die bayerischen Berufsgenossenschaften Angaben zu den Ausfällen durch die Impfung liefern? Weißt du darüber was? In Bayern die Berufsgenossenschaften der Zahnärzte. Ich habe ehrlich gesagt diesen gesamten Vorgang gar nicht gekannt und dass Gerd Antes lügt, glaube ich auch nicht. Ich kenne Herrn Antes durch Zoom-Calls natürlich auch und habe eigentlich einen sehr guten Eindruck von ihm. Der ist halt Medizinstatistiker, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der weiß schon, was er macht. Also was da jetzt genau gelaufen sein soll, den Vorgang kenne ich nicht. Ich kann nur das, was ich von Herrn Antes jetzt so gesehen habe, so wiedergeben, dass ich sage, also erstmal würde ich ihm komplette Redlichkeit zusprechen, ohne ihn jetzt genauer zu kennen. Also da hätte ich jetzt gar keinen Anlass für, das zu glauben, dass Gerd Antes gelogen hätte. Aber ich will das natürlich nicht ausschließen. Nun gut, jetzt haben wir, oder bitte, Frankie. Ja, ich wollte es auch nochmal festhalten, dass offenbar auch der Amtseid, den Politiker leisten, rechtlich nicht bindend ist. Sonst würde quasi auch ein Lauterbach, der von einer nebenwirkungsfreien Impfung gesprochen hat, auch der Lüge überführt worden oder zumindest der Verbreitung von Fake News. Aber das wird wohl genauso wenig passieren. Aber wie auch immer, wir haben schon sehr viel Obskuritäten jetzt quasi hier aufgedeckt, die uns eigentlich auch aufzeigen lassen, dass dieses Virus oder wenn man das mal so postuliert, als Vehikel benutzt wird, um offenbar auch ganz andere Interessen zu verfolgen. Wir reden hier von Profitmaximierung und von Machtausbau. Und nicht, dass man allein das Dilemma, dass eben so ein Herrn Mertens sich im Nachhinein jetzt auch nochmal zusätzlich hinstellt, und dann eben, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, am besten noch rät, dass man hier gar nicht den Arzt erst informiert darüber, dass man hier ja sich einer Impfung unterzogen hat, sonst würde der von vornherein abwiegeln. Also einfach um eine anständige. Nein, nicht unterzogen, sondern er hat gesagt, man soll das ja nicht erwähnen, dass man denkt, dass es ein Impfschaden sein könnte oder dass er das Problem von der Impfung käme. Sondern man könne ja einfach sagen, dass man ein gewisses Problem hat und dann wird man auch seine entsprechenden Therapien bekommen. Aber wenn man es jetzt sagt, das käme von der Impfung, dann würde das unter Umständen Probleme machen. Danke nochmal für die saubere Erläuterung. Genauso war es. Und allein diese Tatsache würde mir auch schon wieder zu denken geben. Jetzt sind wir hier quasi auch einige Themen schon durchgegangen. Mich würde nochmal abschließend interessieren, wie sieht es gerade bei der Bundeswehr aus, die sogenannte Duldungspflicht? Gibt es dort Entwicklungen? Sind mehr Soldaten in Anführungsstrichen eingeknickt oder bleibt die Zahl derer, die im Endeffekt sich hier dem Ganzen verweigern, bleibt die relativ konstant? Kannst du uns da eventuell noch ein bisschen was drüber zu erzählen? Ja, das ist ein relativ komplexes Thema. Also grundsätzlich haben sich sicherlich auch Soldaten, die waren in diesem Fall ausnahmsweise in der Lage, sich in zivilen Impfzentren zu impfen, was laut den Dienstvorschriften gar nicht zulässig ist. Und dann wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht damals in dem Soldatenprozess in Leipzig im letzten Jahr, wurde sogar von Gerichtsseite behauptet, man hat sozusagen vom Bundesverteidigungsministerium offensichtlich das Gericht informiert, dass es einen Erlass gegeben hat, dass Soldaten sich eben auch in zivilen Impfzentren impfen lassen können. Das steht nicht, den Erlass gibt es nicht, den hat man versucht von der Regierung abzufragen, das hat die AfD versucht, weil die ja auch immer sehr bemüht sind, diese Fragen zu klären. Also den Erlass gibt es nicht, das hat die Bundesregierung und das Bundesverteidigungsministerium bestätigt, so einen Erlass haben sie nicht. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat davon geschwurbelt, würde ich in diesem Fall mal sagen, weil das haben sie auch im Urteil geschrieben, im Beschluss, tatsächlich steht das da drin und ich habe es jetzt schriftlich von der BMVG, nee, so war. Passt nicht.
Das kann man ja vielleicht als Schwurbeln bezeichnen, ne, an der Stelle, wenn das nicht genau aufgeklärt wurde. Und ist nur einer von vielen tatsächlichen Schwurbeleien oder Fehlern, die im Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss stehen. Das ist tatsächlich auch absichtlich. So, jetzt ist natürlich noch die Frage zu stellen, wenn die in zivile Impfzentren gegangen sind, dann ist das natürlich schwierig für die Dienstvorgesetzten, das überhaupt zu überprüfen. Und dann kamen sie auch alle mit ihren gelben Passlines an. Und wenn wir jetzt vorhin von 12 bis 15 Millionen, vielleicht sogar mehr geredet haben, will ich nicht ausschließen, dass da auch viele tatsächlich auch auf diese Weise das zu sich genommen haben. Und das ist also erstmal eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, die Impfquote ist aber trotzdem etwa an die 100%, so laut Bundesverteidigungsministerium. Und man konnte aufgrund der Anfragen auch wieder der AfD, die das alles erfragt hat, immer nett und fleißig erfragt, konnte man sehen, dass die Erkrankungsquote oder die positiven Quote und damit auch die Quarantänequote bei den Soldaten bis zu 9-mal höher war als in der normalen Bevölkerung. Das war eine sehr schöne Vergleichsgruppe. Man hat die 15- bis 59-jährigen Deutschen verglichen mit der Bundeswehr und den Bundeswehr-Inzidenzen. Und man stellte dann fest, dass es leider nicht diesen Fremdschutz gab, der auch nie untersucht wurde. Den gab es halt einfach bei der Bundeswehr nicht. Man hat dann versucht, eiligst Erklärungen aus der Tasche zu zaubern. Diese Leute würden ja auch in engen Räumen zusammen sein, Panzer, U-Boote. Da musste ich bei U-Booten erstmal überlegen, wie viele U-Boote hat eigentlich Deutschland. Und dann wäre es ja auch nur bei der Marine. Wahrscheinlich so normale Heersoldaten wird man ja nicht im U-Boot transportieren. Und dann natürlich auf den engen Stuben und so weiter. Also all diese Sachen, das haben aber auch natürlich medizinisches Personal. Ja, Tom, da muss ich kurz entgegnen. Wie viel funktionierende U-Boote und wie viele U-Boote insgesamt? Da muss man ja auch differenzieren, weil da kommt man auf zwei ganz unterschiedliche Zahlen. Das ist wie mit den Hubschraubern. Ja, soweit ich weiß. Ja, die haben wir vergessen. Da sind die ja auch eng zusammen, genau. Ja. Das ist wichtig, ja. Weil Volker Pispers hat ja damals schon gesagt, die Bundeswehr hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich den Feind an der Grenze so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. Ja. Ja, und deswegen müssen wir das auch mit den U-Booten differenzieren. Ja? Also du kannst nicht einfach hier, gerade du als Datenanalyst, kannst nicht sagen, es gibt so und so viele U-Boote und fertig. Wie viel von denen funktionieren? Das ist wichtig. Ja? Aber die müssen ja auch sauber gehalten werden und da könnten ja vielleicht mehrere Soldaten gleichzeitig dann sich anstecken, weil sie da drin mit dem Wischmopp versuchen, das U-Boot auf Staub frei zu halten. Das ist korrekt. Die technischen Geräte, die hochentwickelten, die wir da haben, weiß nicht von wann die U-Boote sind, 74 oder keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich zunächst einmal ein Problem, das im Grunde genommen vom Bundesverwaltungsgericht eigentlich auch schon angesprochen wurde. Das Bundesverwaltungsgericht hat nämlich in seiner Entscheidung das Bundesverteidigungsministerium verpflichtet, denn die Soldaten sind ja in einer Duldungspflicht. Die müssen alle Impfstoffe oder alle Medikamente, die auf einer bestimmten Liste stehen, die man quasi gar nicht verknüpft hat mit dem Gesetz. Man hat da einfach so eine Liste. Und wenn Frau Kramp-Karrenbauer damals noch ganz schnell auf diese Liste was eingetragen hat, dann hat das mit dem Gesetz erstmal so nichts zu tun. Aber die verknüpfen das. Und da steht der Covid-19-Impfstoff und auch Influenza drauf und auch Gelbfieber und so weiter, dieser ganze Quatsch. Aber je nachdem, ob man irgendwo zum Einsatz geht oder nicht. Ja, und jetzt ist es natürlich bei den Covid-19-Impfstoffen so, dass das Bundesverwaltungsgericht ganz eindeutig das Verteidigungsministerium verpflichtet hat. Das ist ja eine Daueranordnung. Das heißt also, sie müssen andauernd überprüfen, ob die Verhältnismäßigkeit und die Nutzen-Risiko-Abwägung immer noch gegeben ist. Wenn eine Krankheit nicht mehr da ist und dann trotzdem mit entsprechenden Risiken junge Leute geimpft werden, die eigentlich auch gar keine Risiken haben, schwer zu erkranken. Und man verpflichtet sie trotzdem. Und wenn sie es nicht machen, dann bringt man sie wegen Ungehorsams ins Gefängnis. Und das ist ja teilweise, die haben ja teilweise Freiheitsstrafen bis 12 Monate bekommen. Aber nicht vor einem Truppendienstgericht, sondern vor einem Zivilgericht. Das heißt also, das war das sozusagen in so einer Frage, dass erstmalig so, dass massenweise Soldaten, die man nicht mit normalen Arrestmaßnahmen oder sonst wie Geldstrafe zum Impfen bringen konnte, die hat man dann vor zivile Strafgerichte gebracht. Das heißt also, man hat ihnen einfach zwei Befehle hintereinander gegeben. Soldat, lass dich impfen. Nö, okay, Soldat, lass dich impfen. Dann waren es zwei Befehle. So haben sie es jedenfalls gedacht, dass es so wäre. Und wenn die nicht eingehalten haben, dann haben sie sie quasi beim Staatsanwalt angezeigt, die Dienstvorgesetzten. Und das führte dann dazu, dass die Soldaten dann
sogar so lange malträtiert wurden, bis sie ihre, also erstmal kriegten sie dann, das dauert ja, bis das Verfahren anläuft, dann kriegten sie Dienstbezugskürzung bis 50% von ihrem bisherigen Lohn oder ich weiß nicht mal, wie man es da nennt. Sold. Dienstbezug und Sold, ja genau, und da bis zu 50% runter, manche gar nicht, das ist auch sehr ungerecht gelaufen, manche, die das Gleiche auch nicht gemacht hatten, kriegten dann weiter 100, manche sind auf 50 reduziert, dann kriegten die teilweise Wohnarrest, das heißt also, die durften dann zu Hause bleiben und hatten dann von 7 bis 16 Uhr sozusagen zu Hause anzutreffen zu sein, und hatten aber gar keine Aufgabe. Das heißt also, das ist ja wie Wohnarrest. Dann hat man ihnen sozusagen ein Uniformtrageverbot auferlegt. Das heißt, sie durften dann auch keine Uniform und Betretungsverbot in der Kaserne. Und wenn das alles nicht geholfen hat, dass sie sich dann vielleicht doch noch haben impfen lassen, dann hat man versucht, Übergangsgelder ihnen streitig zu machen. Übergangsgelder sind zum Beispiel bei Soldaten, die sich für 12 Jahre gemeldet haben und noch ein Studium angeschlossen haben und dieses Studium dann auch schon angefangen hatten, eigentlich gar nicht mehr sozusagen bei der Truppe waren und schon im, das ist hier der eine Soldat, der, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, der auch Elitesoldat gewesen ist. Das, also sie haben die besten Soldaten quasi, die noch denken, die noch das Leben bei der Bundeswehr, ne, also die das noch mit Leben ausfüllen, dass sie Eigenverantwortung und dass jeder über seinen Befehl nachdenken soll, den er gibt und den er auch erhält. Und diese Leute wollte man sogar so weit bringen, dass sie nicht nur ihr Übergangsgeld verlieren, sondern auch ihr Ruhegeld. Das ist ja das Wohlverdiente, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden. Das ist sozusagen vom Bundesverteidigungsministerium auch quasi weitergegeben worden, dass sie auch ihr Ruhegehalt und ihr Ruhegeld verlieren komplett. Das heißt also, die wurden quasi nicht nur zu Straffälligen gemacht, die dann auch vielleicht vorbestraft keine Berufe mehr ausüben können, sondern auch noch ihre gesamten Gelder beraubt. Also mit der Fürsorgepflicht, das verstehe ich anders, hat das meines Erachtens erstmal so nicht so viel zu tun. Aber die werden sich schon was dabei denken. Und so nach und nach kommen vielleicht auch die Gedanken zurück, dass man eigentlich so mit den guten Leuten nicht umgehen sollte. Denn das sind ja alles Soldaten, die sind ja keine Impfverweigerer. Die haben ja teilweise 50 oder 100 Impfungen in sich drin, die sie immer ohne große Fragen oder so einfach erduldet haben. Ne? Und so wie es ja auch dann Pflicht ist, ja. Da habe ich eine Frage, vielleicht kannst du das aufklären, vielleicht weiß ich auch selbst nicht, ich weiß nicht, wieso ging das dann vor ein Zivilgericht? Das erstaunt mich jetzt ein bisschen. Also das Wehrstrafgesetz sieht vor, das ist ja auch eine Strafgesetzgebung, da gibt es extra Soldatengesetz und das Wehrstrafgesetz. Bei schwerem Ungehorsam, Paragraph 19 und Paragraph 20 ist es bei dem normalen und zweimaligen beharrlichen Ungehorsam, geht das quasi an der Zivilstelle. Also man hat das für Fälle eingerichtet, wo Soldaten einfach bestimmte, haben sie vielleicht von der Truppe entfernt und durften das nicht und so. Da gibt es ja sicherlich auch komische Geschichten und für sowas hat man das entwickelt. Das Wehrstrafgesetz gibt es schon sehr lange. Und da hat man das für entwickelt und dort steht eben geschrieben, dass wer zweimalig beharrlichen Ungehorsam leistet, der kommt vor ein ziviles Strafgericht zusätzlich zum Truppendienstgericht. Also das Truppendienstgericht hat eine maximale Arrestmöglichkeit von 21 Tagen. Das hat natürlich niemanden so richtig abgeschreckt, aber die konnten auch tatsächlich 3.000, 4.000, 5.000 Euro Strafe verhängen. Das haben die auch gemacht. Das haben die Soldaten dann trotzdem, die nicht impfen gegangen sind, haben das trotzdem geduldet. Und dann kriegten sie eben noch dieses Strafverfahren übergebügelt. Und dieses Strafverfahren führte dann dazu, dass der Staatsanwalt ermittelt hat. Die haben gar keine Ahnung von Befehlen. Und mein Bruder kämpft jetzt an dieser Front mit verschiedenen Anwälten und die erlangen jetzt immer mehr Freisprüche, weil im Grunde genommen jetzt klar wird, dass dieser Impfbefehl so gar nicht durchdacht ist und gar nicht durchgeht. Also Soldat, lass dich impfen, funktioniert nicht und auch viele andere Konstellationen funktionieren nicht. Der Soldat muss zum Beispiel laut Auskunft des Verteidigungsministeriums auch hinterher dem Dienstvorgesetzten seinen Impfstatus nicht angeben. Das wäre ja eine Umgehung der Schweige, der Patientenrechte des Schweigens, mit seinem Arzt die Dinge vertraulich miteinander zu besprechen. Das würde ja dann eine Umgehung sein. Ne? Der Arzt darf auch nichts sagen und er darf auch nichts sagen, muss auch nichts sagen und damit braucht er auch seinen Impfstatus nicht zu nennen. Und da hat man quasi in der Vergangenheit schon Probleme gehabt bei der Bundeswehr und hat dann das sogenannte Wiederbestellblatt eingeführt. Und da steht in den Dienstvorschriften, dass der Dienstvorgesetzte das Wiederbestellblatt gibt. Das heißt also, da steht drauf, für welche Einsätze man quasi geeignet ist. Und dann muss der Truppenarzt das ankreuzen, ob er jetzt für alles bedingungslos geeignet ist, weil er eben dann alle Impfungen hinter sich hat.
Und über diesen Weg hat man aber letztendlich in den Dienstvorschriften auch freiwillig zugestimmt, dass diese Information weitergeht. Also man müsste auch da die Zustimmung quasi durch Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht mal klären lassen. Hat bis jetzt keiner gemacht. Denn normalerweise sehe ich da auch den Versuch, sozusagen dieses Patienten-Arzt-Verhältnis zu durchbrechen, indem man das auch versucht. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist. Ich beobachte nur diese Verfahren. Ich bin halt regelmäßiger Gast in diesen ganzen Gerichtsverfahren und interessiere mich natürlich auch für die juristische Seite, weil danach hole ich mir dann Zahlen und bin ja auch manchmal Parteisachverständiger mit den Zahlen, die ich mir dann hole. Und die Fragen sind ja am Ende alles juristische Fragen, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen. Und es nützt nichts, wenn man bis zu einem bestimmten Punkt dann vor Gericht schwurbelt, so wie es viele Anwälte leider tun, und dann auch ihre Strafmandanten leider dann auch hohe Strafen kriegen. Man muss schon sehr präzise seine Handwerkszeuge einsetzen und das tun einige Anwälte nicht. Das ist zum Leidwesen einiger Mandanten, die die haben. Da kann ich immer nur sagen, ja, das ist traurig, aber so ist es halt. Die Leute müssen dann alle lernen, dass man sich sehr genau aussucht, welchen Anwalt man nimmt, der sich damit auskennt mit dieser Fragestellung. Ansonsten verlieren die Leute alles oder kommen ins Gefängnis oder wir haben das ja alles gehört. Ja, ja, gut, bei diesen beiden Soldaten, da kann ich mich noch dran erinnern, das war ja auch vom höchsten Bundesverwaltungsgericht, das hat ja dann entschieden, die Soldaten müssen die Impfung dulden. Ich weiß es nicht, ich glaube, sie sind in Berufung gegangen, das Verfahren läuft noch, oder? Nein, also Bundesverwaltungsgericht ist das höchste Gericht. Mhm. Man hätte noch eine Verfassungsbeschwerde oder vor den Europäischen Gerichtshof gehen können. Die Fristen dazu sind meines Wissens alle verwirrt, also da gibt es nichts mehr. Und Bundesverwaltungsgericht gibt es ja auch keine Instanz darüber. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, Bundesverwaltungsgericht oder sowas gibt es leider nicht. Mhm. Das, was die da gemacht haben, hätte man sehr sauber und gründlich durcharbeiten müssen. Ich war 2 Verhandlungstage von 4 da und dann bin ich aus diesem Team quasi auch mit anderen Anwälten, die sich über die Prozessführung des Hauptanwaltes nicht mehr einig waren. Das war leider nicht so gut. Und das führte dann ja leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis, obwohl viel aufgeklärt wurde, was dann auch tatsächlich das Gericht gezeigt hat, dass sie das, was aufgeklärt wurde, irgendwie auch noch verbogen haben. Also das war alles nicht so richtig korrekt. Ja, das kann man alles ja nachlesen zum Glück. Und auch die Daten, die jetzt gesetzlich gefordert sind, dass das Paul-Ehrlich-Institut, was vorhin der Frenkie sagte, das Infektionsschutzgesetz wurde ja so geändert, dass die kassenärztlichen Vereinigungen Daten an das Paul-Ehrlich-Institut geben müssen. Das habe ich auch vorgetragen und auch belegt. Und das hat das Gericht auch im Beschluss gewürdigt, auch mit meinem Namen. Aber sie haben gesagt, auf diese Daten käme es nicht an, denn man könnte quasi ja erwarten, dass da nichts Schlimmes rauskommt. Und das ist natürlich ein sehr schwerer Fehler. Ja, der steht ja nun für alle Ewigkeiten da. Das ist ein schwerer Aufklärungsfehler. Den haben sie also auch gemacht. Also man sieht, wenn man diesen Beschluss auseinandernimmt, dann wird man sehr stark und sehr schnell fündig. Es ist sehr interessant. Es ist eine sehr interessante Lektüre. Es sind, keine Ahnung, 40, 50, 80, 90 Seiten, keine Ahnung. Ist überschaubar. Ja, also wenn man so diese Texte liest, ja, es geht. Kriegt man hin. Frenkie, du hast eine Wortmeldung, bitte. Ich wollte auch nur noch mal anmerken, Tom hat natürlich vollkommen recht, dass natürlich im juristischen Kontext das immer alles sehr sauber verargumentiert werden muss. Wovon redet man? Welche empirischen Daten hat man? Auf was stützt man sich? In welchen Kontext setzt man sich da? Das ist vollkommen richtig. Gleichzeitig möchte ich trotzdem noch darauf hinweisen, dass es nicht schaden kann, wenn man auch seinen objektiven Blick in Richtung der Wirtschaft sozusagen beibehält. Und dort auch den gesunden Menschenverstand. Wir alle wissen eben, dass Geld die Welt regiert. Wer regiert Geld? Das kann so ziemlich keiner beantworten. Wir werden auch auf diesem Planeten mittlerweile von Einzelpersonen und Organisationen sozusagen, die existieren auf diesem Planeten, die reicher sind als ganze Länder. Auch das ist leider keine Verschwörungstheorie mehr, sondern eben ein systemisches, eine systemische Konsequenz, in der wir uns befinden. Also ich bin noch da, aber mein Akku ist gerade leer und ich mache jetzt mal einen anderen rein. Alles gut, super. Genau. Dank. So, und wenn wir uns dann eben den Bereich der Wirtschaft anschauen, wo wir mittlerweile auch global von Konzernen regiert werden, immer mehr, die natürlich, wenn die These Bestand hat, dass es eben, wie gesagt, Einzelpersonen und Organisationen auf dem Planeten gibt, die reicher sind als ganze Länder, dann ist es auch eine logische Konsequenz, dass eben auch nationale Gerichtsbarkeiten sozusagen mehr oder weniger beeinflusst werden können und das eben auch auf globaler Ebene meines Erachtens. Wir reden hier von einem riesengroßen
Ungleichverhältnis im Bereich des Wohlstandes sozusagen auf dem Planeten. Das sorgt dafür, dass wir solche Entwicklungen sehen. Und nachdem so ziemlich jeder Bereich auf dem Planeten privatisiert wurde, so ziemlich alles schon ausprobiert wurde, ist man meines Erachtens jetzt eben auch schon so weit, dass man eben, nachdem man jetzt all die letzten 10 Jahre eine Kommerzialisierung von Nutzerdaten gesehen hat, von unserem täglichen Leben, von all dem, was Silicon Valley groß gemacht hat. Also wir füttern Plattformen mit unseren Daten, die im Endeffekt zu Werbezwecken früher oder später gegen uns verwendet werden. Also die Kommerzialisierung von persönlichen Daten dürfen wir jetzt die letzten 20 Jahre miterleben. Und meines Erachtens dürfen wir insbesondere innerhalb der letzten 3 Jahre die Kommerzialisierung von Gesundheitsdaten auch nochmal erleben. Und das können eben die Profiteure der Krise, die wir auch in den letzten 3 Jahren bezeugen durften, die können davon ebenfalls ein Lied singen. Die haben sich da die Hände gerieben. Meines Erachtens, ich habe Datenschützer noch gelernt, dort gibt es auch die sogenannten Artikel 9 Daten der DSGVO. Das sind die Gesundheitsdaten. Darunter fallen eben Daten zur nicht nur Gesundheitsdaten, sondern eben auch so religiöse Daten oder die ethnischen Daten. All das, was man eigentlich nur seinem Arzt anvertraut oder eben sehr geheim hält, dort, das sind die sogenannten Artikel 9 Daten. Die sind besonders schützenswert und die dürfen normalerweise ohne die Zustimmung des Patienten überhaupt nicht verarbeitet werden. Dort wird ganz, ganz dringend drauf geachtet. Und deswegen fand ich es sehr obskur, dass man hier innerhalb der letzten 3 Jahre sehen konnte, wie Menschen mit ihren sensiblen Gesundheitsdaten, wo auch der Impfstatus darunter fällt, proaktiv da draußen rumrennen und haben Leuten das unter die Nase gehalten, und noch nicht mal wissend, dass sie das genauso mit den Informationen hätten machen können, ob sie Hämorrhoiden haben oder ähnliches. Also keiner rennt da draußen rum und hält irgendwas an einem solche sensiblen Daten unter die Nase. Und das meinte ich vorhin, offenbar sind sich die Leute nicht ihrer Rechte bewusst und vielmehr ihren Pflichten. Und solche Entwicklungen können wir nur sehen, wenn das eben so der Fall ist. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, dass wir gerade, wenn wir in die Wirtschaft schauen, uns sehr viele Dinge auch nochmal erklären können, bestimmte Entwicklungen erklären können. Der große Spruch Quo Vadis und Folge der Spur des Geldes, die beiden sollten immer noch im Hinterkopf behalten werden, wenn man sich bestimmte Dinge erklären möchte. Und gerade wenn man sich die Profiteure aus den letzten 3 Jahren anschaut, mit Blick auf S&P 500 oder die Wall Street generell, da weiß man, wer im Endeffekt mit welchen Bereichen dort profitiert hat. Das möchte ich hier nochmal erwähnt haben. Ja, lieber Tom, da habe ich jetzt noch eine Frage, weil wir waren gerade eben auch noch bei der Bundeswehr, und zwar das Bundesverwaltungsgericht. Das hast du im Vorgespräch heute, hast mir das erzählt, das Bundesverwaltungsgericht hat ja das Verteidigungsministerium angefragt, was sie denn seit dem Urteil über die Duldung bisher gemacht haben. Also das Verteidigungsministerium hat ja durch dieses Urteil quasi auch eine Aufgabenliste, die sie abarbeiten sollten. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen. Was sollten die machen und was haben sie tatsächlich bisher gemacht? Ja, das ist natürlich ganz spannend. Das habe ich gestern bekommen. Ist also ganz frisch und ganz neu, kennt noch keiner. Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Fall vorliegen eines Soldaten und hat jetzt wohl irgendwie, sind sie auf die Idee gekommen, hier gibt es wohl irgendwie eine Daueranordnung und sie haben in einen Beschluss, das ist kein Urteil, das ist ein Beschluss, haben sie reingeschrieben, ihr seid verpflichtet, bitte immer zu kontrollieren, laufend, ob das noch mit Nebenwirkungen und Risiko, ob das noch alles mit einem und Nutzen, ob das noch alles zusammenpasst. Und da jetzt ja irgendwie eine endemische Lage ist, da sind sie jetzt irgendwie auch drauf gekommen, wollten sie mal vorsichtig nachfragen und bitte mit Frist zum 29. September 2023, also 2,5 Monate Frist, wollten sie mal vorsichtig darauf hinweisen, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr irgendwas untersucht? Und ich weiß aus den Anfragen, die ans Bundesverteidigungsministerium über Abgeordnete gelaufen sind, dass die gar nichts untersuchen, sondern sie nehmen quasi die Empfehlungen der STIKO daher. Und die STIKO-Empfehlungen sind für sie quasi der Maßstab. Wenn die also irgendwas verändern, dann ist das so. Und nun habe ich mir angeguckt, gibt es denn jetzt eine neue STIKO-Empfehlung? Die haben tatsächlich im Mai zusammengesessen diesen Jahres und im Grunde haben sie keine Daten gewälzt, sondern sie haben sich einfach mal nett schwurbelnd mit Fachverbänden unterhalten. Und das kann man auch nachlesen im Bulletin oder Bulletin vom RKI 423. Da kann man sehen, dass die STIKO im Grunde genommen
alleine in freier Rede, glaube ich, irgendwie gesagt hat, ja, das können wir jetzt für alle empfehlen und dauerhaft für dieses Jahr können wir das machen. Das wäre die eine Änderung. Und dann habe ich mir beim RKI angeguckt, ob die etwas dazu haben, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sie heranziehen, um Nutzen und Risiko immer noch zu bestätigen. Da ist die Seite vom 6.6.23 datiert. Und dann habe ich mir die Studienlage angeguckt. Dazu muss ich sagen, die haben zwei Studien quasi abgebildet. Und die eine Studie ist erstellt worden am 22.05.22. Und die andere, also das ist sozusagen über ein Jahr her. Das heißt also, sie haben gar nichts gemacht. Sie haben auch keine Studien mehr. Ehrlich gesagt kriegen sie, glaube ich, auch keine mehr. Und die zweite, jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Jetzt müssen wir es mal anders lösen. Moment. Aber wir hören dich noch, lieber Tom. Ja, das ist ja schon mal ist akustisch noch bei uns. Ich habe hier noch eine andere. Genau, machen wir mal die hier. Ja, das sieht jetzt etwas anders aus. Das Bild ist prima. Nehmen wir das. Wir haben sozusagen eine zweite Studie, die dahinterlegt ist. Die ist tatsächlich rausgegeben worden, lass mich nachdenken, in 23. Oder sind mehrere Studien zusammengefasst. Die beschäftigen sich aber mit Datengrundlagen und Fällen aus dem Jahr 2020 bis Mitte 2022. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen zwar eine Behauptung, am 6.6.23 hätte das RKI neu die Seite abgespeichert auf rki.de, aber sie haben sozusagen alte Daten in der Verarbeitung und das ist natürlich eher sozusagen eine Katastrophe. Das geht so natürlich gar nicht. Und daraufhin kriegt wahrscheinlich das Bundesverwaltungsgericht jetzt eine Antwort, dicke Backen. Nochmal dicke Backen, ja, wir haben es gemacht, wir haben alles Mögliche untersucht und ja, und wir haben da was gemacht. Da bin ich sehr schön gespannt. Schön für euren Beschluss, aber wir haben ja alte Daten und die habt ihr jetzt, damit wäre das mit dem Beschluss erledigt. Ja, genau, das Nutzen-Risiko-Verhältnis, das stimmt immer noch und glaubt uns mal, das habt ihr ja vorher auch im Beschluss getan, habt ihr uns auch geglaubt. Also das Bundesverwaltungsgericht hat irgendwie da wohl irgendwie ein Problem entdeckt. Jetzt endlich, ein Jahr später, sind sie dann irgendwie auch zu sich gekommen und haben gesagt, ja, also irgendwie, wir haben da was geschrieben und die machen nichts. Das finden wir jetzt irgendwie, das wollen wir jetzt erstmal genauer sehen. Und das ist natürlich sehr neu und im Grunde genommen ist ja auch merkwürdig, dass die Bundeswehrsoldaten, obwohl alle Maßnahmen fallen gelassen worden sind, immer noch verpflichtet sind unter Androhung von Gefängnis und so weiter und Entzug von Ruhegehalt und so weiter, sind sie immer noch verpflichtet, das zu machen, obwohl man weiß, dass sie dadurch gar keinen Mehrwert für die Einsatzbereitschaft der Truppe haben. Das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, überhaupt um eine Duldungspflicht auszulösen. Das heißt also nur dann, wenn tatsächlich zu sehen ist, dass es einen Mehrwert gibt für die Aufrechterhaltung der Truppe, nur dann kann es ja auch eine Pflicht geben, das zu machen. Und den Mehrwert, der ist ja gar nicht nachweisbar. Also die Soldaten, also die Truppe hat ja selbst wissenschaftliche Institute, Krankenhäuser und so weiter. Die haben ja, verfügen ja über Expertise, aber das scheint die nicht zu irritieren. Die Info ist da, jetzt machen wir das weiter. Wie erklärst du dir diese Weiterführung der Duldungspflicht bei der Bundeswehr? Ja, also das kann man jetzt auf verschiedenste Weisen erklären. Grundsätzlich wäre ich jetzt erstmal geneigt zu sagen, dass offensichtlich man etwas, was man einmal da drin hat, nie wieder rausnehmen möchte. Das kann ich auch belegen. Ich habe nämlich das Thema Influenza. Da gibt es jetzt inzwischen neuerdings auch Leute, die vor Strafgerichte kommen. Das gab es früher nie. Das Lustige daran ist, dass sich in den letzten Jahren immer nur 90.000 Soldaten gegen Influenza geimpft haben und ich vermisse ein bisschen die 90.000 Strafverfahren vor den Staatsanwälten für die, die sich nicht geimpft haben. Das vermisse ich so ein bisschen und das weiß das Bundesverteidigungsministerium auch sehr. Und vor allen Dingen hat auch im Jahre 2021 das Bundesverteidigungsministerium für 183.000 Soldaten nur 140.000 Impfdosen bestellt. Das wissen wir auch aus einer Regierungsanfrage. Das heißt also, es war gar nicht möglich, die Duldungspflicht durchzusetzen an 2021, weil es gar nicht genug Impfdosen gegeben hätte für alle Soldaten. Und trotzdem beharrt man auf einer Pflicht, auf einer Duldungspflicht. Das ist wirklich absurd und es sieht ein bisschen so aus, als wenn sie auch gar keine Daten dazu haben, ob überhaupt der Nutzen, den ja so eine Impfung quasi erzeugen soll, nämlich die Ausfallrate zu verringern, als wenn der gar nicht protokolliert wird. Das heißt also, das sieht nicht nur so aus, sondern sie haben es definitiv auch schriftlich mitgeteilt, das Bundeswehr. Wir haben gar keine Daten über Ausfallraten und darüber, ob die Impfung überhaupt hilft. Das haben sie gar nicht. Das heißt also, wenn man sich das mal so zusammen anguckt, dann haben sie was beschlossen. Aus irgendwelchen Kanälen wurde das eingefeuert und dann ist das jetzt mal da und dann lassen wir das jetzt auch da. Wir verteidigen das so lange, wie wir Deutschland verteidigen.
Also ja, ich hoffe, du hast damit jetzt keine... Lieber Tom, ich hoffe, du hast damit jetzt keine schlafenden Hunde geweckt, dass sich dann ab morgen 90.000 Soldaten bei dir melden, weil sie auf einmal Grippe geimpft werden müssen. Ja. Also tatsächlich gibt es bei den Soldaten sowas Ähnliches wie eine Gewerkschaft. Das ist der Vertrauenspersonenausschuss. Und dann gibt es den Gesamtvertrauenspersonenausschuss, das ist sozusagen der für alle in der Truppe und also für alle Bereiche, Heer, Marine und Flieger. Dieser Gesamtvertrauenspersonenausschuss wurde in 30 Jahren quasi nie bemüht, mit dem Bundesverteidigungsministerium zu streiten. Erstmalig war das am 22.11., weil die sich geweigert haben, die Covid-19-Impfstoffe in den Katalog, in die Liste mit aufzunehmen, in das Basisimpfschema. Und die haben verhandelt und verhandelt und am Ende hat der Gesamtvertrauenspersonenausschuss nicht die Stärke gehabt, das dann durchzusetzen, dass das nicht kommt und haben dann zugestimmt und haben aber gesagt, wir wollen aber, dass die Influenza-Impfung überprüft wird, denn da sich ja 90.000 Soldaten nicht impfen lassen pro Jahr, wissen wir ja, dass es eigentlich gar einen marginalen Mehrwert nur haben kann, geimpft zu sein. So, das haben die jetzt quasi so festgestellt und damit ist es amtlich. Und durch diesen Schlichtungsausschuss des Gesamtvertrauenspersonenausschusses ist klar geworden, dass Maßnahmen unternommen werden sollen. Und das haben die aber noch nicht gemacht. Also jetzt ist die Frage, wann nehmen sie die Influenza-Impfung, die keinen Mehrwert für die Ausfallraten hat, weil sie die gar nicht berechnen können, wann nehmen sie die aus dem Impfschema und auch wann nehmen sie die Covid-19-Impfstoffe raus? Und sie verteidigen das, als wäre das irgendwas ganz Tolles. Ja, so ist das halt, ne? Vielleicht auch noch hier an dieser Stelle zu erwähnen, dass natürlich auch der Fremdschutz bei den aktuellen Impfungen dort nicht gegeben ist. Dort muss ich ja eigentlich nur die Pfizer-Vizedirektorin Janine Small zitieren, die das ja eben aufgrund einer Nachfrage eines holländischen Reporters dann eben auch zugegeben hatte. Wohlgemerkt auch noch gleichzeitig mit dem Hinweis, logischerweise kann gar kein Fremdschutz gegeben sein, denn wir hatten ja gar keine Zeit, etwas Funktionierendes zu entwickeln. Und obgleich diese selbstentlarvende Aussage getätigt wurde, ist sich ein ARD-Faktenchecker nicht müde genug, auch das wieder als Lüge zu entlarven, dass man das jetzt hier verwendet als Argumentation und man geht dann so weit, dass man sagt, hey, es ist eine Lüge, dass kein Fremdschutz vorhanden war. Im Endeffekt, wenn man sich diesen Artikel dann ganz salopp durchliest, stellt man fest, dass sich dann im Umkehrschluss einfach auf Studiendaten, die seitens Pfizer sozusagen herausgegeben wurde, dass eben doch Fremdschutz gegeben wurde, sozusagen dann wieder stützt. Also es ist eine Lüge, wenn Janine Small das sozusagen sagt und wenn man das aufgreift. Pfizer hätte ja sozusagen eigene Studien herausgegeben, wo eben Fremdschutz postuliert wurde. Aber wir wissen auch, dass Pfizer genau der Konzern ist, der mit einer Milliardenstrafe, die höchste in der Geschichte der Pharmaindustrie, nämlich 2,3 Milliarden, an Strafe, sozusagen Strafzahlung verdonnert wurde. Also wir reden hier von einem eigentlich kriminellen Verein, der eben ja für das Schmieren von Wissenschaftlern, für das Fälschen von Studien schon bereits eine Strafe hatte. Und jetzt wird sich hier auch noch seitens unserer etablierten Leitmedien, Qualitätsmedien in Anführungsstrichen, auch noch auf solche Dinge gestützt. Das finde ich schon mal sehr interessant. Aber was ich eigentlich noch erwähnen möchte, wir sehen im Rahmen ja der Entwicklung des sogenannten Pandemievertrages, also sprich nur für den Zuschauer, die WHO als sogenannte supranationale Institution, die natürlich völlig undemokratisch ist und intransparent und natürlich als Vehikel benutzt wird, um eben private Interessen durchzusetzen. Das dürfen wir jetzt die letzten 3 Jahre insbesondere feststellen. Diese WHO strebt einen Vertrag mit Nationalstaaten an, wo eben die Souveränität der jeweiligen Nationalstaaten eben komplett aufgegeben werden wird, sobald die WHO anfängt, einen neuen Gesundheitsnotstand auszurufen. Der sogenannte Pandemievertrag ist ein hehres Ziel, was wir in den nächsten Jahr sehen werden. Aber im Zuge dessen und im Zuge des wachsenden Widerstandes gegen diesen Vertrag haben sich unter anderem Petitionen jetzt in letzter Zeit sehr hervorgetan. Ich persönlich, der schon länger aktivistisch ist, bin kein Freund von Petitionen, weil ich eben auch lernen durfte, dass diese Petitionen zumeist auch von NGOs mitfinanziert werden. Und wo es im Wesentlichen auch darum geht,
dass man Aktivisten, die guten Willens sind, gute Intentionen haben, natürlich zu einem Klick bewegen kann. Und sie haben eine gewisse Erfüllung darin, dass sie online mit einem Klick etwas irgendwie fürs etwas Gutes für die Welt beigetragen haben. Nichtsdestotrotz werden natürlich deren Daten auch gesammelt, wie von anderen Unternehmen auch. Will damit sagen, ich persönlich bin kein Freund von Petitionen. Nichtsdestotrotz dürften wir im Rahmen des Widerstandes gegen den Pandemievertrag auch feststellen, dass Petitionen sozusagen auch Vorteile und Auswirkungen haben können. Richtig. Und da würde ich gerne, dass du drauf eingehst. Also du hast ja kaum Luft geholt. Ich wackel hier schon auf meinem Stuhl hin und her. Ich kann dazu auch gleich was sagen. Es gab ja jetzt vor kurzem die Petition gegen den WHO-Pandemievertrag, den du gerade eben so lebhaft geschildert hast, der nie kommen wird, also oder der nie seine Wirkung entfalten wird. Da bin ich fest überzeugt von. Da muss man sich gar nicht so große Gedanken machen. Aber man sollte natürlich aufmerksam bleiben und gewisse Aktivitäten mitentwickeln, wenn es nötig ist. Diese Petition habe ich in meinem Telegram-Kanal unterstützt und viele andere auch. Und die schoss dann innerhalb von 2 Tagen von 2000 Petenten, die da unterzeichnet hatten, auf über 50.000. Jetzt ist sie, weiß ich nicht, bei 70.000. Und damit ist das Quorum, das sogenannte, ist dann erfüllt und dann wird es zu einer öffentlichen Anhörung. Ehrlich gesagt, Petitionen sind kompletter Müll. Das ist kompletter Restmüll, der sozusagen kanalisiert werden soll. Petitionen, die nicht beim Bundestag.de eingereicht werden, sind Doppelmüll. Der stinkt auch noch. Weil ich habe jetzt zum Beispiel von einer aus dem Petitionsausschuss gehört, wenn man eine Petition über irgendeine andere Plattform angestrebt hat und 100.000 Leute mitgezeichnet haben, was ja viel ist, das gab gerade so einen Fall, da hat der Bundestag gesagt, nö, also das akzeptieren wir nicht, du musst die Petition bei uns nochmal neu starten. Und damit war das dann vom Tisch. Und im Grunde genommen ist es so, ich habe jetzt auch nochmal, weil ich einfach Bock hatte, eine Petition zu machen, ich habe eine Petition für die Bundeswehrsoldaten gestartet am 13. Juni, nee, am 12. oder 13. Juni und habe die online gestartet bei bundestag.de und habe gesagt, ich möchte die Streichung der Covid-19-Impfstoffe aus dem Basisimpfschema der Bundeswehr. Und dann hat es eine Woche gedauert, dann habe ich schriftlich Post bekommen von denen, dann haben sie gesagt, ja, ist eingegangen, dann hat es nochmal 2 Wochen gedauert, dann haben sie mir geschrieben, ja, ist abgelehnt, wir möchten den Fall abschließen. Ich habe dann Beschwerde eingelegt, weil sie gesagt haben, es hätte schon mal ein anderer Petent gegen den Impfzwang eine Petition eingereicht. Und ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich durch meine Petition, wenn ich aufrufe, 100.000 Petenten kriege und dann eine öffentliche Anhörung erreiche. Das wissen die auch. Das wissen die ganz sicher auch. Und haben es abgelehnt. Und ich habe das Schreiben jetzt auch gerade erst letzte Woche bekommen. Oder Anfang dieser Woche habe ich es bekommen. Und da steht dann drin, dass die andere Petition nur 317 Mitzeichner hatte und dass man das Bundesverteidigungsministerium gefragt hat, Impfzwang bei den Soldaten abzuschaffen, wäre nicht angemessen, wegen Fremdschutz und gefährlich und im Einsatz und bla, blub, bla, Schwurbel um 3 Ecken. Und deswegen wäre meine Petition wäre ja quasi wortgleich oder genauso und deswegen könnte man meine Petition nicht behandeln, denn die sei ja schon behandelt worden. Also so wird da jetzt auch noch getrickst. Ich habe eine Beschwerde eingelegt. Ich bin sehr gespannt, habe auch eine Frist gesetzt. Bin sehr gespannt, ob da was kommt, weil ich hätte ja gerne das Quorum über 50.000 mal erfüllt und dann wäre ich persönlich hingegangen. Aber auch wenn ich persönlich hingehe und dann als Hauptpetent meinen Wunsch dort vortrage, das kann ich ja machen, dann sind da die Regierungsverhältnisse im Petitionsausschuss und die empfehlen am Ende irgendwas. Und selbst wenn Sie mir jetzt folgen und sagen, ja, das, was der Lausen da gesagt hat, das ist alles richtig und wir empfehlen dem Bundesverteidigungsministerium ganz dringend, dass sie die Streichung der Covid-19-Impfstoffe jetzt durchführen, dann hat das Bundesverteidigungsministerium dazu wahrscheinlich keine große Lust und wird es nicht durchführen. Das bedeutet, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, lieber Tom, du musst dir quasi, wenn du eine Petition einreichst, beim Bundestag direkt selbst die Bestätigung oder die Erlaubnis holen, die können es von vornherein ablehnen. Eigentlich als souveräner Bürger müsstest du doch sagen können, Bundestag, ist mir scheißegal, was ihr da davon haltet. Ich mache das jetzt einfach auf eurer Seite. Es ist mein Recht. Ihr müsst mir das zur Verfügung stellen, weil ihr werdet von mir als Bürger bezahlt. Und wenn ich dann die 100.000 zusammenkriege, ja, dann trage ich das vor und dann müsst ihr zur Not, dann gibt es halt dauernd Netzwerkfehler. Ja, die gibt es sowieso, das hatten wir ja auch schon, aber der Umstand ist doch der,
der Bürgerwille, wenn man da eine Volksabstimmung erzwingen könnte, das wäre doch ein rein demokratischer Ansatz. Aber das alles wird von vornherein, so wie du es gerade geschildert hast, von vornherein werden die Möglichkeiten, da wird der Hahn zugedreht, dass es gar nicht so weit kommt. Ja gut, das ist ja einfach. Also im Grunde genommen musst du dir ja auch vorstellen, da kommt ja auch viel Quatsch rein. Ne? Also du musst ja überlegen, was glaubst du, was die Leute da so alles eintragen und was sie für Petitionen sich wünschen? Und ich habe ja gesehen, was für schwachsinnige Petitionen tatsächlich dann irgendwie 10 oder 12 Mitzeichner haben und die sie freigegeben haben. Und die haben bei meiner schon sehr genau überlegt, die haben sich angeguckt, wer ist das und welche Möglichkeiten hat der? Und wenn ich tatsächlich ganz schnell über 50.000 Leute kriege, dann haben die ja ein Problem da, dann müssen sie das ja verhandeln. Und deswegen haben sie immer das Mittel des Aussortierens von Quatsch-Dingen. Das habe ich natürlich, bei mir ging das nicht. Und dann haben sie das Mittel der Doppelung. Ne? Das ist sozusagen, diese beiden Mittel haben sie, um quasi deine demokratischen Möglichkeiten, von denen man immer glaubt, dass man sie hätte, aber hat man nicht. Und es ist sowieso Bullshit. Also es ist wirklich, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, brain fuck. So, das ist nichts anderes als das, aber wir können ja mal das Spiel mitspielen, ne? Und dann können wir einfach mal uns Gehör verschaffen vor dem Petitionsausschuss. Das wird ja dann auch live im Fernsehen übertragen oder glaube im Parlamentsfernsehen auf jeden Fall. Und dann könnte man das ja mal machen. Aber ich habe jetzt erstmal Beschwerde eingelegt und ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man behaupten kann, es sei eine Doppelung, weil will nicht den Impfzwang abschaffen, ich will die Streichung der Covid-19-Impfstoffe aus dem Basisimpfschema. Das ist was völlig anderes. Das ist einfach nur eine Behauptung und natürlich ist das schlecht. Also man könnte jetzt sozusagen demokratische Möglichkeiten und Tools könnte man dadurch blockieren, dass man bestimmte unliebsame Sachen einfach selbst als Petition von irgendwelchen Trollen einstellen lässt und dann sagt, nö, abgelehnt und damit hat man die Doppelung. So wird es wahrscheinlich auch gemacht. Also das ist jetzt nur eine Verschwörungstheorie, aber... Das erinnert mich aber ganz stark an das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Paragraph 39, wo drin steht, ich glaube in Absatz E, dass das Bundesverfassungsgericht juristisch korrekte Bundesverfassungsbeschwerden ohne Begründung einfach so ablehnen darf. Ja. Oder kann. Und das hat ja eine echte Tragweite. Das hier mit den Petitionen ist ja eh Quatsch. Also ich glaube, das ist einfach. Richtig. Richtig. Nur beim Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist es halt so, man muss halt wissen, dass lediglich 2% aller Bundesverfassungsbeschwerden angenommen werden. Ja. Und das ist natürlich ein Punkt, wo sich das Bundesverfassungsgericht an unliebsame Verhandlungen ganz elegant dran vorbeimogeln kann. Bei einer Petition ist es ähnlich, aber wie du selbst schon gesagt hast, es ist ja auch nur eine Bittstellung. Aber ein Punkt, der fällt mir noch ein, der ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Aber wir können sie zwingen, immer dreister zu lügen und sich immer mehr zu blamieren. Und ich glaube, von dieser Möglichkeit sollten wir alle so viel es geht Gebrauch machen. Ja, Frankie hat noch eine Wortmeldung. Bitte, Frankie. Genau, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil das würde mich nochmal zur abschließenden Frage auch bringen, oder beziehungsweise zur vorletzten Frage, wie man sich hier auch vor statistischen Manipulationen schützen kann. Aber ich wollte auch nochmal das erwähnen, wie gesagt, mir war es wichtig, dass Tom hier das nochmal die Möglichkeiten der Petitionen erwähnt, dass das ein Mittel sein kann und wie er es hier sozusagen angegangen ist. Das war nochmal sehr wichtig. Insofern danke, dass du das nochmal erklärt hast. Deswegen nochmal, hast du einige Tipps für den Zuschauer, wie man sich auch vor statistischen Fehldeutungen, Manipulationen im Allgemeinen schützen kann? Ja, also das sind ja nicht alle irgendwie zahlenaffin. Deswegen sollte man eigentlich nur auf ein ganz einfaches Signal achten, wenn etwas sehr laut daherkommt. Also das haben wir jetzt mit dem Hitzeschutzgesetz, das ist ja sehr laut gewesen. Corona war sehr, sehr laut. So verschiedene andere Sachen, die sind ja auch sehr laut. Das kam dann aus dem Nichts, dass das irgendwie verschiedene andere Bestrebungen gibt. Jetzt kommt sehr laut die Regenbogenflagge um die Ecke. Dann ist immer zumindest, das sind ja keine Zahlen, aber dann sind zumindest immer, also da muss man sich ja fragen, wieso Konzerne das in die Welt bringen und nicht die Menschen von der Basis aus selber, sondern es kommen auf einmal Konzerne wie DHL und ich fahre da vorbei oder Rewe oder Moja-Taxi und so, da finde ich dann irgendwelche Regenbogenflaggen überall geflaggt und viele andere Konzerne.
Wenn das so laut daherkommt, dann gibt es Gründe, das zunächst einmal mit sehr großer Vorsicht zu behandeln, finde ich jedenfalls. Das mag ja am Ende alles dann sich seine Richtigkeit haben, aber die Lautstärke macht schon viel aus. Und der zweite Punkt ist, wenn Dinge sehr häufig wiederholt werden, beispielsweise sagt Herr Scholz und auch andere immer der menschengemachte Klimawandel, das ist immer dieses Menschengemachte, das ist so wichtig in der Betonung, das sagen sie alle, dann ist das auch eine gewisse Lautstärke und eine Wiederholung. Das heißt also, diese Dinge, und wir haben ja auch, was mir im Moment auffällt, wenn ich das mal sehe, der brutale russische Angriffskrieg, der wird ja auch so immer genannt, da darf man ja nichts zu sagen und da möchte ich auch eigentlich gar nichts zu sagen. Ich kann nur erwähnen, dass die Politiker das so sagen und dass das so erwähnt wird. Und ich habe auch nichts dagegen, dass sie das machen, aber ich finde, es sind auch gute Hinweise, die man dadurch bekommt, was gesagt wird. Und auf das sollte man achten, da muss man gar nicht auf Zahlen achten, sondern es geht eigentlich immer nur in dem Moment, wo jemand mit einer besonders wichtigen Sache wiederholend oder laut daherkommt oder beides, ist das eigentlich immer ein interessantes Signal, dass man, mit dem man als Mensch irgendwie anfangen sollte zu arbeiten. Ist ein erstes Indiz dafür, aber für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, da gibt es keinen einfachen Weg. Da muss man knallhart sagen, Leute, dann müsst ihr Statistiken lesen, das ist Arbeit. Da müsst ihr Zeit rein investieren. Ja, also das kann, wie gesagt, nicht jeder. Dann muss man sich schon darauf verlassen, was man kriegt. Also ich meine, der brutale russische Angriffskrieg, wenn man das so hört, dann ist das ja etwas, was verschiedene Adjektive hat. Letztlich kann ich da nicht hingehen und mir das genau angucken, sondern ich bin ja auch darauf angewiesen, welche Informationen ich zur Verfügung bekomme und könnte also wahrscheinlich gar nicht, ich weiß ja nicht mal, was im Zimmer meiner Kinder so ungefähr passiert oder beim Nachbarn, so kann ich das ja auch nicht wissen. Und dann muss ich erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das so ausgesprochen wird. Und kann jetzt auch nicht sagen, nee, also da ist ja irgendjemand eigentlich immer ganz nett gewesen und der ist schlau und so weiter. Und das kann ja nicht sein, dass das so ist. Das kann ich nicht behaupten, weil ich es nicht weiß. Das heißt also, das ist eigentlich das, was ich mache. Ich gucke mir die Dinge an und wenn ich sie nicht selbst untersuchen und aufklären kann, dann kann ich auch darüber nichts sagen. Also dann kann ich auch nicht mitreden. Ich kann auch nicht über den Klimawandel was sagen. Außer marginale Dinge, die ich mir privat dann versuche anzueignen, aber ich kann da wissenschaftlich gar nichts zu sagen. Ich freue mich über jeden Sommer, der da ist, weil der Sommer eigentlich schön ist. In Hamburg ist es immer nicht so schön. Wir haben hier sehr viel Regen und es gibt Gegenden in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg oder in Sachsen, wo das Wetter immer schön ist, auch im Sommer. Und einige mögen das vielleicht nicht, weil es warm ist. Ich finde es toll, andere nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich mit der Frage des Klimawandels auseinandersetzen kann. Womit ich mich auseinandersetzen kann, sind die Hitzetoten. Das kann ich wieder genau sehen. Die Hitzetoten gibt es nicht. Also die, die jetzt hier auch vom RKI genannt werden, die gibt es so nicht. Das ist einfach nur eine dreiste Behauptung, die da vonstatten geht, die aber in den Daten sich nicht widerspiegelt. Also man muss ja auch irgendwie eine Datenbasis haben und es gibt ja ganz klare ICD-Codes für Hitzetod und Hitzetod kann verschiedene Merkmale haben. Muss ich mal eben auflisten. Sieht man mich noch? Ja. So, Moment, dann mache ich mal eben ICD-Hitze. Muss ich mal einmal, das habe ich natürlich nicht so parat. Schäden durch Hitze, da gibt es verschiedenste Dinge. Da gibt es den T67.0, Hitzschlag und Sonnenstich. T67.1, Hitzesynkope, also so eine Art Kollaps durch Hitze. Dann gibt es T67.2, Hitzekrampf. Dann gibt es T67.3, Hitzeerschöpfung durch Wasserverlust. Das ist dann auch der Volumenmangel vielleicht einhergehend damit. Dann T67.4, Hitzeerschöpfung durch Salzverlust. T67.5, Hitzeerschöpfung nicht näher bezeichnet. 6, Passagiere Hitzeermüdung vielleicht, keine Ahnung. Dann 7, Hitzeödem. T67.8, sonstige Schäden durch Hitze und Sonnenlicht. Und dann T67.9, Schäden durch Hitze und Sonnenlicht nicht näher bezeichnet. Also wenn wir jetzt so viele Codes haben, für diese Hitzediagnosen, dann würde ich erwarten, dass ein Arzt und auch ein Krankenhaus, gerade ein Krankenhaus bei Todesfällen, das auch kodiert.
die werden ja jetzt nicht Schenkelhalsbruch kodieren. Und am Ende kann man sagen, alle, die einen Schenkelhalsbruch hatten, als es warm war, sind jetzt Hitzetote. Das kann man ja nicht machen, weil die wären sonst ja nicht hingefallen. Also das könnte man jetzt versuchen zu behaupten. Wenn ich also diese Codes in den Krankenhausdaten der deutschen Krankenhäuser suche, dann komme ich auf 13 Todesfälle, die also echt in verschiedenen Altersgruppen im Zusammenhang stehen mit diesen eben aufgelisteten Hitzekodierungen. Und das sind diejenigen Todesfälle, die dann auch richtig sind. Also da gibt es auch gar kein Missverständnis. Also man kann ja nicht missverstehen als Arzt, wenn jemand mit einem Zusammenbruch wegen Hitze in der Hitze kommt, dann ist das eine Hitzesynkope. Und oder wenn er einen Hitzschlag oder einen Sonnenstich hat, dann ist das ein Hitzschlag oder Sonnenstich. Und wenn er deswegen stirbt, dann wird er nicht angeben, der hat sich dabei den Arm gebrochen und der ist am Arm gebrochen oder Corona, sondern der wird das kodieren. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Gründe, jetzt irgendeine andere Zahl zu behaupten, so wie das RKI das jetzt macht. Ich weiß nicht, wo sie diese Zahlen hier haben von 600, 700, keine Ahnung, wie viele Tote jetzt schon wieder da gewesen sein sollen. Das bringen mit Hitze-Dashboard, das ist alles, also aus meiner Sicht ist das alles schwierig nachzuvollziehen. Also hier oben drin kann ich das gar nicht nachvollziehen, weil ich ja die Codes habe. Ich habe ja alles da. Ist ja alles vorhanden. So, aber du bist ja jetzt der Datenanalyst, du bist da Profi. Nur jemand, der das in den Nachrichten hört, das ist mir persönlich jetzt auch passiert, weil ich nämlich mal 4 Tage lang habe ich gesagt, kein Smartphone, ich will mal keine scheiß Nachrichten hören, weil das zieht einen ja auch runter. Aber ich habe dann die Tochter meiner Freundin, habe ich dann halt von der Schule abgeholt und auch mal zum Arzt gefahren. Da habe ich dann Rockland angehabt und das war letzten Donnerstag, da höre ich im Radio, ja, 48 Grad in Italien. Und da habe ich gedacht so, boah, wow, ist das heiß. Und dann war ich am Samstag beim Frankie auf der Geburtstagsfeier und da habe ich dann mitbekommen, hast mitbekommen, die haben da die Bodentemperatur durchgegeben und dann habe ich mich geärgert. Aber in dem Moment, wo ich die Nachricht im Radio erstmal gehört habe, hat es erstmal bei mir, naja, Angst, aber Bedenken. Ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Oh, wow, das ist ja schon ganz schön warm. Wie kann, wenn ein Zuschauer jetzt hier unsere Sendung sieht, wie kann man mit dieser Angst umgehen? Was wäre da dein Tipp? Ja, also ich meine, in der Vergangenheit hatte man ja Masken bei 37 Grad tragen müssen und jetzt ist es ja mit Hitze sehr weit. Also man kann ja einfach, wenn man nicht 5 Jahre zurückgucken kann und sehen kann, dass es hier eigentlich nicht großartig heiß war, sondern nur mal ein paar Tage Sommer war, dann hat man ja eine Vorstellung, wie es war. Aber wenn man nur ein Jahr zurückgeht, sieht man ja, dass die Schulkinder Masken tragen mussten, als 37 Grad waren und jetzt ist es anders. Wenn diese Dinge also sich so grob verändern, ist das ja entweder laut oder wiederholt anders und das wird ja immer wiederholt, Hitzetote, 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 dann finde ich, kann man das durchaus irgendwie einordnen. Ne? Also das, und du hast ja gesehen, dass du es wahrscheinlich gar nicht gemerkt hättest. Und auch die Italiener haben ja jetzt irgendwie nicht hier in großer Form, sind die ja nicht umgefallen und tot gewesen. Das hätte man ja dazu berichten können. Man hätte ja zeigen können, wie die alle auf der Straße umkippen. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist da tatsächlich was dran. Aber so ist es ja nicht. Also ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Und klar, ich habe natürlich eine Vorstellung davon, aber für mich ist das irgendwie... Ich kann nur sagen, der beste Tipp ist, um sich vor dem Hitzetod zu schützen, den Fernseher auszumachen und das Radio und die Zeitung wegzuschmeißen und vielleicht tatsächlich mal einfach nur in den Wald gehen und sich mal zu erden, um dann zu sehen, dass es eigentlich ganz schön sein kann, auch mal barfuß im Wald zu gehen oder dass man auch die Sonne genießen kann, die ja auch durchaus gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und nicht die Sonne zu verteufeln, weil es ist echt herrlich. Der Sommer ist schön, man kann schön Aperol trinken abends. Und kann dann so ein bisschen angeheitert in den Sonnenuntergang gucken oder einen Wein oder sonst was. Das sind doch die schönen Dinge im Leben. Und wer Fernsehen guckt, hat das nicht. Ne? Der hat das Problem, dass er damit, da nützt der Aperol dann auch nichts mehr. Also ich kann nur empfehlen, ihr habt es gehört, ganz nach Peter Lustig irgendwann auch mal abschalten. Und ich sehe, denke ich, da auch noch ein Wort. Also ganz ehrlich, ich kann nur empfehlen, den Fernseher komplett aus der Wohnung zu entfernen. Der verbraucht ja auch Strom, wenn er auf Standby ist und das ist ja sehr teuer geworden mit dem Strom, weil wir ja auch ein bisschen auf die Energiewende sparen müssen und deswegen ist der Fernseher vielleicht eigentlich ein gutes Mittel, um mitzusparen. Also das wäre wirklich das beste Mittel und auch das Radio, auch wirklich da kommt ja so viel Strommüll raus, so nenne ich das jetzt mal, dass man einfach sagen kann, das ist, eigentlich braucht man nicht und vielleicht kann man es
weiß ich nicht, irgendwie, also Recyclinghöfe nehmen das ja umsonst an. Das muss man ja nicht mal bezahlen. Und auch wenn man 2.000, 3.000, 4.000 Euro ausgegeben hat, was ich auch immer nicht nachvollziehen konnte, also Fernseher, die ich früher hatte, haben maximal 500 Euro gekostet. Ich hatte nie so einen teuren Fernseher, aber ich kann das ja verstehen. Man guckt da ja auch immer hin. Ne? Wenn der an ist, leuchtet der ja auch so schön und dann guckt man da ja auch immer hin. Und das fasziniert Leute natürlich, wenn sie abends um 7 dann irgendwie kaputt sind, dass sie dann irgendwie den ganzen Abend 5 Stunden... Ach so, der Medienkonsum übrigens, das wollte ich noch sagen. Das halte ich für wichtig. Ich habe mich jetzt mit der Frage beschäftigt, ich habe das auch in meinem Telegram-Kanal gepostet, weil das jemand als Vortrag gehalten hat. Empfehle ich sehr, nochmal in mein Telegram, ich glaube, der letzte Vortrag ist das. Man muss sich ja mal überlegen, wenn wir nicht rausgehen, wie entsteht eigentlich das Bild über die Welt da draußen, das wir in unserem Kopf haben. Und das Bild kann ja nur in unserem Kopf entstehen. Also entweder entsteht es dadurch, dass wir rausgehen und an jeden Ort gehen, den wir, über das wir ein Bild haben wollen. Also ich gehe jetzt zum Beispiel nach Hamburg und gucke mir das da an und habe dann aber auch nur ein temporäres Bild. Ne? Also wenn ich mir jetzt bestimmte Sachen, Prüfungsaufgaben gestellt habe, ich will wissen, ist diese Problematik da, ist jene Problematik da, ist der Fußboden 48 Grad oder ist er weniger, dann kann ich das jetzt entweder selbst versuchen herauszufinden und kriege dann einen kleinen Ausschnitt, kann das jeden Tag machen, dann kriege ich einen besseren Ausschnitt. Aber letztlich kommt in meinen Kopf ja nur das rein, was ich mir vorstelle, was ich sozusagen in meinen Kopf reinlasse. Und wenn ich sehe, dass wir in Deutschland einen Medientageskonsum haben von über 10,5 Stunden laut Statistischem Bundesamt, der in Corona-Zeiten nochmal angestiegen ist, 10,5 Stunden, davon sind alleine 213 Minuten Fernsehen, dann sind wir ja schon bei 3, 3,5, 4 Stunden Fernsehen tatsächlich im Durchschnitt, ne, muss man sagen, jeder, also auch einer, der 0 guckt, dann guckt ein anderer 6 Stunden. Das führt ja dazu, dass wir die Bilder, die wir sozusagen für die Wirklichkeit aufnehmen müssen, um irgendwie ein Bild zu haben, die bekommen wir ja aus den Medien. Das heißt also, die Medien sind ein ganz entscheidender Punkt, wie unsere Vorstellung davon ist, was Wirklichkeit bedeutet. Und in dem Moment, wo ich die Wirklichkeit mir zutragen lasse aus dem Fernseher von ARD und ZDF und Konsorten, kriege ich das Bild, was die möchten, dass ich über die Wirklichkeit habe. Und dass wir wissen, dass sie viele Fragestellungen einfach so wie jetzt diese Hitzesache beantworten, dass wir jetzt irgendwie im ersten Moment, so wie du jetzt auch, geglaubt haben, die Wirklichkeit wäre, dass es dort 48 Grad ist. Und das könnte ja, weil sie das ja vorher in deinem Kopf erzeugt haben, das könnte ja auch mit dem Klimawandel zu tun haben, ist da vielleicht doch was dran. Dann entsteht in deinem Kopf eine Wirklichkeit, die da eigentlich nichts zu suchen hat, weil du das quasi ja, nimmst es ja auf. Und wenn du das den Fernseher ausmachst und auch Medien komplett ausschaltest, also die jetzt zumindest erstmal so einfach nur dir übermittelt werden, ohne dass du selbst entscheiden kannst, was du da bekommst, kannst also nicht hingehen und sagen, ach, ich will das nicht sehen und ich gucke jetzt was anderes. Du kannst zwar umschalten, aber das ist ja sehr einheitlich, was da dann kommt. Dann entsteht in deinem Kopf ein Bild und deswegen gibt es auch unterschiedliche Wirklichkeiten für die Menschen da draußen. Das ist ja, was wir vorhin hatten. Die einen sagen, ich weiß gar nicht, was du hast, wie, du bist eingeschränkt worden und hast dich nicht impfen lassen. Und die anderen sagen, wie, du hast dich impfen lassen und du hast gar nicht mitgekriegt, dass das gar nicht gut überprüft ist. Da sind ja zwei völlig unterschiedliche Wirklichkeiten dann im Gange und das führt natürlich dazu, dass ja, also dass natürlich da eine Diskrepanz eine gewisse ist, die auch nicht so leicht aufgelöst werden kann, es sei denn, man geht in die Wirklichkeit und hält sich ein bisschen auch mit den Leuten zurück, die vielleicht eine andere Wirklichkeit in ihrem Kopf haben. So, das ist halt meines Erachtens das Entscheidende, dass der Medienkonsum, also den Fernseher bitte ausstellen, dauerhaft und nach draußen. Und selbst wenn man Kinder hat und sagt, ich muss meine Kinder irgendwie beschäftigen, dann hat man eigentlich schon ein großes Problem, weil das sind ja die Menschen, die uns in 20, 30 Jahren sagen, wie wir zu leben haben. Und wenn man die quasi davor setzt und eine Wirklichkeit erschafft, die sie gar nicht überprüfen wollen oder können, kleine Kinder wollen noch keine Wirklichkeit überprüfen, die gehen einfach raus und das ist die Wirklichkeit. Und wenn die aus dem Fernseher kommt, ist das die Wirklichkeit. Und diese Leute, diese Menschen sind in 20, 25, 30 Jahren, wenn sie jetzt 5 sind, dann sind die quasi im vollsten, in ihrer vollsten Kraft. Und wir, ich weiß ja nicht, ihr seid ja noch ein bisschen jünger als ich,
vermute ich mal, dann sind wir vielleicht 70, 60, 70, 80 und dann müssen wir uns von denen sagen lassen, wie wir uns in der Wirklichkeit einzufügen haben. Und das ist ja auch okay, ist ja auch von Generation zu Generation okay, nur wenn wir jetzt denen sozusagen die Möglichkeit geben, vor den Fernsehern die Wirklichkeit, die es gar nicht gibt, so wie sie uns dargestellt wird, aufzunehmen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir in der Zukunft dann auf einmal, wenn wir dann schon im Rollstuhl sitzen oder irgendwie im Pflegeheim, wenn wir dann irgendwie völlig alleine gelassen werden, an irgendeinen Roboter angeschlossen werden oder sonst irgendwas, also mir fällt da jetzt gerade nichts ein, oder von einer Drohne überwacht werden, dann hat man diese Wirklichkeit so erschaffen und da kann ich nur sagen, nö, mach ich nicht mit. Das müssen wir nicht mehr. Und das kann man ganz einfach lösen, das Problem, indem man sich einfach nicht mehr vor den Fernseher setzt. Es ist wirklich eine ganz einfache Lösung. Das ist wirklich so einfach. Und das ist ja das Schöne, dass das jeder kann. Genauso wie mit dem Cookie-Banner. Bitte ablehnen. Das ist ganz einfach. Man denkt immer gar nicht, dass man doch so viele Möglichkeiten hat. Doch. Und es ändert sich alles. Das war mein Wort zum Sonntag. Oder hast du noch eine Frage? Das ist super wichtig, dass du uns zum Abschluss beziehungsweise die Zuschauer nochmal darauf hinweist, wie wichtig es doch ist, quasi die Abstinenz vom Fernseher zu haben, beziehungsweise auch vom Radio. Für mich persönlich ist Fernsehen voll 80er. Ich habe seit über 17 Jahren ebenfalls keinen Fernseher mehr. Ging vielleicht auch damit einher, dass man irgendwann mal auch lernen musste, mal zu sich selbst zu finden, auch das Alleinsein mal zu lernen. Das ist super wichtig, nicht umsonst, weil die Menschen sich offenbar so sozial isoliert fühlen und kaum miteinander reden, brauchen sie ständig irgendwie eine Ablenkung, brauchen sie irgendein Gedudel im Hintergrund, irgendeine Lautstärkequelle muss da sein, damit sie nicht das Gefühl haben, sie sind alleine irgendwo, weil sie einfach nicht gelernt haben, allein sein zu können. Das ist meines Erachtens der Effekt auch vom Fernseher. Und nicht umsonst steht diese Kiste, diese Flimmerkiste in jedem Wohnzimmer seit den 50er Jahren, wo von jung bis alt wirklich jeder da reinklotzt und wie Thomas gerade gesagt hat ganze Weltbilder dadurch geformt werden und etabliert werden. Das ist sehr tragisch, wenn man eben die Welt nur aus dem Fernseher kennt und dann nicht reist, nicht die Menschen persönlich kennenlernt und nicht lernt, mit dem Herzen zu sehen sozusagen und diese vorgefilterten Informationen mal beiseite zu lassen. Also sehr wichtig, dass du uns nochmal darauf hingewiesen hast. Auch wichtig, dass du nochmal vor der nächsten Sau jetzt hier gewarnt hast, die durchs Dorf getrieben wird, nämlich die Manipulation der Hitzetoten, dass das wieder das nächste Szenario ist, wo uns Angst gemacht wird. Auch vorhin nochmal hast du sehr wichtige Dinge gesagt, nämlich diese... Weiß ich gar nicht. Meinst du, das nimmt irgendjemand ernst? Also ich meine, bis auf Thomas natürlich. Nach dem ganzen C-Wahnsinn der Ukraine-Lieferung so viele Dinge. Bei Thomas weiß ich, dass er das ernst nimmt und ich glaube auch, dass wir ihm, ich habe da auch einen guten Vorschlag, ich würde sagen, bei Thomas machen wir es so, ich werde versuchen, Herrn Pistorius mal anzurufen und zu fragen, ob der einen Soldaten abstellen kann, der dich täglich anruft, dass du was trinkst. Das wäre doch mal was. Also, aber dann bitte kein Bier. So sieht's aus. Das genau. Also wie gesagt, super wichtig, dass du auch nochmal die Potenziale die Mittel der Manipulation vorhin nochmal erwähnt hast, nämlich die aus dieser Penetranz, aus dem Lautwerden von Informationen sozusagen besteht, wo man hellhörig werden sollte. Sehr wichtig auch nochmal für den Zuschauer, möchte es nur nochmal rekapitulieren. Und natürlich auch ein weiteres wichtiges Mittel der Propaganda, wie Edward Bernays es sozusagen auch etabliert hat, nämlich die Wiederholung. Immer wenn etwas dauerhaft wiederholt wird, sollte man vorsichtig sein. Deswegen funktionieren auch Werbeblöcke oder Werbung im Generellen schon seit Ewigkeiten, weil es eben funktioniert, wird es gemacht, weil sich Wiederholung in den Köpfen festsetzt und einen Effekt erzeugt. Also wichtig nochmal, danke dafür, dass du den Zuschauern das mitgegeben hast und natürlich übergeordnet, trotz aller Empirik, trotz aller Differenziertheit, trotz allem Herstellen von Kontext auch, was sehr wichtig ist, natürlich immer auch den gesunden Menschenverstand oben behalten. Also meine Oma, die braucht keine empirischen Daten, um festzustellen, ob Politiker lügen oder nicht. Die spürt das einfach. Das genau. Ist noch der Tipp, den ich hier loswerden möchte. Wenn man spürt, dass etwas falsch ist, nicht mitmachen, ganz einfach. Vielleicht magst du es nochmal ergänzen, lieber Tom. Ja, genau, also ja, das sehe ich genauso. Also da muss ich ja gar nichts zu sagen. Das ist eigentlich, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist die Veranstaltung von Demonstrationen, die ist ja im Grunde genommen immer angewiesen auf einen Veranstalter, was ja auch die ganze Sache sehr angreifbar macht. Und die Aufrufe zu Boykotten ist ja auch genau das Gleiche. Solange die Menschen nicht aus ihrem inneren Gefühl heraus, aus ihrer inneren Anbindung, aus ihrer
eigenen, aus ihrem Gespür heraus Dinge entscheiden, wird das nichts. Ich sage jetzt mal Brand Spa, vielleicht kennt das noch jemand. Das war mal eine Bohrplattform von Shell. Und die war dann irgendwie in so einem Umweltdesaster explodiert und dann lief das ganze Öl ins Meer und das war natürlich für alle ganz schlimm und es ist natürlich auch ganz schlimm für die Tierwelt und für uns alle, haben wir jetzt alles schon wieder vergessen. Und dann wurde aufgerufen, ich glaube damals von Greenpeace, Shell zu boykottieren. Und das haben dann alle irgendwie 2 Wochen gemacht und dann haben alle gesagt, ja super, aber dann sind sie zur Arbeit gefahren und gesagt, oh, da ist ja leer, ich fahre auf die Shell. Und das sind meines Erachtens, das wird so mit uns Menschen nicht funktionieren, sondern man muss es von sich aus dann auch machen und im kleinen Anfang, und das im kleinen Anfang ist den Cookie-Banner, der sagt, bitte stimmen Sie den Cookies zu, den lehnt man jetzt ab und dann lernt man auch, dass man bestimmte andere Dinge eben sensibel auf einmal spürt und sagt, oh, das lehne ich jetzt auch mal ab, das mache ich jetzt auch nicht mit. Also ich habe zum Beispiel, ich war auf einer Veranstaltung und sollte dann in einer Liste meine Adresse noch eintragen und also so wie man es nicht macht und meine Unterschrift. Und da habe ich gesagt, ich bin hier auf einer Veranstaltung, ich möchte jetzt nicht meine Adresse bekannt geben und ich möchte auch keine Unterschrift leisten, weil wofür brauche ich die denn? Und dann habe ich eine Sonne hingemalt, das ist ja dann auch wie eine Unterschrift. Und wollte damit aber eigentlich nur sagen, dass man im Grunde genommen immer überlegen sollte, welcher Sache man eine gewisse Zustimmung gibt. Und auch wenn ich eine Maske trage, gebe ich ja auch eine Zustimmung. Und jetzt kann man sagen, das mache ich, um der Konfrontation mit dem Staat aus dem Weg zu gehen. Oder ich mache das nicht mit, dann muss ich vielleicht Repressalien hinnehmen und dann muss ich das eben auch mal erleben. Das kann man natürlich selbst für sich entscheiden. Ich würde das niemandem empfehlen, weil das durchaus schwierig ist, denn viele Leute, die jetzt auf Demonstrationen zwar verpflichtet waren, eine Maske zu tragen angeblich, die haben dann so 150-Euro-Verfahren an der Backe und ich sehe ja diese Verfahren dann auch und dann sehe ich, dass da einfach gar keine Berufungsmöglichkeit ist, sodass der Amtsrichter dann wilde Sau spielen kann und sagen kann, ist mir doch egal, du kannst ja eh nichts dagegen machen, du zahlst das jetzt. Und so wird es dann auch in der Reihe durchgeführt in der Regel und damit hat eigentlich, ich habe schon Leute weinen sehen, die dann einfach keine Maske tragen wollten und auch nicht konnten und Atteste hatten und was auch immer, keine Ahnung, und dann vor Gericht saßen und dann nicht mal in den Gerichtsraum reingehen wollten, weil sie gesagt haben, ich trage einfach keine Maske. Und dann hat der Anwalt kam dann raus in einem Fall und hat gesagt, ich muss leider hier irgendwie den Antrag zurücknehmen, sonst wird es einfach echt teuer. Und dann unter Heulen dann der Antrag zurückgenommen wurde und dann 150 € zu akzeptiert wurden. Diese Sachen, dieser Ungehorsam, den man da so gesehen hat, ja, der ist für die Leute natürlich, im ersten Moment hat sich das richtig angefühlt, aber sie haben dann gemerkt, wenn sie quasi das herausfordern, was quasi vom Staat gewünscht wird, dann hat man doch schon gewisse Kräfte aufzuwenden, die über das Maß hinausgehen, was die meisten eigentlich zur Verfügung haben. Und die dachten, ich könnte da bis zum Bundesgerichtshof gehen und mach da was. Und dann stellt man fest, oh Scheiße, vom Amtsgericht ist schon Ende. Und da sitzt einer, der das 100 Mal am Tag macht oder 50 Mal. Dem ist es egal, der geht da im Viertelstundentakt durch und dann, weiß ich, bei 8 Stunden oder 6 Stunden, was sie da arbeiten, dann sind das 12 am Tag, die dann, nee, gar nicht, warte, mal 4. Das sind 24 am Tag, die da durchgeknallt werden und die werden dann einfach verurteilt und fertig. Also da können sie machen, was sie wollen. Das sind nicht die richtigen Ansatzpunkte. Da gibt es andere Gerichtsverfahren, wo dann auch die Gerichte wegen Aufklärungspflicht der Sache auf den Grund gehen, wo es Berufungsstationen gibt, Revisionsstationen und das sind die interessanten Verfahren. Und ich finde einfach, jeder sollte da seine Kräfte so gut einsetzen, wie er kann. Und wenn er spürt, er möchte eine gewisse Sache nicht machen, naja, dann kann ich nur sagen, es ist ja das Schönste, wenn man etwas spürt, was man nicht machen möchte und man macht es nicht. Oder wenn man eine Sache machen möchte und dann macht man sie, das ist doch auch schön. Darauf sollten wir uns verständigen. Das bedeutet aber am Ende, wenn man eine Entscheidung trifft, die auch konsequent einmal zu Ende denken und dann bewusst die Entscheidung treffen, das Risiko will ich eingehen oder ich will es halt einfach nicht eingehen. Aber wenn man es konsequent einmal zu Ende denkt, hat man eine bessere Entscheidungsgrundlage. Ja, weil sonst passiert das, was du eben gerade ausgeführt hast, wo viele Tränen folgen etc. Ja. Ja. Lieber Tom, jetzt sind wir, obwohl 2 Stunden geplant waren, 3 Stunden und 2 Minuten schon online. Eine letzte Frage hätte ich für dich. Was wünschst du dir persönlich für dich, für deine Familie
und auch für die Gesellschaft. Was wünschst du dir für die Zukunft? Naja, also für die Gesellschaft wünsche ich mir eigentlich so gar nichts. Ich denke, jeder hat ja sich selbst und das, was ich gerade eben alles gesagt habe, das ist das, was jedem Einzelnen zu wünschen ist und nicht der Gesellschaft. Jedem Einzelnen ist zu wünschen, dass er die Anbindung an sich hat und auch spürt, ob was richtig oder falsch ist und darauf auch in der Lage ist, sich zu verstehen und darauf zu reagieren und möglicherweise entsprechende gute Entscheidungen zu treffen. Also ich wünsche jedem Einzelnen gute Entscheidungen, die ihm auch Freude machen und wo er auch sieht, dass er gewisses Vertrauen haben kann. Ich wünsche auch jedem Einzelnen, dass er nicht zu sehr sich reinziehen lässt in diese ganzen schlimmen Sachen, weil wir haben ja hier auch teilweise Tendenzen gehabt, die sehen ja dann auch echt schlimm aus. Fängt es ja auch an, weil man das noch nicht nachweisen kann, eine Glaubensfrage zu werden. Also man kann ja eine ganz düstere Welt basteln, wenn man möchte. Aber ehrlich gesagt muss das ja gar nicht sein. Also ich beschäftige mich dann doch wieder. Also wie gesagt, wenn ich merke, dass es irgendwie mich nervt, dann gehe ich raus und gucke mir schöne grüne Sachen an oder Bäume und gehe auch mal barfuß und so weiter. So, das sind so die Sachen, die wichtig sind. Und für meine Familie und mich, also für uns alle, die wir hier so zusammen sind, wünsche ich mir eigentlich so, dass wir einfach konsequent, konstant die Dinge tun, die wir immer getan haben und dass die uns dann einfach genauso wie die anderen, denen ich das Gleiche ja einzeln, jedem Einzelnen wünsche, dass das genauso sich positiv auswirkt. Und viel Lachen, das ist das Schönste, was man machen kann. Also eins der schönsten Sachen. Ich glaube, damit triffst du auch den Nagel auf den Kopf nochmal als Abschluss. Ich glaube, der Humor, den oben zu behalten und den nicht zu verlieren, ist, glaube ich, auch nochmal eine Kernmessage, die wir hier mitgeben wollen. Humor ist sozusagen der Schwimmgürtel in den Strömen des Lebens oder man kann auch sagen, der Regenschirm der Weisen, je nachdem. Also ich will mich auch hier nochmal persönlich bei dir bedanken, Tom. Es war eine tolle Sendung. Wir haben sehr viele wichtige Dinge besprochen. Ein Gruß auch an deine Community hiermit mit dieser Sendung und vielen Dank insbesondere für deine Präsenz auch innerhalb der letzten 3 Jahre, insbesondere nochmal. Also ich schätze dich sehr als sehr klaren Kopf, der stets Logik, Plausibilität und diese wichtigen Attribute, Differenziertheit, dass man eben auch Dinge im Kontext sieht, und dass man stets versucht, sachlich zu bleiben, der das alles hochhält und damit lieferst du einen wichtigen Beitrag und bist auch ein wichtiger Teil meines Erachtens der Friedensbewegung und deswegen möchte ich hier nochmal persönlich danken und wie gesagt, schön, dass es dich gibt. Danke, dass du uns hier auch beehrt hast mit all dem Wissen, was wir natürlich überhaupt nicht in Gänze ausschöpfen konnten, aber das war ein kleiner Beitrag. Danke, dass du auf alle Fälle ein Ehrengast von Rhein-Main-Gedanken warst. Wie gesagt, Gruß an deine Community und ich gehe mal zurück zum Thomas. Ja, liebe Leute, wir hoffen, euch hat's gefallen. Eine weitere Therapiestunde in der größten Freiluft-Irrenanstalt dieser Welt. Ja. Und lieber Tom, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Der Frankie hat's ja schon ausgeführt. Wir sehen uns, liebe Zuschauer, nächste Woche, selbe Uhrzeit, selber Kanal. Da werden wir dann die Sendung mit Jan Euler nachholen. Hatten wir ja letzte Woche schon angekündigt. Hatten dann aber, der Frankie hält's auch gerade in die Kamera. Jan Euler ist quasi Übersetzer und Co-Autor von diesem Buch, was ich gerade in die Kamera halte, der Krieg, das FBI gegen Tupac Shakur und da freuen wir uns ganz, ganz toll auf den Co-Autor dieses Buches. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Denkt dran, spazieren gehen ist gut für die Verfassung, also die gesundheitliche und die andere auch, ja, und ansonsten tut nichts, was wir nicht auch tun würden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und damit gehen wir in den Abspann. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Was wollen wir? Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit! Jawohl, und das
auf der ganzen Welt. Sie bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung. Doch so schön das Wiedererwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterscheinungen. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen sollen. Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff. In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Die haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen. Als Querdenker stehen sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der staatseigene Sender sagt. Was du meinen und denken darfst, kommt live übern Sender. Machst auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse, sie wollen den Verstand verpesten. Zwischen den normalen Menschen Hass und Kämpfe arm zu zetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Von transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten sie hetzen. Denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das aussprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken, versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sagt bye bye NATO-Presse. Die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt ihr die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen, unschuldig Toten. Sie schießen geniale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit egal. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner. Und heute? Sag mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben? Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist. Es sich mal ein, setzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern in Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titeln. Seit der Atlantikbrücke, Marshall Fund und Aspen verschrieben. Ne Klaus, klebrige Nähe. Dann Super Angie und Friede. Aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Es gibt dort zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut hier grad jeder, als wären wir super unfehlbar. Für die Russen ein Lehrer, aber für Snowden wäre Schutz oder auch Zuflucht kein Thema. Ich geb das Blut an dem Paper, denn der neue kalte Krieg ist auch Produkt eurer Feder. Und ihr versucht, was mit jeder Zeile die Meinung zu leiten, um gleich den meisten zu zeigen, verstehen ist scheiße und zeichnen deine Nukleargegner. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders denken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Wir haben massenhaft solche Post bekommen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und die scheint erschüttert zu sein. Ein zentrales Thema, Medienkritik. Wir würden nicht das Ganze. Eine Kultur des Krieges, des Hasses, des Konsums, des Misstrauens und der Intoleranz gegenüber anderen. Medien in der Vertrauenskrise. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer in Eskalation aufgeilen. Ja, ich laufe eben sehr, sehr stark ab. Man sieht euch angeschlagen, am Abgrund hinken, weil die Massen was sind und mit Taschentuch zum Abschied winken. Abozahlen sinken und bald werdet ihr ganz verschwinden, weil ihr von den Bäumen doch nie von dem ganzen Wald berichtet. Feindbilder zeichnen aus den kleinen Minderheiten, bis der Kleinstadthorizont bald wieder scheint. Überheimen, ihr geht Seite an Seite mit den Schlägern und den Knüppeln, denn ihr selbst habt seit Jahren dieses Problem herangezüchtet. Hinter dem, der hierher flüchtet, liegt ein brennendes Heim, echtes Leid. Doch ihr kriegt nur Sendezeit, wenn es nicht live den Besten zeigt, in Echtzeit, während ihr bei dem Protesten schweigt sofort in meine Ecke treibt. Ich frag mich, ist es ernst gemeint? Und allzu deutsche, antideutsche lesen weiß und denken weiß. Mit Landesfahren gegen Nationen, was doch befremdlich scheint. Araber mit Palituch, sein Terroristen. Nicht lernen aus unserer Geschichte, kein Fuß breit den Rassisten. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man hisst. Bei eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Was ist denn jetzt? Wie
Leserbriefe! Leserbriefe, das ist alles im Netz! Ich hatte was, da machen Sie die Foren dicht! Oh nein! Was? Die Leute weichen auf Facebook aus! Ja, dann moderieren Sie, blockieren Sie, löschen! Löschen! Aber wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit! Ja, aber doch in Russland, nicht hier!